Es ist wirklich bodenlos. Also seit drei, mehr wir machen das schon seit vier, mehr seit 5 Tagen machen wir das. Es ist wirklich. Ich gehe aber heute raus, ganz ehrlich. Ich bin Ja, ich gehe auch heute raus, aber draußen. ich ein bisschen. Unter Menschen. Guten, wir haben schon direkt den ersten Gast. So, Leute, alle liken, die drin sind. Er hat sich nie getraut. Ja, seine Okay, Eier sind schade. nur ein Ei. So, 275 Leute. Leute, wenn ihr jetzt Bock habt, dass wir loslegen, dann liken, liken. 16 Likes ist ja nicht euer Ernst. Da können wir nicht loslegen. Wo ist der Moritz? Das weiß ich nicht. Vielleicht kommt der gleich. Sonst müsst ihr ihm mal schreiben. Gibt's was Neues? Ich habe mir die Nachrichten noch nicht angeguckt. Tatsächlich gab es ja jetzt verschiedene Operationen im Gazastreifen, aber die Bodenoffensive meines Erachtens nachher noch nicht gestartet. So, Leute, alle liken, 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 liken. Also Das ich habe ist nichts. gelesen, die sind ja teilweise schon rein. Ja, sind sie, aber noch nicht komplett. Also, weiß ich nicht. Sind sie schon komplett? Keine Ahnung. Komplett glaube ich nicht, aber teilweise. Ich brauche Genau. meinen Kaffee. Ja. So, wenn jemand hochkommen möchte, anderer Meinung ist, bitte. Ist überhaupt kein Problem. Punisher, moin, moin. Good morning. Wie war es So. denn gestern noch? Es war tatsächlich gut, eine gute Diskussion. Die haben sich eigentlich sehr ruhig verhalten. Mit Zwischendurch wem? ein bisschen lauter geworden, da musste ich immer wieder eine rausnehmen. Mit Medi war das? Modi. Medi. Ist er bis zum Schluss geblieben? Naja, fast. Am Ende habe ich ihn dann rausgekickt, da war zu viel dann. Es war dann nur keine sachliche Diskussion mehr. Aber wir haben fast bis 4:30 gemacht. Uns geht's gut, Und deswegen ist gut. jetzt bist du schon wach, Ja, Frau ist gerade weg und deswegen dachte ich mir, ja, die macht jetzt irgendwie, glaube ich, Junggesellenabschied, kriegt Überraschung da, Frühstück, irgendwas, keine Ahnung. läuft. Ja, bin ich alleine. Genau. Ja, Moritz tatsächlich, keine Ahnung, müsste ich mal nicht schreiben, aber ich glaube tatsächlich, dass Moritz noch schläft. Der schläft Ja, ja. Abu Hassan, feiner, wir stehen hinter Israel, genau so sieht's aus. Uns geht's gut und dir? Wer hat Guck geschrieben? mal, guck mal, ihr seid doch alle Rassisten, Satanisten und Menschstasse. Aber. Ja, dann komm und erzähl uns mal was anderes. Die meisten Leute, die schreiben auch keine Follower. Der hat 21 Follower, der kann auch gar nicht live gucken. Dann soll er da bleiben, wo er ist. Gottlos Ich sind wir spucke auch. auf Ja. euch und Israel. Ja, das ist wunderbar. Also wir sind nicht gottlos, zwar ist unser Gott nicht Allah, aber ich habe einen Gott. Okay, wir haben jemand. Guten Morgen. Hallo? Morning. Morning. Arschloch! Free Palestine, Alter! Free Palestine! Wunderbar, Free wunderbar. Palestine, die Hitler zurück, Wunderbar. weil tot alles Israel. Ja, Verpustes, Alter. wunderbar. Wunderbar. So, das war. Ein Beispiel. Voller Hass. Und dann Ja. würde jemand sagen, ich bin voller Hass. Ja. Wieso stehen wir zu Israel? Einfach so. Nö, warum einfach so? Wir sind einfach solidarisch mit Israel. Es darf keinen Antisemitismus mehr geben, keinen Judenhass mehr geben. Ganz einfach, deswegen stehen wir zu Israel und das, was gerade passiert. Israel wird täglich angegriffen und Israel reagiert. Also natürlich unterstützen wir Israel. Und wir unterstützen natürlich keinen Völkermord. Was erzählt ihr für einen Quatsch? Völliger Blödsinn. Wir unterstützen auch keinen Terror. Leute, bitte informiert euch, bevor ihr irgendwas auf irgendwelche Seite stellt. Hamas ist nicht gut, das ist Terror. Wegen der So, Hamas Jessica. sterben Zivilisten. Jessica kommt. Jessica hat kein Internet. Leute, zahlt doch bitte eure Rechnung. Jessica? Hallo? Ja. Grüß dich. Ich bin irgendwie zufällig reingekommen. Ich weiß nicht warum. Wie konnte das denn Bin irgendwo passieren? draufgekommen, glaube ich. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Richtig, was du gesagt hast. Die Hamas tötet Zivilisten, weil die Hamas ja auch angefangen hat, ne? Die haben ja diese Mauer ja
überquert und haben dann wahllos Menschen getötet. Auch das sagt ja auch ihr Islam, ihr Koran, die sollen ja Menschen töten, die sollen ja die Juden und die Christen hassen bis zum Tod. Ja, die Versen, kennst du die Versen? Es ist ganz einfach. Hass ist schrecklich. Und deswegen bezieht sich der Islam und die Hamas ist der Islam, genau wie der ISIS. Islam genau wie der ISIS. Ja, Leute, die Hezbollah ist nicht besser. Was will der Islam? Was haben die gesagt? Wir wollen die einzigste Religion sein auf dieser Welt. Wir wollen die einzigste sein, die die Weltherrschaft hat. Das sagt der Islam. Und das ist nicht gut. Mit der Scharia. Richtig, richtig. Und deswegen berufen sie sich auf den Islam. Und das sind alles. Und welche hier, der Dings schreibt von Free Palästina, der ist genauso für die Hamas und genau für ihre... Hier schreibt jemand, ihr unterstützt Völkermord. Nein, mache bin ich entschieden also, dagegen. Das ist völliger Quatsch, was ihr schreibt. Die Leute, die was, könnt ihr sowas schreiben? Das ist der Islam? Guck mal, was ich auch nicht verstehe, Löwenherz. Die Merkel hat damals alle reingelassen. Juhu, wir tun alle Teddybären und Gummibärchen, wir tun die alle mit Gummibärchen und Teddybär hier empfangen. Und alle schön haben uns alle lieb, Popoliebe und alles, ne? Jeder Einzelne. Und die lassen dann irgendwelche Extremisten hier rein, irgendwelche Islamisten, die wo aus dem Dschihad kommen und von Syrien, das sind alles Männer. Wollt ihr uns eigentlich verarschen? Denkt ihr, wir sind auf den Kopf gefallen? Das ist ja unglaublich. Das Ding ist, ihr seid einfach blind. Ihr wollt nichts wahrhaben. Versteht ihr? Das Ding ist, ihr wollt das nichts wahrhaben. Das ist einfach unglaublich. Und der Islam will hier, hört genau zu, der Islam hasst. Hör dir nicht zu, weil der Islam hasst. Simon, du bist nicht dran. Simon. Ist der Islam automatisch was Der Islam was ist schlecht. Der Islam ist von Satan und hat gar nichts zu tun. Simon, lass ihn aussprechen. Tötet die Juden und die Christen, wo sie immer ihr auch findet. Wenn die Islam hier in Überzahl ist, die ganzen Moslems, dann wird hier Schlachtung abbeginnen. Wallah, ihr seid mit der Scharia. Ich hoffe, ihr kommt auf den richtigen Weg, weil das ist mit richtig. Nein, pass mal auf, dann lass mich doch jetzt mal reden. Lass die mal reden. Ja, Simon, bitte. Ihr wollt das anscheinend gar nicht wahrhaben. Schon all diese Jahre seht ihr nur diesen Islam als das Böse und unterstützt nur Terrorismus oder sonst irgendetwas, aber ihr seid anscheinend blind. Guckt ihr euch die Videos an, guckt ihr euch die Nachrichten an, guckt ihr euch mal deinen Koran das, was für mich steht. Ich bin noch nicht fertig, dann lass ich schon weiterreden. Ihr guckt ja alles nicht fertig an. Habt ihr die Videos gesehen von den Kindern, die sterben, von den Menschen, die sterben, aber von Israel sieht man da eher weniger, oder nicht? Ja, weil die Israel hat auch Respekt. Israel zeigt doch keine Leichen. Achso, okay, alles klar. Und der Islam unterstützt Töten und so weiter, oder? Natürlich. Hast du dir mal deinen Koran, deine Religion angeguckt? Hat er meinen Mund offiziell zugenäht, wenn ihr mir irgendeinen Vers aus dem Koran zeigt, wo das drin steht? Ja, wo ja. Wo es drin steht, dass das Töten erlaubt ist? Ja? Wo das Töten was Gutes ist? Wenn ihr mir das zeigt, seid ihr im Recht. Okay, wer hat die Verse? Ganz kurz, Sure 9, Vers 111. Tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet. Ach, was sagst du dazu? Stimmt nicht? Was jetzt, Simon? Das ist kein Bullshit dazu. Ja. Simo, wie sieht es aus bei der Scharia? Du glaubst doch an die Scharia, oder? Wie kommst du jetzt auf die Scharia auf einmal? Ich frag dich nur. Du glaubst ja daran. Das ist das islamische Glaubensgesetz. Du musst daran glauben, wenn du Moslem bist. Du glaubst doch daran als Moslem. Mich interessiert, woran du glaubst. Ich bin ein Jude. Ey, was nimmst du diese Sure? Aus dem Kontext. Ist kein Kontext. Erzähl mal, dann sag mal ganze. Erzähl mal. Nein, lies die ganze Sure vor. Nein, warum? Du hast doch gerade gesagt, aber aus dem Kontext. Dann erzähl mal. Ja, weil du nur einen Teil der Sure vorliest, nicht die ganze. Okay, was bedeutet das denn? Tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet. Erstens, Allah hat das den Engeln gesagt, während Kampf von Badr nicht zu Christen oder zu Juden oder was auch immer, das war gegen die Paganisten, die versucht haben, den Propheten Mohammed umzubringen. Okay, also, okay, eine Frage habe ich an dich. Was macht ihr, wenn ihr in Überzahl seid, ihr Muslime? Wie bitte? Was macht ihr in Überzahl, wenn ihr seid, ihr Muslime? Komm, sag mal die Wahrheit. Der in Berlin bei Stürzenberger hat gesagt, wenn wir in der Überzahl sind, werden wir euch abschlachten. Okay. Euch abschlachten, ihr Christen. Achso, das ist die Wahrheit. Wenn eine spricht, sprechen alle in deinen Augen, oder was? Jungs.
So wie du es nicht gesagt hast, vor allen Muslimen. Wenn ich sage, ich töte alle Muslimen. Leute, einer redet, man hört doch gar nichts. Hörst du, der bei Sturzenberger in Berlin, alle haben es gehört, der hat gesagt, in allen Muslimen, in meinem Namen, er hat gesagt, wenn keiner das macht, wenn wir in der Überzahl sind, wir Moslems, und die nicht töten, dann ist der für mich kein Moslem und er soll sich nicht im Islam nennen. Der hat es gesagt in Berlin. Hat er das gesagt oder hat Gott das gesagt? Ey Jungs, morgen. Er nimmt den Koran wortwörtlich. Jungs, ich habe euch jetzt mal alle ein bisschen ausreden lassen und niemanden zwischengequatscht. Ich würde mir wünschen, dass ihr mir mal jetzt zuhört. Ich habe ja bis jetzt nicht einen zwischengequatscht. Ich stelle mich kurz vor. Ich bin Wasim. Ich komme selbst aus dem Gazastreifen tatsächlich. Ich bin auch dort geboren. Wahrscheinlich, ihr spricht hier alle darüber. Ich finde es auch schön, ihr könnt gerne drüber sprechen. Nur wichtig ist, jemanden zu haben, der vor Ort ist. Weil es kann nicht sein, dass ihr hier auf einer Grundlage diskutiert und niemand von euch jemanden hier drin hat, der von dort ist. Ich komme aus Israel. Ja, ist ja schön. Deswegen sage ich ja, jetzt hast du auch jemanden, der aus Gaza kommt. Und deswegen, bitte lass mich ausreden. Meine Mutter, ich sage doch einfach nur, was hier ist, ein Jude. Das arabische Wort für Jude. Wo ist das für eine Beleidigung? Leute, bitte lass den aussprechen. So, ja. Ich möchte jetzt zu Ende sprechen. Meine Mutter befindet sich gerade im Gazastreifen. Meine Mutter. So, sie hat ihre kranke Oma besucht. Also meine Oma, ihre Mutter. Und ist unglücklicherweise in dieser Zeit dort angekommen. Jetzt frage ich euch mal alle hier eins drin. Ist meine Mutter eine Terroristin? Und bitte antwortet nur mit Ja oder Nein. Nein. Okay, lass mich nur zu Ende ausreden. Ich möchte nur zu Ende ausreden. Meine Mutter wohnt bei meiner Tante. Sie hat die Anweisung vom Auswärtiges Amt. Ich kann euch hier das alles einblenden. Ne? Ich bin kein Quatscher. Ich kann hier auch Video anmachen. Alles gut, wir glauben dir ja gerade. Wir können auch Videos anmachen. Erzähl jetzt, was du möchtest. So, und meine Mutter befindet sich bei meiner Tante in der Wohnung, hat eine Anweisung bekommen vom Auswärtiges Amt, dass sie in den Norden oder in den Süden abhauen soll. Aber es ist egal, ob sie ankommt, also wo sie hingeht, es ist nirgendwo sicher. Sie hat diese Anweisung befolgt und hat sich nahe der Grenze begeben und die Wohnung von meiner Tante wurde zerstört. Jetzt stelle ich euch mal alle eine Frage. Ihr seid ja alle hart am Diskutieren. Hamas ist falsch und so weiter und so fort. Ich bin für Hamas. Lassen wir mal Hamas. Mann, Tebi Bringer, was ist das schon wieder für ein qualifizierter Beitrag? Lass ihn auch, sonst Schwachsinn, was wir hier reinrufen. Lassen wir mal Hamas beiseite, okay? Wir vergessen die komplette palästinensische Freiheitskämpfer und konzentrieren uns nur auf die Wohnung von meiner Tante. Moment, was für Freiheitskämpfer? Du hast jetzt schon wieder Freiheitskämpfer, was soll der Scheiß? Mann, okay, vergessen wir Freiheitskämpfer. Das sind Freiheitskämpfer. Nein, die Hamas ist Terror. Okay. Terroristen sind nicht immer was Schlechtes. Hallo, ey, bitte, lass mich ausreden. Dann bist du hier falsch, dann musst du. Komm, rede aus, aber du da oben, wenn du noch einmal so einen Schwachsinn redest, dann fliegst du raus. So, rede aus, so, bitte. Jetzt, die Wohnung von meiner Tante ist kaputt. Israel hat in den Nachrichten, beziehungsweise in den deutschen Medien sieht man, dass Israel angeblich, ich sag, ey, bitte, auch nicht dazwischen quatschen jetzt, angeblich nur Stützpunkte der Hamas bekämpfen. Meine Tante, mit der ich geboren bin, bei der ich aufgewachsen bin, bei der ich geschlafen habe, bis 2009, dann bin ich nach Deutschland gezogen. Wieso muss sie ihr Haus verlieren? Ich frage euch das jetzt mal, also wenn ihr mir sagt, dass Israel zum Beispiel kein Terrorstaat ist oder kein Terrorismus, also wirklich nur Terrorismus bekämpft, wieso verliert, ohne jetzt irgendwie hier Bilder einzufügen, meine Tante ihr Haus und ich habe selbst aus meiner Familie 20 Familienmitglieder verloren bis jetzt, ohne zu erwähnen, aus welchem Kreis oder wo oder wie. Ich habe sie einfach verloren und sie haben alle nichts mit Hamas zu tun. Jetzt war das ein Haus oder eine Wohnung? Wie bitte? War das jetzt eine Wohnung oder ein Haus? Ein Privathaus. Das ist ein ganze, also nur nochmal zur Info. In Gaza wohnt niemand mit jemand Fremden. Das heißt, der über mir wohnt, ist entweder mein Bruder oder mein Cousin. Es ist immer so. Also es gibt keine Wohnung. Ich meine nur, hat es Stockwerke oder ist es ein... Ja, es waren 3 Stockwerke, das Haus von meiner Tante. Und unter ihr wohnt der Bruder von ihrem Mann und darunter der andere. Wo ist der jetzt? Nicht aus der App gehen. Hört ihr mich? Ja, wenn du aus der App gehst, dann hört man dich nicht. Hört ihr mich? Ja. Ja.
Also, meine Tante und meine Mutter sind aus der Wohnung abgehauen auf Anweisung des Auswärtigen Amts. Aber der Bruder von dem Mann von meiner Tante und die anderen Brüder und auch der Papa von dem Mann von meiner Tante, die wollten nicht verlassen, die waren zu stolz. Meine Tante, meine Mama sind, wie gesagt, schon abgehauen. Die sind alle in diesem Gebäude gestorben, alle. Der Bruder von der Mann von meiner Tante, sein Bruder und der Papa von den allen. Und die haben alle, ey, ich brauche euch das nicht beweisen, alle, nichts mit Hamas zu tun. Wir haben die Toten gesehen und ich will dir auch was kurz sagen. Du sagst, guck mal, du legst uns was im Mund, was nicht stimmt. Wir leugnen das doch überhaupt nicht, was du sagst. Jetzt versuche ich nur, euch eine Frage zu stellen. Wenn jemand behauptet, dass er Terror bekämpft und ich, der Familie dort hat, sieht, dass er keinen Terror bekämpft und dass das israelische Armee, ja, das klar und deutlich sieht, dass dort kein Terror vorhanden aber das, ist. Aber das kannst du, nein, das kannst du nicht behaupten von einem Haus. Du weißt nicht, was in den anderen Häusern ist. Du weißt nicht, nein, was da alles rumgeht. Okay, okay, da hast du recht. Außerdem ganz kurz. Hallo, ich bin der Host. Ich antworte dir jetzt kurz und darfst sofort weiterreden. Okay, guck mal. Das, was du gesagt hast, ich bestreite gar nicht, dass du damit Unrecht, also du hast bestimmt recht, aber jetzt musst du dir überlegen, was du auch weißt, jetzt sei auch ehrlich. Gaza ist das dicht besiedelste, mit eins der dicht besiedelten Gebiete der Erde, oder? Richtig? Du hast recht. Richtig, so, guck mal, wenn jetzt zum Beispiel das Haus von deiner Tante, ich sag jetzt nur mal zum Beispiel, neben einem Haus steht, wo sich vielleicht Hamas-Terroristen verschanzen und da wird ein Luftangriff drauf. Großer, ich habe Videos. Was passiert dann? Du weißt, Druckwelle, Schaden, so, natürlich, zwei, drei andere Häuser gehen in Mitleidenschaft, das weißt du doch. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Nur noch mal zur Aufklärung. Ich komme aus dem Gaza und war auch letztes Jahr, Ende des Jahres dort, in einem Krieg gefangen, der 2 Wochen lang ging für die Dame, die aus Israel kommt. Zu Gaitan? Bestimmt. Ja. Ja. Ich habe eine Frage dann. Bitte. Wenn sie wirklich Hamas bekämpfen wollen, warum machen die dann keine Bodeninvasion, weil das viel effektiver wäre und viel weniger... Darauf wollte ich halt hinaus, Jungs. Wir sind hier 231 Zuschauer. Ich möchte auch euch jetzt nicht hier... das Wort nehmen, aber ich kann euch eine Sache versichern. Der Herr gerade hier, der Host von Livestream hat gerade gesagt, dass angeblich Israel ja dadurch, dass Gaza das dicht besiedelte Land der Welt ist, beziehungsweise Stadt der Welt ist, dass sozusagen es schwer ist, die Terroristen zu bekämpfen. Ja. Nein. Falsch. Ja, das unter anderem auch, aber es ist natürlich auch so, dass du, ich bestreite das gar nicht. Ja, aber du sagst etwas, du sagst, der Horst hier, ich bestreite das doch gar nicht. Guck mal, Luftangriffe, wenn Israel Luftangriffe fliegt, ist immer mit zivilen Opfern verbunden. Das lässt sich einfach nicht vermeiden. Genau, das lässt sich nicht vermeiden. Aber dann kannst du doch nicht von bei Hamas sagen, dass sie auch keine zivilen Opfer haben dürfen. Das ist das, was du gerade gesagt hast. Nee, du kannst das nicht vermischen. Die israelische Armee fliegt keine Luftangriffe mit dem Ziel, Zivilisten zu töten. Wenn dabei welche sterben, ist das bedauerlich, aber die machen das nicht mit dem Ziel. Neben ihr wohnt niemand und es wurde gezielt auf ihr Haus geschossen. Nicht auf das Nebenhaus, nicht auf das hintere Haus. Meine Tante wohnt in einer Gegend, wo zwischen den Häusern ein bisschen Platz ist. Weg. Das heißt, die Häuser, die jetzt zwischen einander sind, sozusagen die Wohnungen, die sich trennen, ja, da ist ein bisschen Platz. Es ist jetzt nicht so, dass die Wohnungen aneinander kleben, ja, da wo meine Tante wohnt. Nichtsdestotrotz gibt es Wohnungen und Siedlungen bei uns im Gazastreifen, zum Beispiel wo mein Papa herkommt, da mache ich mein Fenster auf und ich schaue in die nächste Wohnung. Ja, da bestreite ich das nicht, aber nichtsdestotrotz, nichts auf dieser Welt gerechtfertigt einen Angriff auf zivile Infrastruktur und das ist das, was ihr euch nicht, also ihr wollt es nicht wahrhaben. Okay, was gerechtigt das, was Hamas gemacht hat, einfach reinzugehen und alle abzuschlachten? Du willst auf dieser Grundlage reden? Nein. Ich will dir was erklären. Ich freue mich nicht, dass die Leute tot sind, dass die Zivilisten, wir freuen uns ja alle nicht. Es geht um Hamas. Hamas ist Terror. Hamas interessiert es nicht. Wieso tut ihr so? Aber Hamas interessiert es nicht, ob die Leute sterben. Lass mich mal bitte ausreden. Wieso? Du hast es gerade selbst gesagt, Hamas ist der Grund, warum es Terror gibt im Nahen Osten, oder? Hamas ist Terror.
Okay, was war bis 1987? Weil ich glaube, ich weiß ja nicht, ob du dich mit Geschichte ein bisschen auskennst. Hamas wurde 1987 gegründet. Und bis 1987 gab es fast 900.000 vertriebene Palästinenser und dazu noch 25.000 zivile Opfer. Bis dahin gab es keine Hamas. Hör mal zu, Gazastreifen war mal offen, ja? Man konnte rein und rausgehen ohne Probleme. Es geht weil darum, man dass es versucht, ich bin dort geboren. Bitte, wenn du etwas sagst und es. Man konnte in Gazastreifen reingehen. Warum denn? Okay, sag mir jetzt warum. Wenn du jetzt da darauf richtig antwortest, dann bist du schlau. Da waren auch Juden. Okay, und was haben diese Juden versucht? Was haben die versucht? Ich bin doch dort geboren. Was wurde dir denn in der Schule geboren. Beigebracht? Erzähl mal, wenn du schon so redest. Okay. Was wurde euch beigebracht? Erklär ich dir. Die Juden zu töten oder nicht? Wieso beigebracht? Ich bin dort geboren. Ja, was wurde euch denn in der Schule beigebracht? Wieso beigebracht in der Schule? Ich bin dort geboren. Du erzählst mir was von in der Schule beigebracht. In den Schulen im Gazastreifen wird den Kindern schon früh beigebracht, die Juden zu hassen. Das wirklich? Ist ein Fakt. Ich bin bis zur siebten Klasse dort gegangen, habe 2009 die Schule verlassen. Bis dahin habe ich nicht einmal von meinem Lehrer, also ganz ehrlich, wenn du so eine Aussage triffst, ja, aber nicht auf einer Schule gesehen. Dort gewesen warst. Ich habe die Schulbücher gesehen. Ey, ich habe da in Israel gelebt. Ich war nicht nur da. Ich kenne mich da aus. Über Israel. Ich rede gerade über Gaza. Zu erzählen, du hast was kein Gaza Recht, über passiert. Gaza zu reden, weil ich dort lebe. Ja, ich schön, lebe aber das ist deine Meinung. Das heißt, ist doch nicht meine Meinung. Doch, ich bin doch nicht hier drin, um etwas zu verteidigen. Nur weil du da jetzt sagst, es ist nicht so, heißt es nicht, aber dass es wahr ist. Ich habe Sachen gesehen. Okay, hast du auch die Videos gesehen, wo die jüdischen Kinder in den Schulen gelehrt bekommen, dass irgendwann die Al-Aqsa-Moschee zerstört wird? Ich war auch in der Schule. Okay, und das wurde euch nicht beigebracht? Also was ist jetzt daran richtig? Hast du das gesehen? Hast du Schulstoff von Israel gesehen? Nein, es gibt Videos, die ich jetzt sofort zukommen lassen kann. Also, ich habe Schulstoff gesehen von euch. Ich habe gesehen, dass ihr Bücher habt. Ja? Guck mal, du kannst mit mir diskutieren, du kannst mit mir reden, du kannst mir sagen, dass Israel das und das falsch macht. Ich stehe nicht 100% zu Israel, aber du kannst nicht hierher kommen und sagen, Hamas ist okay. Weil Hamas interessiert es nicht. Wenn Hamas es interessieren würde, dann würde das gerade nicht passieren. Dann würden die Leute nicht. Weißt du, wer Hamas gegründet hat? Wenn du so oberschlau bist? Ja, oh, jetzt kommt wieder das von Israel. Nein, Israel mit dieser hat, Scheiß. Hat warte euch mal, die Möglichkeit warte mal. Gegeben? Ihr wollt diskutieren, aber ihr wollt nicht über den Ursprung diskutieren. Aber das hat doch gar nichts damit zu tun. Ich komme und sage dir, ohne den Ursprung wäre das nicht entstanden. Nicht gut. Und du kommst und sagst, es ist gut. Aber gucken wir uns nicht. Mal an. Jetzt verdrehst du mir die Wörter in den Mund. Ich habe nicht gesagt, dass Hamas gut ist. Du ich hast gesagt, Freiheitskämpfer. Ich habe nicht gesagt, dass Hamas gut ist. Ich habe gesagt, dass Hamas nicht im Auftrag der Palästinenser gegründet wurde. Und wer darüber Nein, hör mal zu. Die wurden nicht im Auftrag, ja? Aber? Denkst du, Israel hat gesagt, ja, komm bitte, Terror soll da sein? Nein. Die wurden einfach zu schlecht. Aber was du sagst, ergibt keinen Sinn. Aber das war ja für euch etwas, nicht. Dass ihr was habt, dass ihr irgendwie leben könnt. Könnt ihr bitte mit jemandem diskutieren, der sich in der Geschichte auskennt? Weil ich merke, dass du dich auskennst. Wenn du hier kommst und sagst, du bist für Hamas... Ich habe nicht gesagt, dass ich für Hamas bin. Du verdrehst mir die Wörter aus dem Mund. Was? Also du stehst nicht zu Hamas. Nein, ich stehe nicht zu Hamas. Ich rede lediglich darüber, dass warum ich Freiheitskämpfer gesagt habe für die Dame, weil du das ja falsch verstanden hast. Es gibt Menschen in Gaza, die ihre Kinder verlieren, die ihre Mütter verlieren, bei dem Krieg, die nichts mit dem Krieg zu tun haben, die sich dann radikalisieren, um gegen Israel vorzugehen, weil sie ihre Familie verloren haben. Und diese Menschen muss man verstehen, aber man darf sie nicht unterstützen. Das Ding ist, Hamas sind keine Freiheitskämpfer. Da bin ich deiner Meinung. Aber die Menschen, wenn du jetzt, du gehst jetzt Brot kaufen, ja? Ich erzähle dir mal eine Geschichte von meinem Nachbarskind. Mein Onkel hat mich gerade eben angerufen und das erzählt. Er geht Brot kaufen, kommt nach Hause und das ganze Haus von ihm ist unten. Niemand hat überlebt. Geht zu seinem Onkel und sagt zu seinem Onkel, ruf sofort das Militär an. Ich will jetzt sofort mich bewaffnen lassen und sofort gegen Israel vorgehen. Wie nennt man sowas? Der hat doch nichts mit Hamas zu tun gehabt. Jetzt will er sich aber radikalisieren lassen. Nennt man sowas auch Terrorist? Ja, oder aber jemand? Du verstehst nicht. Hamas macht, guck mal, wenn Hamas so gut wäre und wenn Hamas so viel machen wollen würde, und dann würde es nicht dazu kommen, dass die Zivilisten sterben. Du weißt ganz genau, wenn Israel möchte,
du sagst, ergibt keinen Sinn. Dass Gazastreifen nicht mehr existiert, dann dauert es eine halbe Stunde. Da brauchen die nicht jeden Tag irgendwas zu bombardieren. Es dauert eine halbe Stunde und dann ist der Gazastreifen platt. Machen die aber nicht. Das, was du gerade gesagt hast. Oh nein, die töten ja nicht alle direkt. Das ist ja so gut. Das was du gerade gesagt hast, zeigt, dass du bereit bist. Ja, also egal, ich möchte das auch nicht kommentieren, wie gesagt. Nein, du legst sie das in den Mund. Nein, sie hat nur gesagt, von der militärischen Stärke, wenn Israel wollte. Von der militärischen Stärke, über die er so pusht und darüber redet, wenn Israel stark wäre und wenn sie Eier hätten, würden sie nicht die Zivilisten angreifen, sondern die Gaza-Zivilisation zu sich nehmen auf die israelische Seite. Ja, sagen, davon träumt nein, man. Lass mich ausreden, du hast gerade gesagt, ich hab dich gerade ausreden lassen. Ich habe dich gerade ausreden lassen. Ägypten hat gesagt, das ist nicht unser Krieg. Ihr wollt diesen Krieg, Israel will diesen Krieg. Also sind sie verantwortlich für die Zivilisten in Gaza und haben gesagt, nimmt sie dann in die Negev-Wüste auf. Das hat Israel dann nicht gemacht. Sie haben trotzdessen das dicht besiedelte Gazastreifen angegriffen. Und über 7000 Zivilisten, willst du mir sagen, haben Hamas zu verantworten, obwohl das israelische Militär ja sie bombardiert hat. Wie gesagt, Hamas ist dafür verantwortlich, dass jetzt so viele Zivilisten im Gazastreifen sterben. Und was war davor? Ja, und schon was immer. Vor Hamas hat Hamas jahrelang Raketen auf Israel geschossen. Was war mit der Nakba? Was war 1948? Warum wurden wir vertrieben und getötet? Da gab es okay, keinen Hamas. Okay. Was war nach der Staatsgründung 1948, dass drei islamische Staaten Israel angegriffen haben? Angegriffen? Ey, ich werde gleich richtig sauer, wenn sich niemand in der Geschichte hier auskennt. Doch, in derselben Nacht gab es den Sechstagekrieg. Wie bitte? In derselben Nacht, wo Israel gegründet worden ist, was ist passiert? Okay. Weil denen das Land weggenommen wurde, wollten sie sich verteidigen. Oberschlauen, 355 Menschen sind gerade drinne. Alle schreiben jetzt in den Chat, ob ich recht habe oder nicht. 1948 wurde Israel gegründet und die haben am selben Tag die Palästinenser vertrieben und am nächsten Tag haben alle arabischen Länder als Reaktion und als Solidarität mit den Palästinensern. Erstmal müssen wir davon ausgehen. Erstmal wurde denen nichts weggenommen, weil die Palästinenser nie einen eigenen Staat hatten. Das ist schon mal das Erste. Ach so, deswegen hat man es das britische Mandatsgebiet über Palästina genannt. Deswegen hat man es nicht das britische Mandatsgebiet über Osmanische Reich genannt. Ey, bitte, wenn ihr diskutiert. Es war ein. Du hast dich selbst widerlegt. Es heißt Mandatsgebiet, richtig, aber es war kein anerkannter Staat, war es nie. Es war nie faktisch, es war nur auf dem Papier. Es gab direkte Verbindungsflüge, palästinensische Flugzeuge, die von Palästinenser, Gaza aus. Palästinenser sind Transjordanier. Weißt du, wie die jordanische Flagge aussieht? Fast identisch. Ich habe jüdische beste Freunde. Was wollt ihr mir erzählen? Die sagen sogar, es gab Palästina. Wollt ihr mir jetzt anfangen zu kommen und sagen, es gibt kein Palästina? Du weißt schon, dass ihr von den Jordanien, Transjordanien seid. Das weißt du schon. Ach, wirklich? Gesagt, ihr seid Palästinenser. Und das will mir ein Volk sagen, das als Flüchtlinge kam. Aber das ist doch. Ich will dir das nicht sagen. Wollt ihr jetzt erzählen, was wir sind oder was? Mir wurde das gesagt. Ich erzähle dir das. Man merkt einfach, wie unwissend ihr seid und dass ihr eine Missbildung habt. Nein, du kommst einfach nicht damit klar. Nein. Ihr wollt einfach nur auf Bissa tun. Okay, stopp. Bis hier und stopp. 1,2 Millionen Siedler kommen täglich die letzten 20 Jahre nach Gaza, nach Palästina, in den Westjordanland, in unsere Gebiete. Warum? Warum? Warum klaut man unsere Wohnung? Ist es berechtigt oder was? Die Siedler Westbank. Westbank, Westjordanland. Ja. Wenn schon recht, Ich habe eine Frage. Als autonomer Mensch habe ich eine Frage. Wie kann man das gleich, was du sagst, Bruder, jetzt, ja? Du sagst, du hast dein Recht. Okay, Bruder, du hast dein Recht. Aber was mit den Rechten der Kinder? Der Mütter. Hamas ist dafür schuld. Nein. Was ist mit den Kindern und den Müttern? Hamas ist schuld. Wir reden nicht über Hamas. Wir reden über uns. Bruder, meine Mutter ist gerade da. Deutschland will mir nicht helfen. Weißt du, wie es mir geht jeden Tag? Ich weine nachts. Und
Ich bin hier in einem Stream, wo mir Menschen erzählen wollen. Kann Hass mit Hass bekämpft werden? Ja oder nein? Nein, aber das ist doch das, so, was ja das Kolonialismus, nicht Hass. So, guck mal. Hass mit Hass kann nicht bekämpft werden. Ganz einfach. Stell dir mal vor, bitte, ein Leben ohne Hass, ein Leben mit Frieden. Wer sind diese Leute, die sowas tun? Bestimmt nicht unsere israelischen Schwestern und Brüder. Auch nicht unsere Schwestern aus Palästina, unsere arabischen Schwestern und Brüder. Das sage ich als Kurde. Da stehe ich in der Mitte. Genau in der Mitte stehe ich da. Aber ich sage, das sind meine Bras. Okay. Das sind meine Schwester und meine Brüder. Und ich würde niemals bei Allah, du wärst der Erste bei Koran, du wärst der Erste, wenn du sehen würdest, wenn ihre Tochter unter Schutt und Asche steht, du wärst der Erste, der sein Leben dafür opfert. Wallah. Das würdest du als Erster tun. Du würdest dein Leben opfern dafür. Für das kleine Kind. Und du würdest nicht sagen, das ist ein israelisches Kind, sondern du siehst das als ein Mensch, als ein Jani. Das, was wir beigebracht bekommen haben. Guck mal. Du darfst niemals in eine Religion eingreifen, weil du bist ein Individuum. Du bist ein einzigartiger Mensch. Du entscheidest nur über dein eigenes Leben. Du kannst niemals entscheiden über alle anderen Menschen auf dieser Welt. Nein! Stell dir mal vor, irgendwann wird jemand geben, Bruder, der dein Leben überstimmt. Der deine Familie fickt. Was willst du dann machen, Bruder? Weißt du, was das Ding ist, Bruder? Ich hab dich jetzt auch ausreden lassen, weil ich finde, sowas muss man einfach machen. Ich spreche niemanden dazwischen. Wir dürfen niemals aufgeben. Bruder, was voll viele nicht verstehen ist, dass also, guck mal, das Ding ist, man kann ja nicht alle Juden über einen Kamm scheren, ne? Und man kann auch nicht alle Muslime. Astaghfirullah, Bruder, alle Israelis, bitte. Ja, ja. Das Ding ist, lass mich nur ganz kurz ausreden, Bruder. Ich habe jüdische Freunde, beste Freunde. Ich rede von Leuten, Juden. Ich bin in Gaza geboren und bin jeden Tag mit Juden. Ja, nee, es gibt nicht einen Tag in meiner mit Woche. Mit Israelis. Bre. Nein, die sind ukrainische Juden, Bruder. Das sind keine Israelis. Das sind Israelis. Ich bin jeden Tag mit Moslems. Du würdest mit einem Deutschen so reden. Ich bin jeden Tag mit Moslems. Wie meinst du? Ja, nee, wie würde das für einen Israeli anhören, wenn du sagst... Komm mal bitte rein. Erzählt weiter. Wenn du zum Beispiel ein Israeli sagst, ey, stell dir vor, ey, ich bin mit den Juden am Schiff. So, weißt du, der wird das auch nicht hören. Er würde hören, ja, Bruder, mit den Israelis... Nein, was ich damit nur sagen will... Nein, was Jude ist eine Religion... Okay. Bruder, guck mal, wenn ich gerade hier in der Gruppe zu hören bekomme, dass ich nur an mich denke oder dass ich nur ja nicht zurecht bin oder dass ich nur für meine Leute bin, natürlich antworte ich so und sag, ich bin, ja, ich muss mich ja nicht beweisen, mich juckt andere Meinung nicht. Aber wenn ich höre, ja, es ist so und es ist so, stell dir vor, du sitzt mit einem Moslem oder mit einem Juden und ihr redet darüber und ihr seid euch einig. Ihr beide seid euch einig. Aber wir sind doch nicht mal dazu gekommen, lass mal aussprechen. Und ihr seid euch einig. Und das Ding ist, wenn ihr euch einig werdet, über eins, weil guck mal, ich habe, wie gesagt, ich brauche hier die David, Alan, das sind alles Namen, die ihr kennt, Simon, David, ich bin mit den Aufpass zu Schlomos Nummer? Oder komm zum Punkt. Ja. Aber, wie gesagt, worauf ich hinaus wollte, wir sind uns alle über eine Sache einig geworden. Die israelischen Medien belügen ihre Zivilisation und die Hamas, ja,
Jede Medien tut das. Jede Medien tut das. Deswegen wollte ich, worauf ich hinaus wollte, ist, was? Also, es gibt die Juden. Kein Gesandter, ja, kein Engel. Allah hat es den Juden gegeben. Jetzt frage ich mich nur eine Sache. Ihr seid doch Muslime, ihr seid doch gottesfürchtige Menschen. Wie könnt ihr gegen Allahs Wort gehen? Okay. Das ist doch Heuchlerei. Okay, warte mal, eine Frage. Eine Frage. Was war die Strafe der Juden damals, als Moses sie über den Nil gebracht hat? Gib dir erstmal eine Antwort, bevor du wieder eine nächste Frage stellst. Die Strafe von jetzt, guck mal, danach können wir über die Tora reden, so viel du willst. Man antwortet nicht auf eine Frage mit einer Gegenfrage, Show the World. Sonst ist vielleicht deine Show nämlich vorbei. Die Gegenfrage beantwortet seine Frage. Nein. Guck mal, man kann keine, ich kenne das nicht, dass man eine Frage mit einer Frage beantwortet. Ich hätte gerne eine Antwort auf die Frage, beziehungsweise eine Erklärung auf das, was ich gegeben habe. Und wenn du das gemacht hast, kannst du gerne fragen. Ich sag dir, warum das, was du sagst, nicht passen kann in unserem Glauben. Und falls ich mich jetzt was Falsches sage, ich bin, wie gesagt, Alhamdulillah Muslim, aber ich kenne mich auch nicht 100% in dem Koran aus. Ich habe auch einen Onkel, den ich immer wieder anrufe und immer wieder frage. Und sogar er korrigiert mich. So, danke. Nichtsdestotrotz, was ich über diese Sache sagen kann, ist, die Strafe, die Ben Israel bekommen hat, weil sie nicht mit Moses durch die Tore in Jerusalem gelaufen sind, war nicht das Land zu bekommen. Und das ist die Kollektiv, also die Gesamtstrafe von Ben Israel gewesen. Das ist nicht nur bei unserer Geschichte so, das ist auch bei deren Geschichte so. Die mussten 40 Jahre durch die Wüste laufen, weil sie sozusagen gegen Gottes Wort gesprochen haben. Nichtsdestotrotz, das, was du sagst, du hast ja recht, ja, du hast ja recht. Allah hat Israel, ja, Ben Israel, als sein Lieblingsdings gehabt, als sein Lieblingsvolk. Er wollte sie befreien, hat Moses geschickt. Moses hat sie befreit durch Gottes Hilfe, hat sie durchs Meer gebracht, auf die andere Seite. Und obwohl Moses, ja, Bani Israel befreit hat, haben sie immer noch an Moses gezweifelt. Obwohl er sie auch von schon längst von den Bösen entfernt hat. Und das ist das, was ich nur als Antwort geben kann, Großer. Ich bin nicht Gott, ich bin nicht Astaghfirullah al-Azim, ich bin nicht unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, Astaghfirullah al-Azim. Ich bin niemanden von denen. Ich kann nicht sagen, was sie gedacht haben. Aber wenn ich höre, dass jemand nicht gegen Gottes Wort gesprochen hat und deswegen auch 40 Jahre lang durch die Sinai-Wüste, ja, die Halb-Sinai-Insel, da wo auch Moses seine Bücher bekommen hat, seine Schriftrollen und auch zu seinem Volk gebracht hat, wo er zurückkam und dann gesehen hat, sie beten eine Kuh an. Bruder, das sind alles Sachen, die auch selbst, also die Tora erzählt, das erzählt nicht nur unser Glaube. Deswegen kann ich nur sagen, die Gesamtstrafe von Bani Israel ist einfach gewesen, ja nee, Gott hat denen das Land versprochen, ja, bin ich deiner Meinung, ich verneine das nicht, aber sie haben es nicht bekommen, weil sie sozusagen mit Moses nicht durch die Wüste gelaufen, durch die Tore Jerusalems gelaufen sind, obwohl Moses gesagt hat, ihr müsst nur mit mir reinlaufen, um zu gewinnen. Show the World, darf ich dir jetzt eben kurz das vorlesen? Ich weiß nicht, von wo du das hast, ich kenne diese Geschichte nicht. Ja, so, jetzt sage ich dir keine was. Ahnung. Show the World. Ich habe jüdische Freunde, ich rede jeden Tag mit denen. Show the World, ich habe jetzt auch eine Frage. Ich lese das einmal ganz kurz vor, okay? Was ich geschrieben habe, die Überlieferung über den Propheten Mohammed. Die Stunde der Auferstehung wird nicht kommen. Oder Hadith oder was liest du vor? Sag ich doch gerade. Pass auf, einen Moment. Überlieferung über den Propheten Mohammed, ein Hadith. Die Stunde der Auferstehung wird nicht kommen, bis ihr die Juden bekämpft. Die Juden werden sich hinter einen Stein und Bäume verstecken. Dann werden sie die Steine und Bäume rufen, O Moslem, diene Allahs, da ist ein Jude hinter mir, komm und töte ihn. Habe ich nicht geschrieben. Was sagst du dazu? Und da steht Jude. Nicht wieder verharmlosen. Wo steht das? Die oder die, da steht Jude. Wie kann ich jetzt meinen, welchen Juden die meinen? Wo steht das? In Hadith. Wo, welcher Hadith? Einen Moment. Mach mir mal die Verse oder wenn du kannst, mach die Kamera. Bruder, ich glaube an den Koran und an nichts anderes. Ja, jeder kann mir mit Hadith kommen. Ich glaube an viele Hadithe, lehnst du Bukhari und Muslim? Ich glaube nur an dem Buch Gottes, das mir gesandt wurde.
Also lehnst du Hadithe ab, lehnst du Bukhari? Ich lehne Hadithe nicht ab, aber ich kenne mich damit nicht aus, um darüber zu reden. Verstehst du? Okay, ich kann dir nicht sagen, dieser Hadith ist 100%. Show, Bruder, hör zu, guck mal. Es will dich hier keiner angreifen, es will dich hier auch keiner irgendwie. Verstehst du? Guck mal, ich erkläre dir was. Wenn du ein sunnitischer Muslim bist, ja, wenn du dich zu den Sunniten bekennst, ja, dann bist du dazu verpflichtet, Bukhari und Muslim anzunehmen. Bukhari und Muslim. Guck mal, die heißen nicht nur Bukhari und Muslim, die heißen Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Das heißt, es gibt kein einziger Hadith in denen ihre Bücher, der nicht Sahih ist. Okay? Bruder, guck mal, wie gesagt, Sache, wenn ich die Antworten Sache könnte, gehe ich mit dir mit. Hör mir zu, Bruder. Bei einer Sache gehe ich mit dir mit, ja? Es gibt vielleicht von diese, sagen wir mal, 6000 Hadithe, die bei Bukhari drin sind, gibt es zwei Hadithe, wo ich vielleicht sagen würde, okay, die Überlieferungskette stimmt nicht. Also, die kann man nicht nachverfolgen. Die würde ich sogar, obwohl sie sahih sind, würde ich sagen, egal, ich nehme sie als Da'if an. Aber selbst ein Da'if-Hadith, jetzt halte ich fest, ein Da'if-Hadith hat eine Authentizität, Bruder, von 40-60%. Okay? Von 40-60% hat ein Da'if Hadith seine Authentizität. Und jetzt kommt der Bonus, ja. Muslime untereinander nehmen Da'if an. Aber sobald sie mit uns reden, ja, mit Andersgläubigen, ja, machen die das natürlich nicht, Bruder. Dann ist immer so eine Sache, Da'if zählt nicht. Okay, Da'if zählt nicht, Habibi. Kein Problem. Lassen wir auch weg. Ich habe nicht gesagt, Da'if zählt nicht. Ich habe nur gesagt, dass ich mich mit Hadith nicht auskenne. Ich sage das gerade, ja, und den Hadith, den der Bruder gerade vorgelesen hat, ja, der ist, soweit ich weiß, auch authentisch, aber er soll uns die Quelle geben. Jungs, wenn ihr über Recht. Sowas, guck mal, ich bin hier reingekommen, über den Konflikt zu reden. Wallahi, ich finde es so schön, über den Koran zu reden und über alle Religionen, Christentum, Judentum, ich bin offen für alles. Ich möchte alles von euch wissen und auch wenn ihr nicht gerne alles über uns Habibi, wissen wollt. Habibi, Al-Rasi, solange alles aber mit ihr wollt, Respekt ihr, aber, ist, ohne Beleidigung in jeder Zeit. Ich bin hier auch vorhin reingekommen und man hat direkt Koran, Islam. Bruder, wenn wir Muslime so böse sind, oder wenn wir Muslime so schlimm sind, wie alle sagen, ja, weil ich höre haben das. Haben wir gar nicht Bruder, gesagt. An. Haben wir gar nicht gesagt. Na, Bruder, lass ganz mich mal im bitte Gegenteil. Ausreden. Guck mal, ich rede mit den Muslimen hier auf schönste Akhlaq. Ich weiß, viele ich weiß. Muslime kennen aber mich Bruder, hier, Bruder. Sogar wenn sowas da drin steht und wir sagen Da'if oder nicht Da'if oder irgendwas, egal was. Ein Stück fest, Bruder Herz. Araber haben noch nie einen Weltkrieg angefangen. Muslime haben noch nie eine andere Nation angegriffen. Es gab noch nie einen Weltkrieg, eine Atombombe durch islamische Macht. Die einzigen bösen Menschen auf dieser Welt, die gerade leben, die schon mal andere Nationen angegriffen haben, sind nur... Muslime haben noch nie eine andere Nation angegriffen. Warum lügst du? Nenn mir ein das Osmanische Reich hat 400 Jahre lang fast ganz Europa erobert. Was erzählst du und islamisiert? Wer? Das Osmanische Reich und auf brutalste Art und Weise unterworfen. Was erzählst du hier? Ah, das Osmanische Reich auf brutalste Art und Weise. Waren das keine Muslime? Komisch, dass es auf YouTube Videos von Rabbiner gibt. Die waren das keine Muslime? Waren das Osmanische Reich? Waren das keine Muslime? Ey, darf ich ausreden? So, es gibt in Deutschland, ja, wenn du auf YouTube gehst, Rabbiner, deutsche Rabbiner, die darüber reden, dass das Osmanische Reich für sie sogar eine Befreiung war, damit sie Religionsfreiheit üben. Ausüben. Ja, das war Verteidigung. Hat sich durch ganz Europa ausgebreitet und in Nordafrika alles nur Verteidigung und islamisiert. Juden haben vor dem Osmanischen Reich in Unterdrückung gelebt. Wegen dem Osmanischen Reich hatten sie Befreiung. Sie durften ihre Religion ausleben, Synagogen bauen. Das kannst du durch jüdische Münder hören, nicht durch muslimische. Nicht ein Scheich erzählt dir das. Gib bei YouTube ein, Rabbiner über Muslime in der Osmanischen, über Juden in der Osmanischen Zeit. Da kommt ein Rabbiner, ich kann dir gleich den Namen nennen. Aber was ist mit den anderen, nicht mit den Juden? Mit wem? Den anderen. Christen meinst du? Christlichen Ländern, Spanien, unterworfen. Spanien hat sich dann befreit. Reconquista. Du hast keine Ahnung, du sagst irgendwas, dass Hamas hat auch 350 Millionen Tote gebracht, ne? Die Kreuzzüge, 50 Millionen da, 100 Millionen da. Guck mal, wir reden hier mit Respekt und wenn du jetzt kommst und irgendeine Scheiße sagst. Nein, das ist keine Scheiße. Lass mal die Juden von den Osmanischen Reich. Was ist mit den Christen? In Frankreich? Wie viele Vergewaltigungen hat man aufgedeckt? Über 200.000 Fälle seit über 300, 400 Jahren. Wer kann denn Christen heutzutage noch unterstützen in der kreuzlichen Phase? Nicht jetzt. Christentum erkennen wir auch an. Ihr braucht jetzt nicht kommen und so tun, als ob ich Hass verbreite. Ich sag nur, die Kreuzzüge, sie waren das Schlimmste, was die Welt je gesehen hat.
die Kreuzzüge. Und die Christen haben auch den Juden das Schlimmste angetan, was man in der Menschheit nur tun könnte. Nicht Muslime. Deswegen. Wer hat denn mit Hitler gearbeitet? Wer? Araber, ja. Ne? Wer hat mit Hitler gearbeitet? Araber, Palästinenser, Hamas war da. Hamas hat die KZ-Lager gebaut. Ne? Weißt du überhaupt, was die Kreuzzüge sind? Weißt du das überhaupt? Man weiß nicht, was die palästinensischen Kreuzzüge sind. Ich komme nur von dem Land, wo die meisten Kreuzzüge stattgefunden haben und die Christen. Nee, weißt du denn, was war das denn? Hast du überhaupt eine Ahnung, was das ist? Nee, weiß man nicht. Da wurde nicht die christliche, also jeder weiß, was die Kreuzzüge sind. Was ist für eine Frage? Ja, der Bruder meint, glaube ich, ob du wirklich die Geschichte kennst. Machen wir es mal anders da. Wer hat denn die Kreuzzüge damals veranlasst? Nenn uns mal den Namen von demjenigen. Was meinst du? Und sag mir mal den Zeitraum. Bruder, das war durch die Kirche, durch damals die Kirche. Das waren christliche Kämpfer. Aber was war denn der Grund? Was war der Grund? Das hatte einen Grund, warum waren die Kreuzzüge und welcher Zeitraum war das? Gegen die Muslime, also in Palästina und so gekämpft. Mensch, weißt du, wie viele gab es? Nicht nur in Palästina, auch in den ganzen Nahen Osten. Wie viele Kreuzzüge gab es? Ey, wenn du hier Geschichte machen willst, kann ich dich auch Sachen abfragen, die du nicht antworten kannst. Wir brauchen jetzt nicht... So, ich bin die ganze Zeit auf Stumm. Leute, ich bin die ganze Zeit auf Stumm. Wenn du nicht die Antwort weißt, dann sag einfach, du weißt. Hallo. Ich bin die ganze Zeit auf Stumm. Ich sag aber nichts. Darf ich auch zu Wort kommen? Natürlich darfst du, Großer. Dankeschön, Großer. Dankeschön, Großer als Großer. So. So, in erster Stelle, ich weiß nicht, um was es geht. Aber wenn wir schon über Verbrechen und Weltkriege und Vertreibung und Verbrechen, dann brauchen wir nicht darüber zu reden. Kreuzzüge, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Vietnam, Irakkrieg, Afghanistankrieg, Palästinakrieg, Syrienkrieg. Wir brauchen nicht zu reden. Also ich bitte euch, okay, so blind und dumm sind wir ja nicht. Ich höre mich nochmal bitte. Wann es war und wie viele Kreuzzüge es gab, weißt du es überhaupt? Okay, gab es Kreuzzüge überhaupt, oder nicht? Was der Grund der Kreuzzüge war? Antworte bitte auf die Frage. Waren die Kreuzzüge vor Osmanischen Reich oder nach Osmanischen Reich? Ich habe gesagt ja. Also Frieden, so funktioniert das nicht. Er hat dich was gefragt und du antwortest mit einer Gegenfrage. So starten wir keine Diskussion. Okay, so. Alles klar. So, die Frage ist, du hast gerade was gefragt. Nein, ganz genau an den Datum weiß ich nicht. Aber ich habe eine Frage an dich. War es vor Osmanen oder nach Osmanischen Reich? Nein, nicht. Warum kommst du mit einer Gegenfrage, wenn ich dich frage? Erstens, wie viele Kreuzzüge gab es? Es war nach dem Osmanischen Reich. 400 Jahre hat das Osmanische Reich sich ausgebreitet, brutal gemordet und dann wurde der erste Kreuzzug im Jahr 95 ausgerufen. Hast du dich mal mit der Geschichte überhaupt befasst? Okay, also willst du sagen, die Kreuzzüge waren eine Befreiung oder was? Die Kreuzzüge waren dafür da, um die Pilger, die christlichen Pilger auf dem Weg nach Jerusalem zu beschützen, weil sie brutal abgeschlachtet wurden. Und dabei die Juden umgebracht. Warte kurz. Okay, du sagst, die Kreuzzüge waren nach Osmanischen Reich, richtig? Ja, nicht darum mal genau, aber nachdem der Islam sich 400 Jahre brutal ausgebreitet hat. Wer hat das gerade gesagt? Ich habe das gesagt, Osmanischen Reich. Ich sage, dass der Islam sich 400 Jahre brutal ausgebreitet hat und dann der erste Kreuzzug ausgerufen wurde. So ist das. Erstens, du hast gerade gesagt, Kreuzzüge waren nach dem Islam, richtig? Nicht nach dem Islam. Ich habe nach dem Osmanischen Reich. Noch Osmanischen Reich. Ja, pass auf. Aber warte kurz, Osmanische Reich war die Kreuzzüge. Gibst du mir die Chance, mich auch zu verbessern, wenn ich einen Fehler gemacht habe? Antworte dann. Hallo, ich habe doch gerade, hörst du mir nicht zu? Ich habe doch gerade gesagt. Dann redest du. Ja, ich antworte dir doch gerade. Ich glaube, auf das, was du gesagt hast, da habe ich etwas Falsches gesagt. Zwar 400 Jahre hat sich der Islam ausgebreitet. Ob das jetzt das Osmanische Reich war, kann ich nicht hundertprozentig sagen. So, nein, waren die Muslime. Achi, warte, Allah, Bruder. Ich bitte dich, Bruder. Warte doch, Bruder. Lass ihn doch reden. Rede. Nein, ich bin fertig. Erzähl. So. Ich kann dir den genauen Datum geben. Der erste ging von 1096 bis 1099.
Und der Grund des Krieges war, das heilige Land Jerusalem, was unter Kontrolle des war in diesem Zeitpunkt unter Kontrolle von islamischen Fatimadien, haben die versucht, das zu überobern, weil europäische Christen haben gegen verschiedene muslimische Herrscher gekämpft im ersten Kreuzzug, um Jerusalem zurückzukriegen. Wieder zurück in die Hand der Christen zu kriegen, weil es islamisiert war. Okay. Ja, die Geschichte war islamisiert. Darf ich jetzt zu Wort kommen? Ja, jetzt. Islamisiert hört sich immer so böse an. Ich sag, es nennen die Dinge doch nur beim Namen. Ja, wie ja, du aber es aufpasst, ist doch deine Interpretation. Okay. So. Jetzt komme ich zu Wort. Ich hoffe, dass keiner mich unterbricht. Danke. So. Der Kollege hat gerade gesagt, die Kreuzzüge waren nach Osmanischem Reich, aber der hat sich korrigiert, wie ich gerade gehört habe. So. Kreuzzüge waren in die Zeit von Salah ad-Din al-Ayyubi. Der Panischer kann das bestätigen. Der Panischer versteht Arabisch und kennt sich sehr gut aus mit arabischer Geschichte. Der Panischer, ich hoffe, du tust dich entstummen, damit du dazu was sagen kannst. So, wenn du möchtest, natürlich. So, und zweitens, Jerusalem, Palästina war Tag 1 für die Palästinenser. Schon in der Zeit von Dawud, Frieden und Segen sein auf ihn. Ja, aber mit aber der Zeit immer wieder. Lass mich zu Ende reden! Ja, okay, so, mit der Zeit, Schritt für Schritt, kamen verschiedene Völker, verschiedene Religionen in dieses Land. So, Punkt 1, Punkt 2. Wie Palästinenser sind jetzt momentan ein arabischer Staat, ja, aber hat nichts mit arabischem Kontinent zu tun, aber wir sind gerade momentan auf ein arabischer Staat, besser gesagt. So, Kreuzzüge. Salah ad-Din Ayyubi war da, damit er wieder hergibt oder wiederbringt, was die Palästinenser gehört. Okay, und die Kreuzzüge kamen von wo? Von Europa. Die Kreuzzüge kamen von Europa oder kamen die von arabisches Land? Und Salah ad-Din Ayyubi kam von wo? Von einem arabisches Land. Also das heißt, willst du mir jetzt sagen, die Europäer sind von weit weg gekommen, damit die ein nicht-europäisches Land befreien, oder verstehe ich jetzt nicht? Klär mich mal auf. Nee, die sollten es befreien. Wir bleiben bei dieser Hinsicht. Ganz kurz, von der Hamas befreien, Bruderherz. Hast du in Wallah, du hast geredet wie ein Löwe. Was für Hamas befreien? Was hat Hamas damit zu tun, Bruder? Nein, weil alles ist doch auch heutzutage, wenn du egal mit wem du redest, hier auch, wir sind hier in einer Diskussion, Bruder. Was ist das Hintergrund? Hamas / I stand with Israel. Yani, was? Allein diese Logik, dass man sich politisch auf eine Seite stellt, anstatt beide politischen. Aber was hat Hamas damit zu tun? Weil, Bruder, ich bin, seitdem ich hier drin bin, ist alles Hamas schuld. Ja, nee, auch Palästina. Bruder, wir reden gerade vor 1200. Ja, und auch bei Osmanischem Reich, du hast gehört, Osmanische Reich kam vor, also erst Osmanische Reich, dann Kreuzzüge. Ja, nee, was babbelt ihr, Bruder? Hört ihr mich? Ja, ich höre dich. Okay, ja, das ist richtig leise, ey, wenn keiner redet. Ja, Bruder, ist halt ein heikles Thema. Da ist Standard, dass man Verwarnungen kriegt. So, ich bin sofort da. Moment. Alles gut, wir sind ja hier. Haupt, du bist am Hängen, du musst da nochmal anfragen. So, die Leute, die gerade hier drin waren, können auch gerne wieder reinkommen, müssen dann nur anfangen dann. Aber wir haben noch einen Sabi Kosti, 2. Sabi Kosti, herzlich willkommen. Grüß Gott, hallo. Hallo. Ja, bitte, Sabi Kosti. Vielleicht machst du irgendwas falsch beim Mikro oder Kopf. Nein, sie ist unterwegs. Ich glaube, sie ist tatsächlich unterwegs, deswegen ist es so laut. Ach so. Sie ist unterwegs, das hat sie ja auch gesagt. Und das ist im Hintergrund, das ist halt dieses Rauschen. Wo ist der eine, der davor da war, der Dings? Frieden?
Sabi, okay. Ach so, Sabi, kein Problem, sie hat sorry geschrieben. Ja, alles gut. Weißt du was, Sabi, komm doch einfach, guck mal, du bist im Teamherz, das ist schon mal sehr lieb von dir. Du kannst doch später einfach, wir sind heute Abend, denke ich mal, auch wieder online, da kannst du einfach später da reinkommen, wenn dann ein bisschen ruhiger, wenn es dann nicht so laut ist. Komm einfach später rein. Ja, genau. So, wunderbar, deswegen, das verstehe ich auch nicht. Ne? Die Leute, die uns unterstützen oder zu unsere Meinung teilen, die eigentlich eine ganz menschliche Meinung ist, verstehe ich nicht, warum die Leute das Team jetzt nicht wegmachen. Das ist ein scheiß Coin. Ein Coin. Das kostet gar nichts. Bro, so. Gewöhn dich dran. Ich muss das auch immer ansprechen im Stream, dass die das überhaupt machen. Ja, danke, Sabi. Danke, Amazon. Ja, weil das einfach tatsächlich ist es besser. Also Teamheads finde ich tatsächlich besser als so Geschenke, weil größeres Team ist halt schon besser. Aber Alessio, danke, danke, danke. Ja, genau, das Thema, das Problem ist die vorhin, ne? Guck mal, ich bin ja ehrlich. Ich bin, was das angeht, was jetzt Geschichte ein paar tausend Jahre zurückgeht, nicht immer so perfekt. Deswegen möchte ich ja Leute hier reinholen. Also wir haben ja verschiedene Leute hier drin, die Spezialisten auch in verschiedenen Bereichen sind. Kein Mensch kann alles wissen. Und dann stellen die halt immer Fragen und denken dann irgendwie, sie sind super schlau. Aber geht ja nicht darum, dass ein Mensch alles weiß, sondern erstmal sind wir ja so, dass wir zu Israel stehen, dass wir zu dem israelischen Volk stehen, dass wir aber auch, ich stehe auch zu den palästinensischen Kindern und den palästinensischen Frauen, ich stelle mich aber gegen Terror und gegen Hamas so und das ist einfach, und gegen Antisemitismus sowieso, gegen Extremismus in jeglicher Form, dagegen stelle ich mich und das verstehen die Leute meistens nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Und ich mache das hier, weil es so viele Leute im Internet gibt, die das verherrlichen. Und deswegen möchte ich einen Gegenpart bilden, weil ich das nicht akzeptieren kann, dass alle Leute das irgendwie so gut reden. Ich finde auch, man muss verstehen, wenn man für Israel ist, muss man auch verstehen, für was Israel ist. Israel möchte Hamas bekämpfen. Dann muss man auch verstehen, also für was, also wenn ich sage, ich bin für Palästin oder für Palästinenser, ja, aber die machen doch gerade nichts dafür, dass die Hamas geht. Das verstehe ich nicht. Die machen ja nichts. Ist ja nicht so, dass die auf die Straßen gehen und sagen, hier, Anti-Hamas oder sowas oder Hamas muss weg. Ich habe sowas nicht gesehen, dass die das machen. Dann verstehe ich es nicht, wieso die so ausrasten, wenn wir sagen, wir stehen zu Israel. So, Firat. Okay, Firat ist wieder weg. Hier schreibt einer, bitte rede nicht. Doch, sie kann reden, wie sie will. Und wenn du was zu sagen hast, kannst du hochkommen. Aber mit deinen 18 Followern wird das schwierig. Ja, schade. Ich hätte gerne mit dir geredet. Leute, ihr seid ja recht fit auch in dem Thema, wie ich merke, Israel und Palästina, also Hamas. Ich habe vor 2 Wochen, glaube ich, war das, habe ich so einen Tweet bekommen und dann haben wir uns das natürlich auch im arabischen Fernsehen mal angeschaut. Gott sei Dank sprechen wir auch die arabische Sprache und da haben wir diesen Tweet nochmal bestätigt bekommen. Habt ihr das mitbekommen, wo sage ich mal, dieser Führer von der Hamas oder wer auch immer das war, einen dreitägigen Dschihad ausgerufen hat? Ja. Ich habe es mitbekommen. Ja. Bei Gaza Now, Leute, könnt ihr alles sehen. Es gibt auch eine Seite von Israel. Auch das heißt Israel heute, das ist alles auf Deutsch. Die übersetzen das sozusagen und da kannst du alles sehen. Ja, die haben da so ein, da war so ein Zettel, da haben die geschrieben, hier geht alle auf die Straßen. Ihr müsst jetzt sozusagen gegen die sein und sozusagen Hetze. Und das haben die Leute dann auch gemacht, haben wir ja gesehen in den ganzen Ländern. Sind auf die Straße gegangen und sind ausgerastet. Also, ja, die Leute machen das auch, was der Hamas sagt. Also, ja. Also, Leute, wenn welche hochkommen möchten, kommt bitte hoch. Ich mache jetzt auch nicht so lange, ich mache auch später wieder. Ich denke mal heute späten Nachmittag, heute Abend auf jeden Fall. Nur wenn jetzt einer Lust hat, dann, weil ich brauche tatsächlich mal zwischendurch am Tag 3-4 Stunden, muss ich mich ausruhen, weil mein Kopf ist gestern explodiert. 3 Tage lang. 40 Stunden nur Fetzerei, da irgendwann mein Kopf explodiert. Ich kann das nicht mehr. Ja, was soll ich dir sagen? So, wer hat Eier und kann hochkommen? Ich feiere deinen Spruch. Kopf ist auf Angriff. Jenny.
Hi, ich wollte nur eine Sache sagen. Also es ist egal, auf welcher Seite ihr steht, aber was in der Nacht passiert ist, das ist unmenschlich. Was ist denn in der Nacht passiert? Ich habe ein Live gesehen. Die haben das scheinbar über ESIM oder Satelliten gemacht. Das war so ein russischer Sender, soweit ich weiß. Also ein russischer Stream oder ukrainischer Stream. Und also das war ganz, ganz schrecklich. Das sind minutenweise, hat man die Bomben gehört, man hat die Flugzeuge, also meine Zimme zittert, wenn ich darüber spreche. Ne? Das ist einfach nur schrecklich. Ich würde gerne einmal sagen, also ich stehe auf keiner Seite, ich stehe auf der Seite der unschuldigen Zivilisten und die sterben. Okay, Jenny, ich möchte dir da gar nicht widersprechen, dass wenn so viele Bomben fallen und so viele Menschen sterben, dass das schrecklich ist. Es ist immer schrecklich, wenn Menschen sterben. Aber wir müssen uns tatsächlich die Frage stellen, warum ist das passiert? Also warum kam das? Warum ist das jetzt alles so passiert? Ich kenne die Gründe. Ja, genau. Und das ist halt, es ist halt immer schlimm. Wir sagen das auch. Wir tolerieren hier nicht irgendeinen Toten. Ich werde, also keine Unschuldigen, die sterben, sind irgendwie in irgendeiner Art und Weise schön oder zu rechtfertigen. Das Problem ist einfach nur, es ist einfach, ich meine, mal anders gefragt, was würdest du machen, wenn in dein Land eingefallen wird, alles massakriert wird, wie würdest du denn gegen solche Menschen vorgehen? Wie willst du denn gegen diese Menschen vorgehen? Du, es ist ganz schwierig zu sagen und ich hoffe, ich bin niemals in der Lage, das entscheiden zu müssen, weil ich könnte es nicht. Sage ich ganz ehrlich. Ich könnte genau nicht das, entscheiden, was. Genau, da gebe ich dir vollkommen recht, weil was die Leute auch nicht verstehen, die denken, dass die israelischen Militärführer extra und gewillt irgendwie anfangen, Zivilisten zu bombardieren, was völliger Schwachsinn ist. Das sind auch nur Menschen und für die ist es auch nicht einfach. Ihr denkt immer, ihr könnt in die Köpfe nicht, dass es für die einfach ist. Das ist nicht einfach. Solche Befehle sind nicht einfach. Und das denken die Leute, aber die sitzen im Internet und denken, ja, es ist alles so einfach, so easy peasy. Nein, es ist nicht einfach, einen Befehl zu so vielen Bombardements zu geben, wenn so viele Menschen sterben. Aber also ihr denkt immer, das ist, ja, bitte. Was ich euch gern sagen würde und könnte, es sieht Aktion und Reaktion. Die Aktion war, es gab diesen Terroranschlag auf das Festival, ja. Man kann auch sagen, die Hamas ist eine Terrororganisation, ja. In dem Thema bin ich nicht gut genug drin, um das vollends zu beurteilen. Das möchte ich auch gar nicht. Aber die Reaktion ist doch überhaupt gar nicht mehr im Verhältnis. Also ganz ehrlich, das ist doch überhaupt, das sind Abgründe. Dürfte ich was dazu sagen? Ja, bitte. Also, das, was die Hamas macht auf Zivilisten, ist gar nicht in Ordnung, also das stimme ich zu. Aber was wundert sich Israel nach über 75 Jahren Besatzung? Was wundert sich Israel, wenn die nach 75 Jahren die Palästinenser unterdrückt? Was wundern die sich, wenn... Warte mal, rechtfertigst du da? Du sagst Besatzung. Wo ist denn, wer besetzt denn was? Lass mich reden. Du hast dir gar nichts zu melden, du fliegst gleich raus. Wer besetzt denn was? Ich bin der Host. Sag mal, wer besetzt was? Israel, ja, genau, besetzt das Westjordanland schon seit Jahrzehnten. Illegale Siedlungspolitik. Und wenn ihr das verleugnet, dann verleugnet ihr die Worte der UN. Das bleibt bei der UN bestätigt. Okay, warte mal, was hat jetzt Gazastreifen? Und jedes Jahr an Ramadan, dass es kein Wunder ist, dass es... Und der Gazastreifen, selbst der ist der größte Weltfreilauf fängt, so wurde es von der UN bezeichnet, auf der Welt. Und da wundert man sich, dass du eine Eskalation bekommst. Du rechtfertigst das gerade, dass die, nur weil die so leben und was alles passiert ist, dass die nach Israel reinkommen können und ein Massaker machen können. Ich sag nicht, dass es gut ist, aber es ist kein Wunder. Es ist kein Wunder, dass es passiert. Das war abzusehen. Wenn du es sagst, dann wenn du es denkst, es ist, wenn du denkst, dass es rechtfertigt, dann ist es. Es und geht nicht um es ist kein Wunder. Es ist kein Wunder, wenn du davon Israel. Wenn Leute in ein Gefängnis eingesperrt sind seit Geburt an, dann ist kein Wunder, dass sie irgendwann mal eskaliert und wütend werden. Sag mal, weißt du, wer die Hamas überhaupt ist? Nee, hast ich tue du so. Ahnung? Nee, ich Stehst bin zwar mit meinen ganzen Hä? Stehst du zu Hamas? Nein, ich stehe generell zum Mord nicht und erst recht deswegen Moin stehe ich zu Mord. Israel. Zu Mord, du willst Hamas bekommen? Die Mutter ist gar nicht immer. Hamas oder was? Ist so lächerlich. Palästina unterstütze gleich Hamas. Ist so lächerlich. Mutter, kann ich dich was fragen? Du kommst hierher und fängst an, hier irgendwelche Scheiße zu erzählen, ja? Es ist kein Scheiße, ich erzähle Fakten. Lass mal Brauch auf Mem kurz einmal. Human Rights Watch
Amnesty International hat über die Unterdrückung, die Besatzung über Israel, von Israel gesprochen und ihr wollt es gerade verleugnen. Nein, also stimmt es nicht. Also stimmt es nicht, dass Israel in Ramadan zufällig immer die Al-Aqsa-Moschee stürmt und gern die Al-Aqsa-Moschee entfernen würde. Ich war in Ramadan dort und ich habe gesehen, was passiert. Ja? Ich hab genau du warst gesehen, genau dort, du warst ja, genau an der Al-Aqsa-Moschee. Ja, in komisch, der, genau da. Du Muslime reinkommst. Ich war ich war in der Armee, noch besser, in der IDF. Weißt du, was die gemacht haben? Ah, ich höre. Ja, das willst du gar nicht wissen, was die gemacht haben, wie die dich gemacht haben. Ja, weil du nichts zu sagen hast, dann sag doch. Ich hab nichts zu sagen. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Mein Freund, danke, dass du da bist. Ich bin wieder los. An meine muslimische Bruder. Und ein Hallo an alle anderen. Hi. Jo, wieder Luca, danke, dass du da bist. Wieder Luca, unterstütze zwar ein bisschen, hier ist schon wieder Fetzerei. Was läuft hier? Hörst du mich? Guck mal, du hast gerade der Hof, hast du doch etwas sehr Interessantes gesagt. Mutas. Ach, die Al-Aqsa-Moschee, da wo nur Muslime reinkommen, ja? Das heißt, das ist muslimischer Boden, richtig? Genau. Okay. Außer mal, für Touristen. Vorhin, Touristen dürfen da auch rein. Jetzt. Ah, und wenn die nicht Muslim sind? Warte, ja, hab ich doch gesagt, Touristen dürfen an gewissen Zeiten da rein. Hör mal zu. Ja, okay, Besucher. Sowas nennt man Besucher. Besucher kommen und gehen wieder, richtig? Die bleiben nicht. So, ich habe das vorhin schon erwähnt. Ja, guck mal, vergiss mal diese Politik, vergiss mal diese Menschen und alles. Wir sind doch alle gottesfürchtig, egal ob Christen, Muslime oder sonst was. Das Wort von Gott zählt doch für uns, richtig? Ich argumentiere jetzt nicht mit Religion und erst recht nicht mit der Bibel. Nein, vergiss mal. Das Wort von Gott zählt doch für uns. Ich sage, oder? Alle Muslime sind Munafik. Die Leute haben gerufen. Sie haben gerufen. Wer bist du? Ihr geht nicht kämpfen. Ihr seid lieber hier in eure Luxus. Ihr Feiglinge. Geh kämpfen. Wieder ganz kurz bitte, Bruder. Ich muss mal den Mutas was fragen. Mutas, du hast doch vorhin gesagt, ich frage dich jetzt einfach genau mal ganz wieder, provokativ. Richtig so wieder. Gib's ihm. Du hast doch vorhin gesagt, nach so und so vielen Jahren Unterdrückung, was erwartet man dann? Ist doch klar, dass sie dann irgendwann mal so einen Anschlag ausüben, oder? Das waren doch deine Worte, richtig? Ich habe gesagt, dass es normal ist, nach so vielen Jahren Unterdrückung, es irgendwann mal eskaliert. Okay, ich antworte jetzt mal einfach provokativ. Dann kann dir jetzt jemand antworten und sagen, ja, ist ja klar, nach dem, was die Hamas am 7. Oktober gemacht hat, dass die israelische Armee auch so reagiert. Ja, das war auch abzusehen, da bin ich dir ehrlich. Ja, es war auch abzusehen, wie die Israelis reagieren. Gar nichts. Es ist falsch. Beide Seiten sind falsch. Menschen sterben, Kinder sterben auf beide Seiten. Aber andererseits, man hat gerufen, okay? Die Leute von Hamas hat gerufen, kommt hier und gebt euer Leben im Heiligen Land. Also, ihr solltet euer Blut dort vergießen. Und dann sind die hier und machen, ja, es ist alles so schlimm. Alles so schlimm, aber ich bleibe lieber hier und genieße mein Leben, mein Luxus. Aber halt die Lehren erstmal durch, bevor du so groß okay. bist. Okay, ja, das ist ja so. Das ist ja so. Das ist ja so. Mach mal ein bisschen Respekt. Da ist ja so. Egal, lass ihn. Schau mal, es ist unwichtig, ob ich Deutsch kann oder nicht. Ey, bitte. Der Prophet des Islam konnte weder lesen noch schreiben und der macht sich lustig über mich und der macht sich lustig über seinen eigenen Prophet, über seine eigene Religion, weil er ein Munafik ist. Er ist einfach nur ein Munafik. Mohammed konnte weder lesen noch schreiben und du machst dich lustig über mich. Also, das ist... Schau mal, ja. Lass ihn aussprechen. Er hat keine Argumente. Wo mache ich das Islam runter? Wo habe ich das Islam runter gemacht? Ich habe lediglich gesagt. Wo, wie, wann? Munafik. Was bedeutet Munafik? Oder weiß ich, was du bedeutet? Bist eine. Schau mal, du bist hier und du laberst. Schau mal, du bist hier und du sagst so etwas. Aber schau mal, ich habe gesagt, man hat gerufen. Hör zu, Nummer eins, ich bin Christ. Das Erste, ich bin Christ. Ich wurde nicht gerufen zu kämpfen. Ich wurde nicht gerufen zu kämpfen, um Fisabilillah zu machen, für Allah Sache zu sterben. Ich bin nicht gerufen. Du bist gerufen. Du bist gerufen hier, nicht ich. Nicht ich.
Wo bin ich gut? Jesus wurde nicht überall auf der Welt gezeigt, wie der Chef von Hamas gerufen hat und gesagt, kommt hier und gebt euer Blut in Heilige Land. Ist der Chef von Hamas mein Vater? Das ist, Jihad. Jihad hat das ist ein Ruf. Die Muslime dort sterben, oder nicht? Oder nicht? Da hat der Bruder wieder locker. Ja, oder nicht? Nein, sind wir ehrlich. Ich mache eure Religion doch nicht schlecht. Ich mache doch nicht schlecht. Ich sage nur, was Tatsache ist. Das ist eine Tatsache. Die haben gerufen. Die haben gerufen. Und jeder, der nicht geht, und die Hilfe ruft, der Muslime annimmt. Verstehst du? Nein, ehrlich, schau mal. Du bist hier und laberst, verstehst du? Du machst alles so. Aber du bist ein Muslim. Du bist ein Muslim. Du kannst mich ruhig runternehmen, ne? Also, ich bleib noch, wenn du Platz brauchst. Ja, gerade geht noch. Aber, also, Mutasem, wieder Luca hat mehr Ahnung als du. Sei mal nicht so frech, sonst fliegst du hier raus. Du bist eine halbe Portion, du hast keinen Respekt, ja? Du bist vielleicht 16 Jahre. Ey, es sterben Menschen, es sterben Kinder. Schau mal, ich habe gesehen, Israel, also sind wir ehrlich, Israel zum Beispiel habe gesehen, hat Phosphorbombe geworfen. Das ist eine sehr schreckliche Bombe. Okay, brennt alles nieder, Mann. Und dann fallen die Bombe. Ja, das ist so. Okay, aber ja, von der anderen Seite hat der andere gerufen, Mann. Er hat gerufen, er hat gesagt, kommt hierher. Okay, ich wollte Pakistan helfen, ob Jihad da machen, Jihad dort, aber dort im Heiligen Land, wie niemand Jihad machen jetzt, oder was? Wie niemand Jihad machen. ISIS ist gekommen, 1000 Menschen sind gegangen. Aber jetzt dort, wie niemand Jihad machen, dorthin gehen und die Leute helfen. Locker, wenn es hart kommt, weißt du, in der Öffentlichkeit, dann trauen die sich nicht, wenn sie es heimlich machen ist können. Ja? Dann sind sie alle dabei. Kind, respektlos. Ich sag dir, heimlich sind alle dabei. So heimlich. Ja. Du hast wirklich, und dann kommen so Leute, wollen hier irgendwas erzählen, können doch nicht mal jemanden aussprechen lassen, der so doppelt so alt ist wie er, mit seinen 15 Jahren. Wir reden, wir sind hier in Deutschland. Warum? Wir reden Deutsch. Jetzt kommt der andere beleidigt. Warum beleidigst du direkt die Mütter und, sag ich mal, ja, so dreckige Beleidigungen auf Arabisch? Meine Mutter ist 60, was wollen die mit meiner Mutter? Das Problem ist, Leute, ihr könnt denen das nicht übel nehmen. Ihr Prophet hat nämlich genauso beleidigt. Ja. Das ist der Achlag von ihrem Propheten. Ja? Ich will das eigentlich nicht sagen. Ich möchte echt nicht gegen euch schießen, aber ihr benimmt euch ja genauso. Und ich kann mir nur vorstellen, dass ihr ihn als Vorbild genommen habt. Er ist doch der beste Mensch. Und das ist der Achlag, den er euch beigebracht hat. Schämt euch. Seht ihr? Ja, lass ihn doch. Trink keinen Tee. Ich bin reingekommen, habe gesagt, Assalamu alaikum, rahmatullahi wabarakatuh. Und alle Muslime. Ich könnte nur beleidigen, Mann. Möge Gott euch und eure Familie segnen. Das hat mein Gott mich gelernt. Euch zu segnen, während die uns verfluchen und alles Mögliche hier macht. Hi. Du bist wieder back. Jo, alles klar? Ja, hast du es mitbekommen? Ihr habt vorhin den Livestream beendet. Nee, es ist, aber es war gemeldet, bevor der gestellt wird. Jungs, bitte hört auch auf, ihr dritt zu beleidigen. Auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist, kann man trotzdem sachlich diskutieren. Auch wenn der eine etwas sagt, was der andere nicht schön findet, müsst ihr euch nicht gegenseitig beleidigen auf irgendeiner anderen Sprache. Das passiert jeden Tag. Wir sind hier stundenweise. Ja, aber man muss doch keine Aussagen treffen, wie unseren Propheten zu beleidigen, lieber Host hier. Ja, wer hat euer Prophet beleidigt? Wer hat hier Mohammed beleidigt? Irgendeiner hat doch gerade gesagt, ich weiß nicht, ob ich das falsch gehört habe, aber irgendwann hat doch gerade einer gesagt, unser Prophet hat auch so beleidigt. Ja, das stimmt doch. Ja, das stimmt doch. Das steht doch in den Versen. Er hat sogar zu Allah gebeten, oh Allah, mach die Kinder der Ungläubigen, der Kuffar zu weisen. Oh genau. Allah, vernichte sie mit deinem Flut. Woher habt ihr diese? Warum habt ihr diese? Kannst du deine Kamera anmachen, die Versen zeigen, weil ich glaube, der will das sehen. Wir haben alle gehört, Bruder. Ich kann sofort nachgucken. Sura 1, Vers 7.
Und dann gehen wir zu der Tafsir. Und dann sehen wir dort, dass es geschrieben steht, wer sind die, die Allah verflucht hat? Und wer sind die, die Allah in die Irre geführt hat? Und dann gehen wir zu der Hadithe und wir sehen, dass Mohammed Dua gemacht hat. Wieder locker TV redet. Wieder locker. Woher kommst du, wenn ich fragen darf? Unwürdig, woher ich komme. Ich soll dir die Quellen zeigen. Ob du Arabisch sprichst oder ob du nicht Arabisch sprichst. Unwürdig, total unwürdig. Lüge ich? Nein, weil der Koran kann man nur... Lüge ich? Nein, die Frage ist, lüge ich? Vollkommen egal, woher er wieder Luca kommt. Es ist doch vollkommen egal, woher er kommt. Digga, warum ist das so wichtig, woher er kommt? Nein, ich frage, hör zu, lüge ich? Ja, du lügst, ich kann den Vers vorlesen. Du lügst, also, lies du vor. Lügst. Nein, lass ihn den Vers vorlesen. Jeden Tag, hör zu, jeden Tag betet Muslime 17 Mal am Tag die Al-Fatih. 17 Mal am Tag, Bruder, woher? Über 17 Mal am Tag, wenn du mit der Sunna betest. Bruder, also, du den Islam, Bruder, also, woher kommst du eigentlich? Wie viel Mal betest du? Der wieder locker hat recht. Du betest 17 Mal die Al-Fatiha. 17 Mal betest du doch die Al-Fatiha. Ja, ohne die Sunna, mit der Sunna schmeckt. Wie oft betest du denn die Al-Fatiha, wenn du 5 Mal am Tag betest? Bruder, wie was für die Al-Fatiha? Du bist jetzt auch Moderator, ne? Also alles gut, du kannst Leute auch stumm schalten. Ja, Bruder, lass die labern. Die zeigen mir nur, sie haben keine Ahnung über Religion. Okay. Wo ist der Aufschrei davon? Wo sind die Leute und schreien, wir sterben tausende Kinder in Afrika jeden Tag und das ist eine Katastrophe für die Menschheit. Wo sind diese Leute? Ist doch der Westen dafür verantwortlich? Wer hat denn... Ja, der Westen. Ey, wie heißt der? Katar, nein, der Reich. Reichste Land der Welt, Saudi-Arabien, eine der reichsten Länder der Welt und alle überall. Ja, sicher, Amerika, ja, okay, überall. Show the world. Wie viele Muslime? Habe ich gesagt, Muslime sind schuld. Nein. Gruppen sind in Afrika, die das Land komplett unter Terror stellen. Wie viele Terrorgruppen sind in afrikanischen Ländern, die diese Länder brutal unter Terror stellen und komplett die ganze Bevölkerung und in Angst und Terror leben muss. Wie viele Länder in Afrika sind unter islamischen Terrorgruppen? Was ist ein Terrorist? Was ist denn die Al-Shabaab-Miliz? Was sind das für welche? Was passiert in Somalia? Was passiert in Mali? Sind das alles Christen, die daran sind? Hast du einen in der Fackel? Terrorist, du Oberschlaumeier. Nein, wir reden hier mit Respekt. Okay? Also, Entschuldigung, schnell. Hier steht, schau mal, ich lese es jetzt von Hadith vor, okay, von der Al-Fatiha. Abu Hurairah überliefert, Allahs Gesandte, Frieden sei mit ihm, sagte, wenn der Imam sagt, da muss der Bruder panischer, er kann besser Arabisch, da. Kann man mich hören? Und. Kannst du jetzt endlich mal die Al-Fatiha vorlesen, brauchst du noch lang? Aber wenn du rausgehst, hört man dich nicht. Ja, jetzt habe ich es hinbekommen, den Bildschirm zu teilen. Ich kann die Kamera Mach du das. Soll ich auch auf Arabisch lesen oder nur auf Deutsch? Mach mal bitte. Beides. Wie du willst. Das heißt sinngemäß, den Weg derjenigen, denen du Grund erwiesen hast, und nicht derjenigen, die deinen Zorn erregt haben. Warte. Okay. Dalin, wer sind die Dalin? Erzähl mal. Ja, aber hat er gerade erzählt, nicht den Weg derer, die deinen Zorn verdienen, noch den Weg derer, die in die Irre gegangen sind. Wer sind die, die Allahs Zorn verdienen? Und wer sind die, die Allah in die Irre geführt hat? Beides die Ungläubigen. Aber nein, spezifischer. Er will spezifischer. Okay, darf ich mal bitte ausdrücken? Christen und die Juden. Christen und die Juden sind irre gegangen, ja? Nein. Wir sind in die Irre gegangen von Allah. Allah hat uns in die Irre geführt. Und hier steht, die dein Zorn verdienen. Ja, okay, richtig. Nein, es sind aber diejenigen, die irre gegangen sind. Wer sind die den Zorn Allahs verdienen? Die Juden. Warte mal, ist ein Christ und ein Jude und ein Andersgläubiger in die Irre gegangen? Jungs, ja, ihr nehmt doch Verse aus dem Koran, oder? Wer verdient den Zorn Allahs dann?
Alle, wer, die irregegangen sind. Ihr habt doch jetzt, wer alle sind geredet. Alle? Wer ich, sind hab, alle? Ich bin doch... Alle, alle, die keine Muslime sind und anderen Herr Haller, falschen Wegen folgen. Ihr, warum verflucht ihr beim Gebet? Guck mal, wenn man doch betet, ja, dann bittet man um etwas Gutes, aber ihr verflucht in eurem Gebet einfach Andersgläubige. Okay. Du hast jetzt ganz Mashallah. Ihr verflucht die Andersgläubige. Kannst du mal bitte alle stumm, weil ich komme nicht zu Wort. Ja, warte, ich möchte kurz erklären. Ihr seid in unseren Augen irre gegangen. Wir verfluchen euch nicht, wir bitten Gott, nicht auf eure Wege irre zu gehen. Was ist daran verwerflich? Ein Christ möchte auch kein Moslem werden. Ja, weil was der erzählst du da? Du sagst doch, der Zorn Gottes, Jungs, guck mal, auf Deutsch übersetzt, heißt es, der Zorn Gottes soll auf die kommen, die in die Irre gegangen sind. Ja, übersetzt das doch mal richtig von Arabisch. Nein, das ist nicht, Zorn Gottes auf ihnen kommen soll, sondern dass der Zorn Gottes auf ihnen ist. Show the world, du hast hier Endgegner. Du wirst widerlegt, Junge. Okay, ich widerlege jetzt euch. Jetzt kommt eine Bibelvers. Oh mein Gott, wir reden aber jetzt nicht von der Bibel. Wir reden vom Koran. Warum reden Sie über den Koran, aber nicht über die Bibel? Wir können danach über den Koran auch reden. Aber wir reden jetzt gerade über den Koran. Lass ihn ruhig. Lass ihn über die Bibel kurz reden. Wieder Luca kann mit ihm über die Bibel reden. Reden über die Bibel mit Wieder Luca. Wieder Luca weiß es. Lass ihn ruhig über die Bibel reden. Genau. Lass mich mal kurz einhaken. Eine Frage stellen. Ja? Und wolltest du nicht die Gottlosen töten? Das kommt von wo? Hallo, Bibelvers also, bitte. Nicht einfach erzählen, gib uns die Verse. Wir geben dir genauso Verse. Ich gebe dir sofort den Vers. So. Ich bin einmal die Verse und wir lesen das gemeinsam. So wie es im Koran Vers für Vers ist, werden wir auch Erik, dort du den weißt, Vers lesen. Der gerade drin war, ne? Ein Wolf und eine türkische Flagge drin hat. Also vermutlich ein grauer Wolf. Ein Bosskurt. Ja. Ein Nationalist. Ja, größte rechtsextreme Organisation in Deutschland. Ja. Wenn er es nicht ist, dann kann er gern reinkommen und erklären, was der Wolf und die türkische Flagge zu tun hatte. Aber Bosskurt ist, wie gesagt, die größte rechtsextremistische Organisation hier in Deutschland. Ja, Bruder. Lass mal noch stolz. Nicht nur bei euch, auch hier in der Türkei sind sie sehr gut vertreten, ja? Nur mal so zur Info. Sind wir schon weit gekommen da mit dieser Sache? Hatte gelesen und jetzt? Hatte gelernt, Topis? Show the world, du wolltest doch die Bibel vorlesen. Lest doch mal wieder locker die Bibel vor. Ich bin gerade an meinem Handy. Ich glaube, der liest so gerade diesen Vers und merkt im Kontext, dass es da nichts zu widerlegen gibt. Ihr könnt reden, bis ich den Vers habe. Wir können mal kurz was sagen. Also auf YouTube ist jetzt das Video von gestern hochgeladen worden, wer es noch nicht gesehen hat. Also da hat... schicke ich gleich rein. Also da wurde unter anderem der Teil hochgeladen von dem Typen, der sagt, er will die Schwester von Elia Nathan, meine ich, zu seiner Sexsklavin machen. Das ist jetzt auf YouTube online gestellt. Also wer es sich anschauen will, ist online. Ja, dieser Denkmal. Auf jeden Fall, ich hab, warum ich kein Bibelvers habe gerade ist, weil ich das von YouTube hab. Wenn ihr auf YouTube geht und schreibt Bibel oder Koran, Straßenumfrage, einmal von... Aber ich habe eine Frage. Wo ist der Typ, wo vorher da gewesen ist? Nur da. Was meinst du? Wieder, der ist selber rausgegangen. Ich hab den nicht rausgekickt. Der ist einfach rausgegangen. Assalamu alaikum. Bei Barakat an den Muslimen und Hallo. Wa alaikum. Wa alaikum salam. Also, Jungs, können wir bitte einmal hier einen Stopp machen und ein neues Thema beginnen? Weil ich mag es immer, so eine Einleitung einzuführen. Auch wenn wir jetzt über Koran, Bibel reden. Ja, okay, kein Problem. Wie stehst du dich gerade? Kein Problem, neues Thema. Okay, warte. Kein Problem. Sind wir uns doch alle bei eins einig? Lass mich mal bitte. Wie stehst du zu Hamas? Bitte, sage ich sofort. Hamas. Okay, wollt ihr was wissen? Ich sag dir, wie ich zu Hamas stehe. Willst du wissen, was die Hamas mit mir gemacht hat, als ich ein Kind war? Als ich so ungefähr 7 Jahre alt war und auf dem Weg in einem Supermarkt war, um einkaufen zu gehen. Ja, erzähl mal, erleuchte uns, So, ich bin losgegangen und das war damals, ich glaube 2007, 2008, ich will nicht lügen, bevor wir auf jeden Fall aus Gaza ausgereist sind, da war ich auf dem Weg zum Spätkauf und da ging es ganz schnell. Ruckzuck, die israelische Invasion kam und also es waren schon Fahrzeuge im Gaza drinne, aber es gab schon Fahrzeuge, die uns beschossen haben, auch Zivilisten, nicht nur Hamas. Ne, damals gab es schon auch Hamas, aber da haben sie gegeneinander gekämpft. Und also ist die israelische Armee einfach rein und hat einfach wahllos auf Zivilisten geschossen? Ihr Ziel war, in den Gaza einzumarschieren und den Gaza zu übernehmen damals. Also das habe ich natürlich im Nachhinein... Wann, welches Jahr?
Welches Jahr soll das gewesen sein? 2008 gewesen sein. 2008 wollte genau. Die israelische Militär rein und Gaza übernehmen. Ja, das könnt ihr alle. Warte mal, und dann sind die wieder raus, weil die es nicht geschafft haben. Genau. Sag mal. Weil da, es gab so viele Verletzte. Hä? Du, ihr lacht gerade, ne? Das ist ich nicht dein das Ernst, lustig, dass du sowas aber erzählst. Das kannst du googeln. Nein. Schreib doch mal 2008 Krieg. Das ist ja nichts, was ich gerade hier aus der Welt zauber. Du kannst schön lachen, aber nicht zugeben, ne? Auf jeden Fall, ich erzähl mal zu Ende, weil du mir ja ins Wort gefallen bist. 2008 kam dann die israelische Invasion oder so. Ich bin mir nicht sicher, wann es genau war. Ich kann jetzt auch kein Datum geben. Ich war ja gerade mal 11 Jahre alt. Auf jeden Fall, was ist dann passiert? Ich habe Panzer vor unserem, also Moschee gesehen, dass sie den Berg hochkamen, weil da und den Berg hinunter ist schon die Grenze. Und diese Panzer hat überall hingeschossen, wo es nur ging. Also an dem Tag ist sogar mein Cousin gestorben, sehr viele von meiner Familie, die nichts mit Terroristen zu tun haben. Aber also da steht geschrieben, am 4. November 2000 drangen die israelische Armee in die Gazastreifen ein und tötet bei Dir al-Balah ein Hamas-Terroristen. Bei gleichzeitigen Luftangriffen kamen 5 weitere Kämpfer um Leben. Welches Jahr? 2008. Aber genau. das ist keine Invasion, da wie du da erzählst, sondern es steht hier nur, dass die Armee reingegangen ist und hat eine Person getötet, die sie gesucht haben. Ja, die mehrfach, das passierte immer wieder, also ist keine Eröberung, also sozusagen. Ganz ehrlich, ich muss euch nicht meine Geschichte beweisen, weil das ist, ich weiß doch ganz bestimmt, Ich glaube dir, dass du dabei warst, zum Beispiel am 4. November. Ich glaube es dir. Die sind nicht nur in Deir al-Balah eingedrungen, die sind in ganz Gaza eingedrungen, per See, per Dings, per überall. Die haben versucht, Gaza zu übernehmen, Bruder. Ist gut. Ey, nimm mal meine Nummer. Nimm mal meine Nummer oder mein Telegram-Kanal. Nein, das glaube ich dir. Hallo. Ist ja gut. Dein Freund kommt. Lass mich mal bitte reden. Ihr könnt hier den ganzen Koranversen reintun und schlecht reden. Die Hauptsache ist, Israel tötet seit 70 Jahren. Amerika hat schon Afghanistan bombardiert, Irak bombardiert. Dankeschön. Endlich ein Löwe. Das ist die Hauptsache. Das ist ja so, das gebe ich dir recht. Hey, das gebe ich dir recht. Ich kann den Koran hier widerlegen oder widersprechen, so. Was ihr Dankeschön, machen wollt, Bruder. Könnt ihr tun. Wer ist hier am Töten? Hört auf zu heucheln, ihr Heuchler. Hey, das gebe ich dir recht. Entspann dich, schau mal, niemand spricht schön da irgendetwas. Also, ich habe da nicht schön irgendetwas gesprochen, aber gesagt, Unschuldige sterben. Aber dieser Krieg hat nichts mit der Religion zu tun. Und wenn ihr so tönt, als wären wir Christen oder die Juden, dann muss ich sagen, hey, dann sprechen wir hier auch bei eurer Religion und zeigen, dass ihr die sind, eigentlich, die uns alle umbringen wollt und nicht wir euch. Weißt du, meine? Aber wenn ihr so hinstellt, ja, die Juden, was haben die Juden auch damit zu tun? Das ist Politik. Löwenherz, hol dich mal wieder runter. Der Bruder hat von Amerika gesprochen. Ich verstehe gar nicht. Lass King da sprechen. Schau, sei leise, lass King sprechen. Wer tötet die ganze Zeit, die ganzen Jahre? Wer bombardiert welche Länder? Wer ist der Hauptterrorist hier in dieser Sinn der Sache? Der Teufel. Scheitern ist das. Das ist kein Jude, das ist kein Christ. Nein, das ist der Teufel, der regiert die Welt. Der Teufel regiert die Welt. Guck mal, wer der Teufel ist. Hör du auf zu heucheln. Oh mein Gott. Hey, King. Mach den mal raus, bitte. Lass ihn jetzt mal, weil wir wollen nicht normal reden. Sonst, ich sollte Kaffee trinken, Mann, oder einen Tee holen. Holt euch einen Tee, beruhigt euch, ehrlich. Mein Gott, jetzt ist 11 Uhr morgen und ihr sind alle am Durchdrehen. Trinkt einen Kaffee, einen Tee oder irgendetwas. Holt eure Frauen, eure Kinder, macht etwas. Ihr seid nicht normal. Darf ich bitte nur ganz kurz die Geschichte zu Ende erzählen? Weil ich habe die immer noch nicht zu Ende erzählt. So, auf jeden Fall, hört ihr mich? Ja, wir hören dich, erzähl. Okay, 2008, wie gesagt, auch wenn es da nicht steht, ich habe eine Telegram-Seite, ihr könnt gerne da reinkommen. Ich schicke euch auch deutsche Reportagen, die über diese Invasion sprechen. Wenn ihr auch bei
YouTube eingibt, 2008, das müsst ihr leider auf Arabisch tun, weil das hebräisch-arabische Nachrichten sind. Oder auf Bruder, Hebräisch, Bruder, das geht auch. Bruder, hör mal. Ja, ich Bruder, verstehe doch Hebräisch. Erzähl mal, bitte deine Geschichte und hör auf, Werbung für deinen Telegram-Kanal zu machen. Nein, erzähl ich hab keinen Telegram-Kanal, Bruder. Das ist keine Werbung. Erzähl mal jetzt einfach deine Geschichte. Jalla, lass mal YouTube und drüber sein. Hallo, ja. Darf ich mal bitte reden? Nee, er spricht gerade. Er redet jetzt und danach kannst du gerne sprechen, ja? So, 2008 auf jeden Fall. 2008 auf jeden Fall war das erste Mal, dass ich überhaupt einen Panzer realisiert habe vor unserer Moschee. Das heißt so circa 10 Meter von unserer Haustür entfernt. Und bis dato habe ich noch keine bewaffneten, also ich habe nichts realisiert, was hinter mir schießt, weil sonst hätte ich ja schon davon Angst bekommen. Irgendwann bin ich einfach nur nach Hause gerannt mit meinem Cousin zusammen. Also er hat mich natürlich getragen und wir sind nach Hause gerannt. Wie alt warst du ganz kurz? Wie alt warst du? Mann, ich bin 98 geboren, ich bin jetzt im Fluss, ich bin 98 geboren, das war 2008, also kannst du dir vorstellen. 10 Jahre. So, und am Ende des Tages, was war dann? Wir sind nach Hause gekommen und ich habe mich die ganze Nacht unter meinem Bett versteckt, weil es wirklich die ganze Nacht abging. Es ging so ab und nicht nur eine Nacht, sondern mehrere Tage und Nächte und es ging so lange ab. Irgendwann veröffentlichen unsere Nachrichten, dass Hamas es erfolgreich geschafft hat, die israelische Armee zurückzudrängen. Und weißt du, was das für ein Gefühl war? Weißt du, was das für eine Erleichterung war? Scheiß mal auf die Terroristen. Scheiß mal auf Hamas. Scheiß auf die israelische Armee. Scheiß auf alle. Ich war als Kind zufrieden. Ich hatte Ruhe. Ich konnte endlich schlafen. Es ist mir egal, wer was für einen Kampf auszutragen hatte. Ich habe nichts damit zu tun gehabt und wollte einfach nur meine Ruhe haben. Ich wollte schlafen. Und es ging nicht, weil ein scheiß Panzer unten war. Und bis dieser Panzer weg war, ja, es ist mir egal, wer was gemacht hat, wer welches Recht hat, politisch oder demokratisch oder was auch immer. Ich wollte nur in Ruhe schlafen und am nächsten Tag zur Schule und meine Prüfung weitermachen. Und genau das ging nicht. Und deswegen, meine Haltung zu Hamas ist, ich hasse Hamas. Ich hasse aber auch die israelische Armee. Ich hasse auch unsere Politik. Ich hasse aber auch deren Politik. Ich hasse kein alles. Hass. Hass. Nein, Hass, du musst nicht erklären, Großer. Ich will dir nur erklären, Großer. Ich habe Liebe zu den Gleichaltrigen auf der anderen Seite. Auch wenn er nicht genau dasselbe erlebt wie ich, dass ein Panzer vor seiner Haustür steht und irgendwas beschießt, ja, und er gerade shoppen ist. Aber er hat dieselbe Angst wie ich. Er will auch seine Ruhe haben. Und den liebe ich, weil den verstehe ich. Der versteht doch mit 8, 9 Jahren, 10 Jahren nicht, wer Hamas ist, wer Israel ist. Der Typ denkt sich nur, seid ihr alle behindert? Ich hab hier Todesangst. Und das ist das, was ihr hier immer vergisst. Ich schreibe Pray for Israel. Ich schreibe Pray for this, Pray for das. Wo ist das Problem für Israel zu beten? Wir können auch für Gaza beten. Wo ist das Problem für Israel zu beten? Darum geht's nicht. Wir sollten anfangen, anstatt einseitig zu sein. Nein. Das Problem ist, dass islamisch gesehen ist schon ein Hass dagegen die Juden. Okay, das ist das Problem, ein Hass gegen die Christen. Das ist das Problem. Es ist nicht das Problem, dass irgendwo Bomben fallen, sondern das Problem ist, dass da eine Ideologie ist, okay, eine Ideologie ist, die Hass verbreitet. Nicht jeder Muslim ist ja so. Nicht jeder Muslim ist ja so, aber viele, der Hass Lass mich mal kurz einhaken. Das Ding ist halt, die Ideologie sehen wir auch hier auf den Straßen. Free Palestine heißt nichts anderes als Palästina von Israel in Anführungszeichen zu befreien. Das heißt, from the river to the sea, Palestine will be free. Das ist ein Genozid an den Israelis. Das heißt, jeder, der Free Palestine schreibt, ist für einen Genozid an den Israelis. Das könnt ihr auch gerne nachschauen, was die Bedeutung ist. Bei uns wird gerade ein Genozid gemacht und das ist okay oder was? Aber egal, ob Free Palästina oder Free Israel. Wer macht das? Gucken Sie mal, die Kinder, die da getötet werden, und die Menschen, die haben noch nicht mal ein Messer in der Hand. Gegen wen kämpfen jetzt Israel? Genau. Die lassen die Bomben einfach gegen unschuldige Menschen, die sich nicht wehren können, noch nicht mal eine Waffe in der Hand haben. Warte mal, die Hamas kann sich nicht wehren. Die Hamas kann sich nicht wehren. Sie können sich nur auf ihrem Boden verteidigen. Ja, Hamas kann sich nicht wehren. Nach so, wir reden aber jetzt nicht über Hamas. Ich rede jetzt über die Palästina. Da wurden Raketen gebaut.
Die Hamas selber baut aus Wasserrohren Raketen. Natürlich können wir haben einen Tunnel. Was Israel, höre dazu. 25 Jahre nur. Das ist alles, höre dazu, das ist alles unwichtig. Und wenn Hamas Menschen jetzt sterben. Wehrt, sein Land verteidigt, ist er jetzt Terrorist? Luca, ich küsse dein Herz. Keine Seite soll verteidigt werden, weißt du. Aber man soll für Israel beten, man soll für Palästina beten. Wo ist das Problem? Es sterben Unschuldige. Es geht um Unschuldige. Auf aber beide Seiten, auf alle Seiten. Aber es gibt trotzdem da eine Ideologie in islamischen Ländern gegen Juden und Christen. Wieder Luca. Okay, Sie, die Palästinenser, die Israelis sind dort, lasst dort Israel leben. Lasst die Israel leben. Und die anderen lassen die anderen leben. Was die palästinischen Gefangenen miterleben, was die Bekannten erzählen, die werden ermordet in Kühlschränken, verhungert und die Familien wollen sich verabschieden, die dürfen sich noch nicht mal verabschieden. Wisst ihr, was da mit dem Volk passiert? Wir wissen, was da ist. Wir haben die Videos gesehen, du brauchst uns jetzt nicht alle zu erklären. Aber das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Nein, das ist sicher nicht in Ordnung. Wir sind nicht. Und das ist mit Islam dran schuld. Gucken Sie mal. Niemand sagt, Islam ist schuld. Muslime, Menschen sind schuld. Mit Gefangenen, was die da anstellen. Weil wir Angst vor Gott haben, weil wir Respekt vor unserem Glauben haben. Ja, das haben wir gesehen. Ein Islamist geht nicht Unrecht vor. Ich möchte die Versen jetzt auch vorlesen. Und Hamas geht. Hast du die Versen gelesen, was der Netanjahu verlangt? Die wollen den Töten. Die wollen das Licht sein und alle anderen Menschen sind Untertanen, sind nur für Israel geboren. Hallo, Penze, hol mal kurz Luft, Mann. Ja, Alter, hol mal ganz kurz Luft, ey. Du redest wie ein Wasserfall, ja? Guck mal, du hast deinen Glauben und du hast Angst vor Gott, dann halt dich doch einfach an dein Buch und verlass doch diesen Boden. Dann haltet euch doch eigentlich fern von anderen Ländern, von denen ihre Glauben, was habt ihr mit anderen Ländern zu tun? Schicken wir Bomben runter, schicken wir Militär runter, bleibt doch bei Stumm mal. Oder Stumm mal. Jeder soll einfach im Land seine Bruder, schmeiß ihn mal raus, Bruder. Ja, Bruder, so werden wir doch nichts erreichen. Wir wollen doch ruhig reden. Wir wollen uns doch nicht streiten, wenn wir hier reden. Ey. Ja, ja, aber guck doch mal, wie die reden, Bruder. Als wenn, die hat, kurz, ganz Bruder, kurz, die braucht Rukia. Rukia braucht die. Bruder, aber das ist Emotion. Das sind Menschen, die Emotionen haben. Wir haben Familie da, so wie ich. Hallo. Bitte. Ich habe auch Familie in Israel, die gestorben sind. Warte mal kurz. Guck mal, das hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan gesagt. Hamas ist keine Terrororganisation, sondern eine Befreiungs- und Mujahideen-Gruppe, die für den Schutz ihres Landes und ihrer Bürger kämpft. Was für ein geistig umnachteter Schwachsinn von diesem Präsidenten. Entschuldigung. Panischer äußert dich einfach gar nicht dazu, aber alle anderen können was dazu sagen. Bruder, ich gehe mal runter, ich komme sowieso erst später wieder, okay? Alter, Gottes Segen euch. Dankeschön, danke, dass du da warst. Daran sieht man selber, Erdogan. Ey, ich will mit Vidaloka. Ich habe eine Frage an Vidaloka, bitte. Vidaloka. Hört mich Vidaloka? Der ist auf Stumm. Ich wollte ihn. Vielleicht, wenn er mich nicht hört, dann bringt die Frage nicht. Schaudewold, ich habe eine Frage an dich. Kannst du mir mal sagen, was du denkst, was Israel gerade macht? Also, was ist deren Ziel? Guck mal, also... Was ist deren Ziel? Was denkst du? Guck mal, weil wir sagen... Das wir ist sind nicht das, was ich denke, das ist das, was halt ich von den Nachrichten sehe, weil ich mir deutsche und arabische Nachrichten angucke, so wie hebräische. Also mein Vater spricht fließend hebräisch, deswegen übersetzt er mir immer. Okay. Ich gucke mir halt alle Seiten an. Das Ding ist, was voll viele nicht checken, ist, scheiß mal jetzt darauf, dass Hamas diesen Überfall gemacht hat. Aber nein, warte, ich habe dich was gefragt. Ich will dich jetzt wissen, was denkst du, was Israel jetzt machen will? Also was ist deren Ziel? Was hat Israel gesagt, was deren Ziel ist? Du kannst nicht auf jetzt sagen, was Israel jetzt machen will. Du musst schon auf alles fragen. Nein, aber Israel hat doch gesprochen. Jemand hat doch gesprochen, hat gesagt, was jetzt passiert. Was ist deren Plan? Also... wenn du mich ehrlich fragst, ja, ist... Nicht, was du denkst. Ich will nur wissen, was Israel gesagt hat. Was ist deren Plan jetzt? Ach so, deren Plan ist, Hamas auszulöschen. Okay. Und was ist falsch daran? Dass sie das massiv mit Bombe... Also mit wirklich... Also wir reden hier von
24 Stunden Beschuss seit fast 2,5 Wochen. Okay, aber was denkst du, wie das funktioniert? Du weißt, dass die Armee weiß mittlerweile, wo die sich verstecken. Du weißt ja auch, die schießen von neben Naja, Chef, guck mal, seht es doch mal so. Von Schulen, die haben ja, ja. nicht so ein, nee, die haben ja nicht so eine Station. Krankenhäuser und Schulen stimmt nicht so. Ich erzähle dir auch, warum. Ich erzähle dir auch, warum. Du brauchst es nicht zu erzählen, weil wir sehen ja in Videos. Ja, die nachgeahmten Videos. Nein. Es gibt Satellitenvideos, wie man sieht, wo die Rakete hochgeht. Das ist doch ganz normal. Aber bitte, der soll mal rausgehen jetzt. Wirklich. Und alles, was da rumläuft, steht doch bei denen. Löwenherz, bitte raus mit denen. Ich krieg noch meine Krise, ich muss auch gleich gehen. Also, wir sehen ja Satellitenvideos, ja, wo die Raketen hochgehen. Doch, stimmt wir nicht. Sehen das. Ich sehe stimmt das, nicht. Ja. Wir sehen ja, von wo die hochgehen. Das heißt, wir können ungefähr sagen, von wo. Die haben hier keine militärischen Stützpunkte. Darf ich antworten? Ja. Israel ist sauer auf Russland. Warum? Erzähle ich dir. Putin hat in einer Rede... Aber ich rede doch mit dir über was ganz anderes. Ich sag dir doch wegen den Satellitenbildern. Lass mich doch mal bitte ausreden, Mann. Ich lass dich doch auch ausreden. So, Putin hat von der israelischen Armee Satellitbilder verlangt, weil dieses Krankenhausbeschuss haben sie ja nur mit Bildern und mit nicht so richtigen Videos verifiziert. So, weil Putin gesagt hat, Israel soll live Satellitbilder zeigen von oben, weil Israel ja das besitzt. Sie beobachten Gaza 24 Stunden. Man sieht alles immer live. Also die wissen, von wo immer alles direkt kommt. Ist direkt Israel ausgerastet und hat gesagt, Russland will pay the price. Du kannst dir auch Dokus darüber angucken. Also nicht Dokus, die letzte Rede von dem israelischen Außenminister. Er hat gesagt, Russia will pay the price, weil die Hamas unterstützen, weil sie gesagt haben, zeigt uns die Satellitbilder von dem Krankenhausbeschuss. Aber wir haben doch gesehen, dass nur der Parkplatz beschossen worden ist. Also das stimmt nicht, ja. Mann. Ich wohne doch gegenüber vom Krankenhaus, Mann. Aber du bist doch gerade nicht da, oder? Meine Cousine ist da. Und du willst, aber wir haben doch Bilder gesehen nur von dem Parkplatz. Wir haben nicht von innen. Meine Cousine ist dahin gerannt. Ich habe mir doch die Videos aber gesehen. Okay, aber hey, guck mal. Darf ich kurz was einwerfen? Ihr redet hier von Bildern und Videos. Habt ihr es live gesehen? Wart ihr dort? Glaubst du die Nachrichten oder das, was meine Cousine... Oder ich glaube gar nichts. Ich glaube es erst, wenn ich es mit meinen Augen sehe. Ja, aber wenn sie das mir geschickt hat, ich habe doch Videos davon. Ja, tamam. Das ist was anderes. Aber guck mal, diese Hope hier, die redet die ganze Zeit, weil er... pro-Israel-mäßig, weißt du, ja, ich meine? Scheiß mal darauf, wer was redet, Bruder. Man muss hier klar und deutlich klar machen, guck mal, Bruder, es bringt nichts, Hass auszuschütten, auch wenn der andere auf der anderen Seite steht oder ist... Bruder, mir ist es egal, wer auf welcher Seite steht. Ich bin pro Mensch. Ich ficke jede Völker. Soll ich auch gesperrt werden? Ich ficke alle, Bruder. Ich bin pro Mensch. Ich bin pro Mensch, Bruder. Ich bin Moslem. Ich bin nicht pro Christ. Ich bin nicht pro Jude. Ich bin nicht pro Araber. Ich bin nicht pro... Egal, ich scheiß auf alle Völker, Bruder. Ich will nur, dass es beiden Zivilisten auf beiden Seiten gut geht, weil das auch Gott wollen würde. Ja? Jetzt ist er weg. Ich will jetzt noch mal gerade was einwerfen. Fakt ist, aktuell versteckt sich die Hamas im Süden unter einem Krankenhaus, höchstwahrscheinlich. Also das sind die Informationen meines Wissens. Und daran sieht man, die Hamas hat ihr Hauptquartier unter einem Krankenhaus aufgeschlagen. Weil die genau wissen, wenn die Israelis das bombardieren sollten, das Krankenhaus, dann gibt es wieder die Bilder, die Hamas unbedingt will. Und der Anführer der Hamas selber hat gesagt, dass es ihnen nicht juckt, wenn Zivilisten sterben. Die ganze Bevölkerung von Gaza könnte sterben, das würde die nicht interessieren. Also, worüber reden wir gerade? Okay, aber was haltet ihr davon, wenn man den Leuten Elektrizität wegnimmt und Wasser abstellt? Warte mal, eine humanitäre Katastrophe ist im Interesse von keinem. Das Problem ist halt, dass die Hamas selber die Wasserrohre wieder ausbuddelt und die zu Raketen umfunktioniert. Das heißt, wenn du den Leuten was gibst, musst du gucken, okay, was bauen die je nachdem zu Waffen um, so ist das leider. Von daher musst du gucken, hier, was kannst du da überhaupt rüber schicken, was sie dann nicht gegen Israel direkt verwenden. Wenn das nicht wäre, wenn diese Terrororganisation das nicht alles umbauen würde und aus Hass gegen Israel da alles Mögliche benutzen würde, dann könnte man da auch drüber reden. Aber leider ist es so, dass Israel nicht damit rechnet, also Israel muss damit rechnen, dass was sie rüberschickt, auch wieder gegen die verwendet kann. Was würdest du denn da machen? Habt ihr euch mal angeguckt, was für Bomben die haben? Habt ihr mal euch Bilder angeguckt, was für Bomben da landen? Aus was die bestehen, wie die zusammenbauen? Habt ihr euch das mal angesehen? Vor allem
Das ist die Quelle von der Hamas selber. Also jeder, der sagt, ich labere hier Scheiße, kann sich selber ein Video von der Hamas von 2021 anbauen, die anschauen, die zeigen das selber, dass die aus diesen Wasserrohren Rakete bauen. Und wisst ihr, wie viel Bomben Fehlzündungen haben? Das heißt, die gehen hoch und fallen dann wieder runter. Die kommen noch nicht mal in Israel an. Dein Freund hat geschrieben, das sind Silvesterraketen, die Hamas baut. Das sind also Silvesterraketen, die Hamas Richtung Israel schießt. Die töten keine Menschen, wenn die da durchkommen. Nein. Also ihr wisst auch Wahnsinn. Schon, ja, keiner redet darüber, aber auch ein Krankenhaus in Israel ist getroffen worden, ja. Es gibt Videos, da siehst du, wie das Krankenhaus komplett am Arsch ist. Hat jemand was gesagt darüber? Dass das Krankenhaus, und das ist eine Bombe, eine Rakete von der Hamas. Das ist keine Fehlzündung. Wir schießen ja keine Raketen von uns. Wir bombardieren von oben. Hat jemand darüber geredet? Nein, das ist egal. Ja, das interessiert auch keinen. Wenn da irgendwelche Leute sterben, wenn da ein Massaker passiert, wenn da 200 Geiseln noch da unten unter der Erde irgendwie sind und nicht wissen, ob die sterben werden oder noch rauskommen, die wissen gar nichts. Mich nervt es immer nur mit diesen Quellen. Meine Quellen stimmen nicht, deine Quellen sind richtig. Ich habe Videos, ich habe das. Also Show hat auch wirklich respektvoll geredet, muss ich sagen. Was ist das für ein Vergleich? King, sei doch mal leise jetzt, ey. Die neuesten Waffen der Welt. Setz dich mal bitte hin. Die stärksten Waffen der Welt. Setz dich mal bitte hin. Vergleicht ihr Silvester-Raketen mit King, setz dich doch mal bitte hin. Entspann dich doch mal. Hör mal, bist du behindert oder was? Bist du behindert geworden? Setz dich hin, entspann dich. Hör mal, ey. Bist du ganz gedicht im Kopf noch? Hör mal, Israel hat die stärksten Waffen der Welt. Das kannst du doch nicht vergleichen. Steine gegen Waffen. Das ist ein Genozid. King, setz dich mal hin, entspann dich mal. Komm. Wenn du normal reden willst, dann bleibst du hier oben. Aber wenn du anfängst hier zu schreien, okay, der ist wieder weg. Der versteht es schon seit 3 Tagen, kann er nicht normal kommen. Ich muss allerdings, also du weißt, ich bin zu 99% immer bei dir. Ich muss allerdings zu der Rakete, die im Krankenhaus eingeschlagen ist in Gaza, was sagen. Und zwar, ich habe, es gibt einen italienischen Journalist, den ich immer folge, ne? Und für mich ist der so wie das Heilige Gral. Und ich sage dir auch warum, weil er macht so lange rum mit seinen Quellen und dem Ganzen, was dazugehört, so lange rum, bis er wirklich die Wahrheit hat. So, er hat gestern ein Video gebracht, weil ich habe bis vor letzter Woche auch gesagt in anderen Streams, ich kann nicht sagen, ob es von Israel war die Rakete oder von der Hamas. So, aber dieser Journalist hat gestern in dem Video gesagt, er kann jetzt mit 99% Wahrscheinlichkeit sagen, dass die Rakete wirklich von Israel war. Und warum? Weil es gibt nämlich Raketen, das solltest du eigentlich auch wissen, ne, du warst ja Militär, es gibt ja Raketen, die platzen praktisch nicht beim Einschlag, sondern so auf Halbhöhe. Und das war eine Rakete, die auf Halbhöhe eingeschlagen ist und die Hamas hat solche Raketen nicht. Wiederum muss man auch dazu sagen, das Krankenhaus steht noch, weil das Krankenhaus wurde beschädigt, ja, durch die Zweitexplosion, weil da Munitionslager war, das ist richtig, aber das Krankenhaus steht noch. Ja, es sind leider Gottes sehr viele Menschen gestorben, auch Kinder. Aber man muss halt immer bei den Fakten bleiben, ne? Also, lass mich da kurz zu fragen. Die Frage ist, was hätte Israel davon, diesen Parkplatz vor dem Krankenhaus anzugreifen, wenn wir wissen, dass es eigentlich da war ein Munitionslager. Die wollten es zerstören. Hast du es geschafft? Ich habe gesehen ein Video von dem Militär, dass die Hamas haben selbst gebastelte Raketen und diese Rakete explodieren, wollen. Diese Aussage wegen Halbhöhe explodieren und da weiß ich nicht was. Das schau mal, wenn du eine Rakete selbst baust und die meisten, wir sehen, also dass die viele Raketen von denen, also sie selbst zerstören oder irgendwo anders hingehen, weißt du? Ja, die Hamas hat aber diese Raketen nicht. Also sicher, ich spreche von der Rakete von der Hamas. Ganz kurz, ihr dürft mich nicht falsch verstehen. Ich sage nicht, versteht mich nicht falsch, ich bin auf eurer Seite. Nur Israel wollte halt dieses Munitionslager angreifen und hat halt durch die Zweitexplosion
von dem Munitionslager wurde halt auch das Krankenhaus beschädigt. Also es gab nie einen Raketeneinschlag auf das Krankenhaus. Also Leute, darf ich was dazu sagen? Ich habe euch die ganze Zeit zugehört und ich würde gerne 2 Minuten was dazu sagen. Und dann bin ich auch wieder raus. Folgendes, und zwar diese Informationen, dass Hamas zum Beispiel eine Rakete losgefeuert hat, dass sie dann sich selber getroffen haben, etc., dies, das. Schaut mal, Leute, man muss wissen, wer das berichtet und von wo das kommt. Nummer eins, egal ob das jetzt in der Luft explodierende Rakete ist oder wie da locker irgendwelche Sachen auch sagt, es geht lediglich darum, woher haben wir diese Quellen? Erstens. Zweitens, Taten sprechen mehr als Worte. Schaut doch einfach nur, was diese Nacht einfach nur passiert ist. Diese Nacht, ihr könnt das doch, man kann das doch nicht rechtfertigen, dass man ein ganzes Volk angreift. Aus einem Grund. Also niemand hat da rechtfertigt so etwas. Ey, warum kommen die hier immer wieder hier rein? Schreit, wie wäre Hassprediger oder keine Ahnung, behauptet solche Lüge. Okay. Niemand predigt hier, oh, schön, dass Kinder sterben, schön. Nein, niemand sagt so etwas. Warum lügt die ganze Zeit hier? Ich habe auch nicht gegen euch gesagt oder sowas. Lass mich mal wieder drin, weil das jetzt gerade jemand, mit dem Spaß haben wird. Versucht lediglich irgendwas zu argumentieren. Also auch, er wollte neutral bleiben. Also auf jeden Fall ein Lob an diesen Bre-Members oder wie das jetzt auch heißt. Auf jeden Fall, Fakt ist einfach nur, Leute, guck mal, wir müssen sachlich bleiben. Egal was da für ein Konflikt ist oder was da für ein Problem darstellt, man kann nicht ein ganzes Volk angreifen. Warum greifen die muslimischen Länder gerade nicht Israel komplett an? Warum? Weil in Israel sind Menschen, die das nicht, da sind Menschen, die das nicht tolerieren, was die da selber veranstalten, das dieser zionistische Staat, und die muslimischen Länder können da deine zukünftige Flagge, schau mal da. Deine zukünftige Flagge. Hör mir mal zu, bitte. Die können keine unschuldigen Menschen in Israel töten. Das geht nicht. Ein Krieg bringt mit viel. Aber das haben die doch schon gemacht. Ich muss mal, darf ich dich kurz unterbrechen, Bruder? Wer hat was denn gemacht? Bitte, bitte, lass uns immer einer reden. Lass uns nur einer reden. Wer hat was gemacht? Von wo kam der? Aber es fallen doch gerade sehr viele Raketen in Israel. Reden wir jetzt nicht davon, dass die ein Abwehrsystem haben, aber es werden Raketen nach Israel geschossen. Es fallen auch Raketen. Okay, ich kann dazu was sagen. In den Grenzen von Libanon wird angegriffen. Okay, ich will was dazu sagen. Die libanesische Grenze ist schon seit Jahrzehnten mit Israel im Krieg. Da ist eine Freifläche, die ist nicht bewohnbar. So, da ist keiner. Da sind ein paar Siedler, die haben ein Haus und so. Das stimmt. Die Israelis greifen da an. Aber kein Libanese ist gestorben in diesem Konflikt. Die Israelis und die Libanesen haben seit Jahren auch diesen Konflikt. Aber also, die Hisbollah schießt auch regelmäßig rüber, ne? Also ist nicht so, dass nur die Israelis da ständig rüber schießen. Also die Hisbollah schießt auch ständig rüber. Da sind doch Leute gestorben. Aber Leute, das ist doch eindeutig. Es ist ja klar, Aktion, Reaktion. Guck mal, Leute. Ja, aber das ist doch die Reaktion, wenn man am 7. reinkommt nach Israel und einen Massenmord macht, Leute entführt. Was hast du denn erwartet, dass Israel macht? Bei allem Respekt, israelische Ex-Soldaten, die auspacken, 700 Stück, sagen, das ist die sicherste Grenze, die weltweit überhaupt existiert, und da kann keine Ratte vorbei, ohne ja, das weiß ich auch, aber wir reden jetzt nicht darüber. Wie kann das denn da sein, dass ja, das ist passiert, aber guck mal, das ist ein anderes Thema, da kann ich aber auch nein, es geht nicht um ein anderes Thema, es ist, guck mal, es ja, aber Kontext. Das ist rechtfertigt es gibt nicht, Kontext. Auch wenn die Türen man muss offen wissen, wären. Von wo die Ursache kommt. Es gibt ein nein, Kontext. Auch wenn Haben wir gesehen, was passiert ist daraus. Auch wenn sie zugelassen haben. Es rechtfertigt nicht, auch wenn es rechtfertigt nicht, Kinder zu töten. Aber wir reden jetzt davon, du sagst Aktion, Reaktion. Was? Guck mal, Leute. Ich bin in Deutschland, okay? Ich schlage eine Person auf der Straße, so, okay? Diese Person schlägt nicht zurück. Das ist die Erziehung des Schulsystems. Okay, du willst mir sagen, dass Israel nichts machen soll, wenn da 200... Wäre ich der Präsident, hätte alle Menschen daraus evakuiert und alle gefilzt und die Städte dann... Guck mal, meine Lieben, ihr müsst Leute, chillt mal, Alter. Guck mal, meine Lieben, ihr müsst verstehen, es gibt da einen Konflikt, da sind zwei Parteien, da sind zwei Beteiligte da drin, okay? Da sind zwei Leute, zwei Schuldige. So, das ist immer eine Aktion, Reaktion. Ja, das ist die Reaktion auf die Aktion.
Aber das guck mal. Das ist eine Reaktion, weil die reingekommen sind. Aber warum sind die reingekommen? Wie ist das überhaupt zustande aber gekommen? Aber auch wenn die Tür offen wäre, auch wenn auch du bist wenn doch eine Tür... Unwissende. Du verstehst ich doch nicht. Ich bin aus Israel. Ich bin keine Unwissende und ich bin Ex. Ey, Leute, in Israel sind Leute, die sprechen gegen ihren eigenen Staat. Das Sanna, was erzählen wir doch jetzt keine Scheiße? Ja. Bleib beim Thema. Wir reden ich jetzt nicht von den Leuten, die was reden. Bei mir bin ich auch gleich. Mach dir keine Sorgen. Guck mal, du bist ganz kurz. Bruder, ganz kurz. Guck mal, wenn bei mir raus. Wenn ich bei mir die Haustür auf... Widerlegt. Du hast gesagt, irgendwie selbst was eine Bombe, die haben das... Es wurde bewiesen. Der andere sagt, das ist nicht... Du hast keine sichere Quelle. Du erzählst einfach etwas, was du durch die Medien hörst. Du weißt doch gar nicht, was da Sache du ist. Genau gleich, okay, Mann. Nee, höre dich nicht hier. Du genau mal. Gleich. Ey. Du hast selber keine Ahnung. Mal, ja, aber ich, wir können bist da gerne drauf eingehen. Wir sind alle ahnungslos hier. Niemand weiß etwas. Schön. Warte mal, wir können gerne sichere Quellen eingeben. Warte mal kurz. Also, Fakt ist, ganz kurz, wir kennen die Charta der Hamas von 1988, was eine sichere Quelle ist. Das ist ja die Charta von der Hamas selber. So, Fakt ist, diese Hamas hat in der Charta geschrieben, es gibt keine Friedensverhandlungen. Sie haben selber gesagt, dass sie nicht aufhören werden, bis Israel vollkommen ausgelöscht wird. Sie haben in Artikel 7 einen Vers aus der Sunna zitiert, wo sie geschrieben haben, die Zeit wird nicht anbrechen, bevor die Muslime die Juden bekämpfen und sie töten und ein Stein sagt, oh Moslem, Diener Allahs hinter mir ist ein Jude, komm und töte ihn. Die Hamas selber ist eine Zweigorganisation der Muslimbrüder. Das behaupten die selber von sich, das sagen sie auch. Und im Artikel 8 ihrer Charta steht auch genau das, nämlich, dass sie genau diese reine Lehre des politischen Islams nämlich auch leben, nämlich, ich zitiere Artikel 8, Allah ist ihr Ziel, der Prophet ist ihr Vorbild, der Koran ihre Verfassung, der Dschihad ist ihr Weg und der Tod um Allahs Willen ist ihr höchstes Ziel. Das heißt, die haben von vornherein gesagt, dass es deren Ziel ist, Israel vollkommen auszurotten. Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage. Das steht in der Eröffnungscharta drin. Israel wird existieren, bis der Islam es auslöscht, so wie es andere ausgelöscht hat. Das ist ein Zitat des Gründers der Muslimbrüder, Hassan al-Banna. Das heißt, mit der Hamas wird es niemals Frieden geben. Mein lieber, Hamas ist nicht das palästinensische Volk. Was laberst du da eigentlich? Guck mal, mein lieber, Hamas ist nicht das palästinensische Volk. Der Herr, ganz kurz, der Herr, bitte, ganz kurz. Ganz kurz. Ich gehe jetzt auch raus, Guck mal, hört mir zu. Hamas ist nicht das palästinensische Volk. Das palästinensische Volk hat Israel aufgenommen und gegründet. Warum aus was besteht die Hamas? Antworte mir. Antworte mir, aus was besteht die? Besteht aus Araber, aus die aus was besteht die? Aus Araber? Aus Palästinenser? Du, dich hat keiner gefragt. Werde erstmal 18 und dann rede mit mir. Nochmal bitte. Der andere, aus was besteht die Hamas? Aus welchen Leuten? Aus Leuten, die ungerecht sind. Die interessieren mich nicht. Aber was für Menschen? Sind die von irgendwo gekommen oder waren die von dort? Das sind Rebellen, die wahrscheinlich die Ungerechtigkeit nicht ertragen konnten. Ja, aber das sind die Leute, die da wohnen, oder? Das sind nicht irgendwelche Leute, die vom Ausland eingeflogen sind und haben gesagt, wir sind die Hamas. Warte mal, Hope, du weißt, warte mal kurz. Erdogan selber hat vor zwei Tagen gesagt, dass die Hamas Widerstandskämpfer sind. Die Hauptsache ist gerade, wer tötet Menschen seit 70 Jahren da? Boah, Alter, halt dein Maul, echt. Der Herr, ich muss dich mal was fragen jetzt. Hope, ganz kurz bitte. Wer ist der Mörder? Ihr kommt die ganze Zeit mit Koranversen, aber in Wahrheit tötet Israel die ganze Jahre. Der ist so anstrengend, der Kerl. Das ist die Sache. Bitte, sag die Hauptsache, der Erdogan selber hat gesagt, Hamas ist keine Terrororganisation, sondern eine Befreiungs- und Mujahideen-Gruppe, die für den Schutz ihres Landes und ihrer Bürger kämpft. Mujahideen sind Gotteskrieger. Das ist schon mal klar, was er damit meint. 70 Jahre Land. Ich kann euch dazu was sagen, kein Problem. Ich kann euch was dazu sagen. Guck mal. Erstmal, was die Präsidenten sagen, das ist nicht 100% der Islam. Wenn der Präsident 100% Islam wäre, dann wäre auch eine ganz andere Herrschung da. Also ich will dir sagen, wenn irgendeiner Mujahideen sagt, irgendwann einer Freiheitskämpfer sagt, etc., dass man muss das nicht so aufnehmen, wie das, wenn das von einer Seite kommt, ohne dass man generell richtig recherchiert hat. Man weiß doch gar nicht, was ein sechsjähriges Kind oder ein Familienvater ja.
arbeitet. Schau mal, aber Fakt ist, die meisten Moscheen hier in Deutschland sind türkisch. DİTİB, Miligöros und DİTİB selber ist eine Unterorganisation der Diyanet. Die kriegen ihre Predigten direkt aus Ankara. So, lass mich mal ausreden. Das heißt, diese Worte von Erdogan werden auch mit in der DİTİB gepredigt, hier in Deutschland über Miligöros. Du kannst davon ausgehen, dass du hier in Deutschland auch einiges an radikalisierten Moslems hast, die dieses Potenzial halt von Erdogan auch sagen, hier stimme ich denen vollkommen zu. Und dann hast du das Problem nämlich auf deutschen Straßen und das ist das, was wir bei den Demonstrationen sehen. Das heißt, es ist ein elementares Problem, was wir nicht nur da unten haben, sondern uns dadurch auch hier in Deutschland reingeholt haben, eben weil es politisch nicht nur auf das Gebiet unten beschränkt ist. Guck mal, ich verstehe dich voll und ganz. Ich sag dir ehrlich, ich suche dir Schuld auch nicht bei dir, absolut nicht. Aber ich will dir nur einen Einblick schildern. Guck mal, in der islamischen Welt gibt es Spaltungen, weißt du? Es gibt Leute, wie die nennen sich, DİTİB, dann die Standard, dann die Hamas und etc. Gruppierungen und Organisationen oder Sekten sind verboten im Islam. Damit du verstehst, ich sage das, was wirklich, wirklich überliefert ist. So, und wenn irgendeiner in DİTİB etwas predigt, dann muss der nur, was der Prophet aus seinem gepredigt hat oder Allah gesagt hat, predigen und nicht irgendwelche staatlichen Sachen, die nicht die Gesetze Allahs widerspiegeln. Verstehst aber du? Weißt du, was die Gesetze von Allah sind? Wir fangen mit dem Koran selber an. Behandlung von Juden und Christen können wir gerne mal anfangen. So, du hast ja gesagt, du müsstest das alles belegen. Hör mir mal zu, bitte. Guck mal, nimm den ganzen Kontext. Nimm den ganzen Kontext und dann puzzle zusammen, was überhaupt damit gemeint wird. Wenn einer, zum Beispiel ich als Muslim, okay, ich bin geboren als Muslim und ich versuche ein Diener zu sein. Wenn ich den Koran lese, ich verstehe den nicht 100%, da braucht man die Tafsir-Erklärungen. Man braucht den ganzen Kontext, weil sonst kann man auch die Verse nehmen, verjagt sie, tötet sie, etc. Hör mal, in der Bibel steht sowas auch drin, aber man muss den Kontext nehmen. Man muss den, welche Situation bist du? Stimme ich dir zu. Aber die Tafsire, die stimmen uns doch zu, was das angeht. Ich gebe dir ein Beispiel. Also, es gibt zum Beispiel das Verbot, den Ungläubigen zu gehorchen. So 3 Vers 149. Allah warnt seine gläubigen Diener davor, den Ungläubigen und Heuchlern zu gehorchen, denn ein solcher Gehorsam führt zu völligem Verderben in diesem Leben und im Jenseits. Deshalb sagt Allah, wenn ihr denen gehorcht, die ungläubig sind, werden sie euch auf den Fersen zu Kufr umkehren und ihr werdet als Verlierer zurückkehren. Allah befiehlt den Gläubigen auch, ihm zu gehorchen, ihm als seinen Beschützer anzunehmen, seine Hilfe zu suchen und ihm zu vertrauen. Als nächstes überbringt Allah die frohe Botschaft, dass er, das ist ein Tafsir von Ibn Kathir, dass er die Herzen ihrer ungläubigen Feinde wegen des Kufr und Schirk in Furcht vor den Muslimen und in das Gefühl der Unterordnung unter den Muslimen versetzen wird. Und Allah hat für sie im Jenseits Pein und Strafe vorbereitet. Das heißt, darfst du nach diesem Tafsir von Ibn Kathir schon mal sagen, hier, du darfst dich in Deutschland ans Grundgesetz halten. Moment, ganz kurz. Ja ganz oder nein? Hör mir zu, wir müssen uns an die Regeln dieser Länder halten. Aber keiner zwingt ja mich dazu. Guck mal, was sind denn die Regeln des Grundgesetzes? Man muss das verstehen. Das Grundgesetz ist doch so, der Mensch hat eine unantastbare Menschenwürde. Ich darf nicht klauen von dem anderen. Also das sind Regeln, an die haltet man sich generell. Die identifizieren sich im Islam. Aber wenn es heißt, dass ich jetzt plötzlich in den Krieg ziehen muss, nur weil Weiß und Schwarz sich bekämpfen und weil die ein Problem miteinander haben, das gehört nicht zu meinen Werten zum Beispiel. Also sagst du, dieser Tafsir von Ibn Kathir, der ist nicht gültig. Dieser Tafsir von Ibn Kathir. Diese Frage ist nicht gültig von dir, weil das kann man gar nicht. Nein, dieser Tafsir. Nein, du weißt aus. Sag mal, was ich dir gerade vorgelesen habe hier, dass man den Ungläubigen nicht gehorchen darf, dass die Ungläubigen Feinde wegen ihres Kufres und Schirk in Furcht vor den Muslimen und in das Gefühl der Unterordnung unter den Muslimen versetzt wird. Ja oder nein? Ist das gültig? Ja oder nein? Wenn, dann leugnest du deine eigenen Quellen. Ich beantworte dir das ohne Quellen, nur mit meinem menschlichen, logischen Verstand. Der gesunde Menschenverstand. Du magst das von dir aus denken, aber das heißt nur lange nicht, dass es im politischen Islam so legitimiert ist. Du darfst ja sagen, was du willst, aber dann sprech doch nicht generell für den Islam bzw. den politischen Islam in der Hinsicht. Es gibt keinen politischen Islam. Wo ist denn das?
Wo ist das politische Islam? Das, was politisch ist. Ich kann jetzt erklären, warum es politischer Islam ist. Mohammed selber, er war Staatsführer, er war Prophet und Kriegsherr in einem. Das heißt, eine Säkularisierung ist schon mal von vornherein ausgeschlossen. Das ist der erste Punkt. Lenkt doch nicht ab, wir reden da gleich gerne drüber. Also Mohammed selber war Kriegsführer, Prophet und Staatsgründer in einem. So, das heißt, eine Säkularisierung ist aus dem Punkt schon mal ausgeschlossen, weil die beste Gesellschaft selber, das schreibt die Hamas selber, sind die Muslime, die das rechte G bieten und das Ungläubige Unrechte verbieten. So, das heißt, die beste Gesellschaft ist die Gesellschaft von Mohammed mit seinen drei Nachfolgen, mit seinen drei Nachfolgern. So, danach muss man sich halten und an die Tafsire dazu. Darf ich danach rausreden? Warte, bitte, Bruder. Der angegriffen hat, hat er jemals einen Krieg angezettelt? Hat er jemals einen Krieg angefangen? Hat er irgendwelche Besatzungen gemacht? Was hat er gemacht? Was für ein Führer? Kann ich dir gerne antworten? Dann kann ich dich fragen, du kennst doch die arabische Expansion bis kurz vor Europa durch seine Nachfolger. Also willst du mir sagen, das waren alles Verteidigungskriege? Nachfolger, mein Lieber, du sagst Nachfolger, irregehende Gibt's viele. Aber er selber, erklär mir mal, was er mit den Frauen und Kindern in Medina gemacht hat, nachdem er Medina erobert hat. Erklär mir mal, was er mit den Frauen und Kindern gemacht hat, beziehungsweise den Männern. Was hat er denn gemacht? Es ist eine Pflicht. Er hat die Juden geköpft und die Frauen und Kinder als Beute, als Sexsklavinnen verteilt. Was hat er denn gemacht? Soll ich dir sagen? Was hat er gemacht? Sag mal nochmal. Also in Sahih Bukhari ist ein authentischer Hadith, 4028. Die Banu Anadir und die Banu Qurayza kämpften gegen den Propheten und verletzten dabei ihren Friedensvertrag. Warte mal, worauf der Prophet die Banu Nadir verbannte und die Banu Qurayza erlaubte, an ihren Orten in Medina zu bleiben und nichts von ihnen zu nehmen, bis sie sich wieder gegen den Propheten kämpften. So, jetzt kommt's. Dann tötete er ihre Männer, verteilte ihre Frauen und Kinder in den Besitz unter den Muslimen, aber einige von ihnen kamen zum Propheten und er gewährte ihnen Sicherheit und sie nahmen den Islam an. Er verbannte alle Juden aus Medina. Sahih Bukhari. Guck mal, ich weiß nicht, was du da gerade gesagt hast. Ich werde das jetzt nachforschen auf jeden Fall. Ne? Und wir können auch gerne in Kontakt bleiben. Also er tötete niemanden mutmaßlich getötet. Wenn einer irgendeinen mutmaßlich getötet hat, dann nur die Großmächte, die wirklich keinen Glauben hatten. Verstehst du das? Auch nicht ein richtiger Christ hat irgendwie mutmaßlich getötet. Damals. Keiner von euch, der die Bibel auch mitverfasst hat, oder die haben auch nicht. Aber es gibt Leute, die sind einfach teuflisch besessen und die machen so etwas wie zum Beispiel Kindermord, Frauenmord. Man kann nicht Unschuldige töten, verstehst du? Der Islam. Warte mal, darf ich dich was fragen? Ist es in Ordnung, wenn man ein Kind von 6 Jahren heiratet und mit 9 den Geschlechtsakt vollzieht? Ist das in Ordnung? Damals war 6 Jahre war damals ganz anders, nicht wie heute. Heute, also guck mal, sie hat mit Puppen gespielt, du weißt genau, worauf ich andeute. Aisha hat mit Puppen gespielt, als er mit ihr den Geschlechtsakt vollzogen hat. Ich sage dir den Beweis, okay? Ich werde dir den Beweis geben. Guck mal, deine und meine Generation, ich weiß nicht, wie alt du bist. Ich bin 31. Die Generation zu Generation, wenn man zurückverfolgt und wenn man nach vorne schaut, wie sich die entwickelt und wie sie mal damals war, nur in den letzten 40 Jahren, ist das kein Vergleich. Wir reden von 1400 Jahren. Vielleicht war eine 6-jährige Person, ein Kind, schon viel reifer, wie überhaupt eine 20-jährige Person, die heutzutage lebt. Erklär mir das mal bitte. Und das ist kein Vergleich. Ich kann dir gerne antworten. Frage. Ist Mohammed für alle Zeiten ein Vorbild für jeden Muslim? Ja oder nein? 100%, 1 Million%. Okay, ist die Gesellschaft damals unter Mohammed und seinen drei Nachfolgern die beste Gesellschaft, die jemals existiert hat? Mit allen Punkten? 100%. Okay, das heißt, das Sklavenhandel ist dann in der heutigen Zeit auch noch mit zu der besten Gesellschaft. Du weißt selber, dass Mohammed selber hat mit Sklaven gehandelt und diese auch besessen. Mohammed selber war ein Sklavenhändler. Schau es doch mal nach. Ich kann dir auch gerne die Hadithe und die im Koran dazu geben. Ich weiß das, aber die Sklaven wurden besser behandelt wie die Mitbürger heutzutage in diesem Staat.
Warst du da, mal bitte ausreden. Warst du verstehst denn du das? Wir sind hier in einer modernen Sklaverei. Also wir arbeiten doch, wir zahlen Steuern. Du, ich zahle Steuern, damit Kinder getötet werden. Was ist also, das? Also darf der Staat einfach in dein Haus kommen, deine Frau, Entschuldigung, mal in die Hecke ziehen? Das ist das erlaubt? Du weißt ganz genau, dass das früher Sexsklaverei gewesen ist. Und wir wollen erst gar nicht von Safia anfangen. Safia selber hat sich Mohammed nur deswegen ergeben, weil ihr ganzes Volk fast ausgerottet wurde. Guck mal, mein Lieber, guck mal. Du hast ja die Frage gestellt, also darf man reinkommen, etc. Frau, guck mal, das ist deine Frage auf deine Theologie gebaut. Wo macht man das heutzutage? Hat man das damals auch gemacht? Nein! Vertrag von Umar. Bitte, guck mal, mein Lieber. So steht ganz klar drin, man darf 3 Tage in das Haus eines Dimmis gehen, man darf sich dort seine Frau, sein Essen, sein Haus nehmen und nach 3 Tagen darf man dann wieder gehen. Das ist im Vertrag von Umar festgelegt. Lest es nach Vertrag von Umar. Guck mal, verzeih mir bitte, ich will nicht angreifen, aber guck mal, das sind Themen, wo du dich und ich mich nicht so hundertprozentig auskennen. Aber ich kann dir eins sagen, es ist gegen unsere Werte. Wenn man Ahlus Sunna wal Jamaa geht, ist das gegen unsere Werte. Ich darf niemanden sein Haus betreten. Ey, der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat so oft den Nachbarn erwähnt, dass er gedacht hat, also der Gabriel Engel hat so oft den Nachbarn erwähnt, dass der Prophet gedacht hat, dass das sein Erbe wird. Weil die Nachbarschaft so wichtig ist, wie kann dann einer sein, dass man in irgendeinem Haushalt geht und irgendein Sklave, was für Verträge, ich weiß nicht, was du da redest, hast du den Vertrag überhaupt schon mal selber gelesen, existiert das? Habe ich, und die Nachbarschaft gilt nur unter Muslimen, das weißt du auch. Du lügst. Nein, ich lüge nicht, ich kann dir mehrere Quellennachweise zeigen, dass Nachbarschaft in Bezug auf Muslime gemeint ist. Guck mal, ich zeig dir jetzt. Guck mal, wir machen das schon mehrere Tage oder Wochen. Ja, wir zeigen das jeden Tag. Wir zeigen die Versen. Wir zeigen alles, alles schwarz auf weiß. Bitte sag nicht, dass wir lügen. Wieder locker, sag doch du mal was dazu, bitte. Ich zeig dir jetzt auch einen Beweis. Du wirst sagen, okay, was? Ja, aber warte mal. Ich als Jüdin, ich fühle mich sehr angegriffen davon, was da alles steht bei euch. Ich verstehe das nicht. Hört mich jemand? Ja, wer wir hören dich. Wieder, okay. Sag doch du mal was dazu, bitte. Ja, wieder. Wir haben deine Stimme lange nicht mehr gehört. Ich glaube, der ist nicht da. Okay, ja, eine Minute. Nein, doch, ich habe dich so viel ausreden lassen, bitte nur ganz. Ich habe überhaupt nicht geredet, ich war stumm die letzten 5 Minuten. Ach so, ich habe nur eine Frage. Ah, der ist sowieso raus, okay, der ist sowieso raus, dann hat sie es erledigt. Du kannst reden. Okay, auf jeden Fall, ich habe mal eine Frage. Ich bin raus, Leute, ich bin nicht raus. Wir meinen, dass du gerade aus der App raus bist. Weil genau so habe ich das gemeint. Aber guck mal, mein Lieber, ich wollte kurz... Der Herr, ich habe nur eine Frage an dich, Bruder, ganz kurz. Ja, frag mal los. Ich habe eine Frage. Ja. Wir zwei waren uns doch vorhin einig, ich muss noch mal kurz auf das Thema zurück. Dass die Hamas Terror verübt, ne? Da waren wir uns einig, richtig? Also das, was sie gemacht haben, ist auf jeden Fall terroristisches. Was die jetzt auch gerade machen. Aber was sie in der Vergangenheit gemacht haben. Was sie in der Vergangenheit gemacht haben? Guck mal, hör mir jetzt zu, mein Lieber. Bitte. Guck mal, lass uns doch bitte nicht so weit... Über eine Vergangenheit reden? Oder nein, über ich will doch gar nicht... Guck mal, Leute, wir dürfen nicht einzelne... Der Herr, sind wir uns einig... Bruder, hör mir doch mal zu, bitte. Ja, sind wir uns einig, dass sie Terrorakte ausüben? Da sind wir uns einig, oder? Ich will ganz woanders hin. Sowohl und auch Israel auch, ja. Okay, jetzt lassen wir mal Israel beiseite. Okay, bei der Hamas sind wir uns einig. Ich verstehe nicht, warum das palästinensische Volk sich nicht dagegen wehrt. Hä? Junge, es gibt doch nicht Hamas. Wie soll sich das Volk wehren, wenn von rechts und links angegriffen wird? Wie soll sich das Volk wehren, wenn die kein Wasser, kein Strom, unter schlechten Bedingungen, auch wenn die Wasser und Strom haben, sind die trotzdem unter schlechten Bedingungen, wie sollen sich gegen den Staat... Ich rede, ja, aber auch vor diesem Angriff. Die Hamas ist ja etwas Böses. Also ich höre das auch von vielen Palästinensern, die Hamas ist was ganz Böses. Warum wehrt man sich nicht dagegen? Warum die Leute aber in wie denn, wenn man nicht bewaffnet ist? Nein. Warum gehen die Leute nicht auf die Straße in Deutschland? Verstehst du? Ganz kurz, Rob. Ich bin gleich fertig. Okay. Weißt du, was das Problem ist? Das palästinensische Volk, ja, Israel ist natürlich ein Problem für dieses Volk. Das streitet überhaupt keiner ab, vor allem jetzt in dieser Situation. Moment, nicht aber Israel, sondern die Handlungen von denen. Ja, die Handlungen, das meine ich. Ja, natürlich, ja. Klar, das meine ich ja.
Aber das erste Problem und das größte Problem von dem palästinensischen Volk ist die Hamas. Mhm. Mhm. Okay, darf ich jetzt reden? Darf ich jetzt reden? Klar, ja, ich stumm mich. Okay. So, erstens, ich widerlege alles, was ihr jetzt gesagt habt. Also, tut mir leid, falls ich jetzt hier auf, ich will jetzt nicht auf Besserwisser machen, aber ihr könnt alle auf YouTube gehen und einfach eingeben, Tora Frankfurt, Jerusalem, ja, so heißt sein YouTube-Kanal. Das ist ein Rabbiner aus Frankfurt, der über die damalige Zeit der Juden spricht. So, der hier irgendwas von der erstens, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, unser größtes Vorbild, sein Nachbar war ein Jude, ja, darüber reden auch Rabbiner, nur so zur Info, sein Nachbar war ein Jude in Mekka, ja, zu der Zeit von Quraysh. Also braucht ihr mir jetzt nicht erzählen, dass unser Nachbar irgendwas, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam irgendwas gemacht hat. Zweitens, der Rabbiner, der ach so tolle Rabbiner, dem ich wirklich sehr oft zuhöre, ich kann ihm wirklich nur empfehlen, erzählt in der Zeit damals, als die Juden, ich rezitiere jetzt das, was er sagt, als die Juden haben gelebt in der Zeit der Christen, wurden sie immer unterdrückt. Aber als die Juden haben gelebt bei den Muslimen, durften sie immer das ihr Glauben ausleben, ihr Glauben vollziehen. Sie durften eine Dings haben. Sie mussten zwar zahlen Steuern, so wie heute. Er erzählt es selber, Jungs. Also deswegen, ich verstehe nicht, woher dieser Hass kommt oder woher diese Missinformation. Aber wir hassen doch nicht. Nein, aber lass mich mal bitte ausreden. Wenn ein Rabbiner, wer seid ihr alle, wenn ein Rabbiner mir erzählt, ja, in einem YouTube-Kanal, dass die Muslime haben die Juden geliebt und sie wurden bei Christen unterdrückt, aber bei Muslimen nicht. Schon in der osmanischen Zeit und davor. Das wird ein Rabbiner. Nicht ja, aber warte mal, gut, das kann ja sein, dass er das sagt. Es ist ja okay, dass er das sagt. Bitte lass mich einen Beweis bringen. Guck mal, wer einen Christen und Juden Unrecht antut, so werde ich ihm am Tag des jüngsten Gerichts quasi gegen ihn, 7 Tage gegen ihn richten. Also er wird sein Anwalt sein vor dem Juden und von den Christen. Ihr versteht nicht, wir lieben euch alle. Ihr denkt einfach nur wirklich, dass wir euch vertreiben und ey, wenn das der Fall wäre... alle nicht, Jungs. Aber du musst dir vorstellen, ich rede jetzt von mir, ich als Jüdin, ja. Ich höre sowas, was im Koran steht, was soll ich denn bitte denken? Und das hat jetzt nichts mit dem Konflikt zu tun. Guck mal, darf ich jetzt darauf antworten? Bitte. Lass mich mal bitte darauf antworten. Du hörst es als Jüdin, was im Koran steht. Aber was sollen wir denken, wenn wir hören, in der Tora ist Steinigung erlaubt? Ja? Aber wird noch gesteinigt? Jungfrau. Hast du jemanden gesehen, der gesteinigt wird? Na siehst du, hast du jemals einen Hamas gesehen? Aber es gibt gerade auf dieser Welt Judenhass. Hast du jemals einen Palästinenser gesehen? Oder ein Saudi-Araber? Oder, der einen Juden verfolgt? Ja, oder jetzt ein besseres Beispiel. Wann hast du das letzte Mal, falls es wirklich so stimmt, dass wir Juden umbringen sollen, ich will dir sagen, guck mal, edle Schwester. Ich will dir was sagen. Bitte, guck mal, ich schwöre dir, bei Gott, bei Allah, wenn ein Jude auf der Straße angegriffen wird, ich werde ihn verteidigen. Ja, ich sag doch nicht, dass ihr so seid. Aber es gibt leider sehr viele, die nicht so sind. Es gibt leider hier in Deutschland sehr viele, die Angst haben. Ich habe keine Angst, aber es gibt Leute, die haben Angst. Okay, jetzt hör mir zu, nur aus der Sicht des Islams. Der Professor Salam hat gesagt, es wird 73 Spaltungen geben im Glauben und 72 davon führen ins Höllenfeuer und einer davon ist der Weg ins Paradies und das ist mein Weg, Ehlus Sunna wal Jamaa. Also diese Spaltungen und dieser Zwietracht und dieser Hass und diese falschen Aussagen. Walla, du hast gerade wie ein Löwe gesprochen. Bitte? Du hast gerade wie ein Löwe gesprochen. Das wollte ich gerade sagen, mit diesen Spaltungen, weil voll viele denken, scheiß mal jetzt auf Schiiten, Sunniten, alle ja. Juden, dies, das, tralala. Unter denen gibt es welche. Von allen diesen Spaltungen gibt es nur einer, der am Ende richtig ist. Und das sind die, die sich nie wehren, die wirklich in Frieden leben, die sozusagen, und was ich auch nochmal dazu sagen wollte über den Rabbiner Tora Frankfurt, Jerusalem. Der Bruder erzählt auch zum Beispiel, dass unser Prophet damals, sallallahu alaihi wasallam, zu der Zeit der Juden, als man auch sogar den Krieg gegen die Juden geführt hat und unser Prophet auch die Stadt Medina befreit hat von dem damaligen Volk,
hat er sogar, und das hat, sagt der, der Rabbiner, ich benutze hier keine muslimischen Quellen, hat man, obwohl die Juden, die davor hingekommen sind, den Menschen nichts gegeben hat, hat unser Prophet sallallahu alaihi wasallam den Juden die Hälfte von ihren Waffen gegeben, von allem die Hälfte, und hat gesagt, jetzt könnt ihr gehen. Und die, die in, da geblieben sind und über die man richten musste, hat unser Prophet auch gesagt, ich enthalte mich davor, ich will nicht richten, macht ihr das, weil ich bin kein Richter, Allah ist der Richter. Und das kann mir auch der Bruder unten bezeugen. Ja, okay, wenn es so ist, sagen wir mal, das ist so. Kannst du mir jetzt bitte erklären, warum so viel Judenhass ist? Warum ist es okay, hier, vor allem in Deutschland, ich ja? Eine Frage, ich antworte. So, vergessen wir die Hamas. Du sagte, ihr sagtet ja alle, ich will jetzt nicht wie diese dummen Menschen, die hier reinkommen und sagen, wir werden so lange umgebracht. Scheiß mal darauf. Hamas gibt es seit 1987, ja? Wir haben in der Zeit, wo Hamas entstanden ist, sehr viel Terror von denen erlebt, ja, das will ich nicht verneinen. Aber davor, vor 1987, wo unser Präsident da war, was keiner von euch hier spricht, keiner erwähnt es von euch hier, weil auch wenn du da geboren bist, würde ich mich wundern, warum du das hier nicht erzählst. Damals hat man im Camp David hat unser PLO-Chef Yasser Arafat, Allah yarhamo, Friedensvertrag mit eurem damaligen Präsident gemacht. So. Mit Herzl meinst du? Na, nicht, hieß er Herzl? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass es Herzl war. Ich glaube, der hieß anders. So, mein Vater hat mir gesagt, wie der hieß. Mein Papa, also mein Vater war zu der Zeit bei PLO. Also er hat auch für die Fatah gearbeitet. Er war sehr, sehr hochrangig da beim Militär und hatte wirklich sehr viel zu sagen. Shaim Herzog. Ja, genau. Auf jeden Fall, nachdem dieser Friedensvertrag gemacht wurde, unser PLO-Chef hat noch, ich glaube, wann ist er gestorben? 2000, ich weiß nicht mehr. Alles gut. Ich habe es jetzt auch vergessen, aber der ist erst später gestorben. Aber der den Friedensvertrag mit Arafat, mit unserem Präsident gemacht hat, der Präsident von euch, als er zurückgereist ist nach Israel, ist er tot? Ja, ist er gestorben. Er innerhalb von 12 Stunden ja, das wissen wir. Worden, genau. Leute haben uns worden, hier erzählt, dass, wer war weil das? Man gesagt hat, bist du behindert? Wir wollen doch keinen Frieden mit denen. Und jetzt frage ich dich eine Sache. Man hat den Präsident getötet, der Frieden mit uns gemacht hat. Und dann ist Hamas entstanden, ja, Hamas ist lediglich nur gekommen, um uns Yasser Arafat aus Gaza rauszukicken. Nichts anderes. Für euch alle hier auch 260 Menschen. Yasser Arafat war in Palästina, in Gazastreifen, seine Festung, innerhalb 10 Minuten von meiner Wohnung entfernt. Und Israels Ziel war, ihn zu zerstören und ihn umzubringen, nachdem man den Präsident selbst umgebracht hat, der Frieden mit ihm gemacht hat. Man hat es nicht geschafft, man musste unsere Araber bestochen und unsere ach so armen Araber, palästinensischen Araber, die verhungern, haben natürlich ihr Volk verraten. Hamas selbst hat PLO zerstört, die ganze PLO. Ja, okay. Ich hab's verstanden. Jetzt kannst du mir bitte nochmal erklären. Und deswegen, jetzt erklärst du auch, warum dieser Judenhass kommt. Nein. Rechtfertigt das. Du weißt, wer in Israel bestimmt, das sind nicht die Juden, die da leben oder die Moslems oder weiß was ich was. Da gibt's jemand, der das bestimmt, ja? Der fragt uns ja nicht, was wollt ihr? Die Zionisten. Jetzt stelle ich mal eine Gegenfrage. Ist jemals ein Präsident umgebracht worden in Israel? Ja, der eine ist doch umgebracht worden. Warum, ist noch nie ein Präsident in Israel gestorben, außer genau der mit uns Frieden schließt? Ja, aber warte mal, ich habe doch verstanden, dass er gestorben ist. Ich will nur verstehen. Aber rechtfertigst du das, dass man Juden hasst? Es ist nicht nur, dass man ein. Es Nein. ist ein Unterschied zwischen nicht nur hassen und das zu zeigen, dass man okay, hasst. Darf dass ich man antworten? Auf die Straßen geht, dass man schreit, dass darf man ich Leute antworten? Nicht mit einem Davidstern oder mit einer Kippa auf die Straße lassen kann, weil direkt angegriffen wird. Du musst dir vorstellen, ein Jude, der so rumlaufen möchte, wie er möchte, kann es nicht. Er wird direkt angegriffen. Stimmt nicht. Ich bin mit dem. Das stimmt aber. Ich sehe das doch. Die
die Leute können nicht raus. Wenn ich lass mich mal, Bruder, bitte nur auf diese Sache, was sie gesagt hat, antworten. Nur kurz, bitte. Also, du hast gesagt, rechtfertigtes Judenhass. Nein, niemals. Wer einen Judenhass ist, ein Hurensohn. Ja, aber du denkst so, ihr denkt so. Was ist mit den anderen? Aber ich frage mich, warum macht ihr nichts dagegen? Ich meine, das sind Leute, die sagen, die sind Moslem. Ja? Lass mich doch mal bitte ausreden. Ich bin Moslem, ich hasse Juden. Warum ist bis heute was passiert? Warum macht ihr nichts dagegen? Sag doch nur mit Juden. Schwester, bitte, hör zu. Guck mal, Schwester. Damals, ich bin ja in Gaza geboren, 1998, habe ich schon zum 1000. Mal gesagt, 245 Zuschauer, die sollten es auch wissen. Damit ihr wisst, ich laber keine Scheiße. So wie du sagst, ich komme auch aus Israel und kann euch direkt erzählen. Wir haben noch nie Juden gehasst. Als ich geboren wurde, waren Juden meine Nachbarn. Mein Vater hat mit jüdischen Soldaten zu seiner Amtszeit Fußball gespielt. In unserem Bezirk. Wir waren kurz davor, uns anzufreunden. Aber weißt du, wer den Ursprungskrieg angezettelt hat? Und es ist mir egal, ob du das sagst. Ich habe so, weißt du, ich gehe auf Geburtstagen, wo es nur Juden gibt. Ich als einziger Palästinenser. Und ich rede mit allen darüber. Und alle kennen meine Meinung und wir haben alle dieselbe Meinung. Und ich kann euch eins versichern. Die Zionisten, und keiner soll mich bitte jetzt unterbrechen, keiner. Die Zionisten in Israel, die seit den letzten 20 Jahren, und wir reden jetzt nicht von den Holocaust-Überlebenden, die damals vor 1948 gekommen sind. Wir reden jetzt, die letzten 20 Jahren gab es 1,2, guck mal, diese Zahl kann sich hier keiner drin vorstellen. 1,2 Millionen Siedler, die angereist gekommen sind aus Italien, aus Frankreich, aus Amerika, aus Großbritannien, aus Australien, ja, aus überall. Jemen, ja. Irak. Ja. Sie haben in Frieden gelebt. Sie sind keine Holocaust-Überlebenden gewesen. Und was haben sie gemacht? Sie sind in die Westbank gezogen. Wem gehört die Westbank offiziell? Uns. Aber scheiß mal darauf. Diese 1,2 Millionen friedlichen zionistischen Juden, ich nenne sie bewusst Zionisten, weil auch meine jüdischen Freunde unterscheiden zwischen zionistischen Juden und normalgläubigen Juden. Kannst du ganz kurz erklären, was sind zionistische Juden? Also, für mich ist ein Zionist... Nicht jemand, für dich, weil es gibt ja eine Erklärung. Es gibt genau. Ja, also für mich ist ein Zionist jemand, der das ganze Land Palästina für sich haben möchte und sozusagen, also das ist jetzt dumm gesagt und so für Straßendeutsch, der Zionist möchte, dass ganz Judäa wieder zurückkommt, dass das ganze Land wieder wie Judäa wird, Alt-Samaria und Theodor Herzl hat das auch geschrieben in seinem Bericht und nicht nur das, Delta 9 oder so, der israelischen Armee, 1948 veröffentlicht von dem ersten Präsident. Er hat selber in seinem Bericht geschrieben, unser Ziel ist ganz Palästina einzunehmen und die Menschen da zu besetzen. Okay, das ist sein Ziel, aber mein Ziel ist es nicht. Mein Ziel ist es nicht. Ja, nein, deswegen, mein Ziel ist. Deswegen spreche ich dich auch an, meine Schwester. Lass mich mal, bitte, bevor ich was vergesse. Meine Schwester, deswegen spreche ich das auch an, meine Schwester. Aber, und sage aber dir, guck mal, Bruder, darf ich sage dir, warte ganz kurz. Nur, ich sage dir, Zionisten sollte man trennen, weil diese 1,2 Millionen Menschen, die haben Kinder, die haben Babys. Die haben ein Leben. Sie kommen dahin und nehmen bewusst Arabern ihre Wohnung weg und machen da noch einen Checkpoint vor deren Haus. Aber warte, ich muss etwas sagen. Bitte, lass mich bitte, ich muss was sagen. Guck mal, hört mir zu. Aber guck mal, da drunter Lebenden, die 1,2, ich sage euch, bei Allah, ich sage euch, da sind Leute, die wollten gar nicht die Häuser klauen. Die sagen, hätte ich das nicht gemacht, wäre ein anderer gekommen und ich kann nichts dagegen machen. Ich will das gar nicht machen eigentlich. Erstmal reden wir hier nicht von Clown. Was in Westbank passiert Clown, ist, was in Westbank passiert ist mit Westbank, dieser Sache, das ist Clown, das ist annektiert. Warte mal, was in Westbank passiert ist mit diesen, vor ein paar Jahren, wo die Leute rausgenommen haben von den Häusern, das war so, weil die keine Miete gezahlt haben, über 40 Jahre. Warum sollen die Miete zahlen? Die haben keine Miete bezahlt. Westbank gehört uns.
Was haben da Soldaten zu suchen von der israelischen Seite? Die Westbank gehört laut dem offiziellen Teilungsplan der UN dem palästinensischen Volk. Jetzt willst du kommen und mir erzählen, Schwesterherz, die ach so Frieden will. Sie haben keine Miete gezahlt? Ich sage dir nicht, was ich sagen will. Ich sage dir, was die gesagt haben. Wo meine Vorfahren geboren sind. Aber ich sage dir, warum die das gemacht haben. Du verstehst das nicht. Ich komme nicht hier und sage dir, was ich sage. Aber ich sage dir, warum die das gemacht haben. Du verstehst das nicht. Ich komme nicht hier und sage dir, was ich sage. Aber ich sage dir, warum die das gemacht haben. Du verstehst das nicht. Ich weiß nicht hier, was gerade abgeht, die ganzen Geschenke, die ich bekomme. Ich danke euch, Jungs. Ich weiß, ihr müsst es nicht machen. Was bekomme ich da die ganze Zeit? Ich habe 425 Punkte, was das? Ja, das ist gut. Ja, ich weiß ja nicht, wofür. Also wir, danke wir euch, Jungs. So, wir machen das so, wir spenden das immer. Ich weiß noch immer nicht, wie man das spendet. Sobald ich es weiß, mache ich es. Wir spenden ich bin das zum, immer. Ich bin hier mir, nicht da, um Geld zu verdienen. Ich bin zum ersten Mal live. Aber Schwester, bevor wir hier gleich vielleicht das beenden, ich will dir nur eine Sache ans Herz legen. Warum ich auch das mit der Westbank angesprochen habe, weil ich selbst Familie habe, die aus Gaza, aus der Westbank geflüchtet sind, weil man deren Haus kaputt gemacht hat und sie sind zu uns nach Gaza gezogen. Deswegen, ich würde niemals etwas in den Raum werfen, wenn ich mir dessen nicht bewusst wäre. Ey, ich liebe Juden genauso wie Muslime. Glaubst du mir, meine Mutter, die Kopftuch trägt, umarmt einen Juden, der, ja, das ist Haram bei uns, aber sie will es trotzdem, weil sie ihn wie seinen Sohn sieht. Und das will ich dir auch so ein bisschen erklären. Wir würden niemals Juden hassen, aber diese Zionisten machen den Ruf zwischen uns kaputt. Ich meine, guck mal, auch wenn es ein bisschen übertrieben ist. Ja, aber guck mal, ich sag jetzt auch, sagen wir mal so, ich sag jetzt auch, ich bin dafür, dass, also ich möchte, dass es in Israel Frieden ist. Ich möchte, dass es ein Land gibt, ja, was ein Punkt in dieser ganzen Soll Welt ist. Soll ich dir sagen, wie es heute Frieden geben Juden kann? Ist. Soll ich dir sagen, wie es jetzt du Frieden geben kann? Ich habe 5 Jahre da gelebt. Du weißt, wie schlimm das war. Ich war in der Armee. Ich war auch direkt an der Moschee. Ich war überall, ja. Ich habe wirklich alles gesehen. Es ist schlimm. Es ist schlimm. Es da ist die schlagen Menschen, die nicht mal Waffen haben, meine Schwester. Hör mir mal zu. Ich war dort. Ich war dort vor der Moschee. Aber hast du auch das gesehen oder verleugnet? Ich war vor der Moschee mit Uniform, weißt du, wie Respekt. Und hast du auch gesehen, wie die Menschen schlagen, die auch nicht mal Waffen haben? Aber warte mal, du verstehst hier nicht. In der Armee gibt es auch Regeln. Du kannst nicht einfach jemanden schlagen. Du kannst nicht aber einfach er will zur Moschee. Stehen. Was juckt ihn die Regeln von dir? Er will zur Moschee. Ja, wusstest du, das ist das letzte Mal, lass mich mal bitte ausreden, das letzte Mal, und wenn du das nicht weißt, meine Schwester, dann bin ich echt enttäuscht, das letzte Mal, dass Juden und Moslems und Christen denen verwehrt wurde, ins Gebetshaus zu gehen, war in der Hitlerzeit. Wusstest du das? Nein. Und jetzt verbieten uns IDF-Soldaten zur Al-Aqsa-Moschee zu gehen? Ich bitte dich. Die gehen doch da rein. Du kannst aber mir sagen, was du willst. Es kann Regeln geben für einen Militärstützpunkt, wo es Mossad-Agenten gibt. Es kann Regeln geben für einen Ort, wo jüdische Siedler wohnen. Ja, auch wenn es illegal ist. Aber die Regeln für die Al-Aqsa-Moschee müssten international sein. Und das heißt, jeder Moslem, der da rein will, darf rein. Und keiner hat irgendwas zu sagen. Wer dagegen aber, was sagt, aber sollte weißt auf du, die was Fresse da alles bekommen. Passiert? Warst du schon mal da, dass du sagen kannst, warst du täglich da, dass du sagen kannst, du weißt, was da abgeht? Wo? Vor der Al-Aqsa-Moschee? Vor der Moschee, an der Klagemauer, überhaupt in diesem ganzen Gebiet da. Ich, als jemand, der in Gaza geboren ist, durfte noch nie dahin gehen. Das ist viel schlimmer, als dass du mich fragst, ob ich schon mal da gewesen bin. Ja, das ist ich wohne traurig. In Gaza ich durfte noch nie zu der Al-Aqsa-Moschee gehen. Ich finde das die auch nicht okay. Die 2-3 Stunden von mir entfernt ist. Ich finde das auch nicht okay, aber ich sag dir als ja, aber wenn du sagst, du findest es nicht okay, kannst du mir nicht sagen, es gibt Regeln, meine Schwester. Ich rede von den Regeln, wie man sich dort benimmt. Du musst dir vorstellen, da sind auch aber andere wieso Leute. Sollen wir, wieso soll mir jemand sagen, wie ich mich zu benehmen habe an meinem aber Gebiet? Natürlich musst du dich... Vor der Klagemauer, mach deine Regeln. Ja, weißt du, was an der Klagemauer passiert? Ich weiß, ey, schrecklich. Hab ich gesehen. Voll weißt viele du, Videos wie Araber. Ich weiß, ich verleugne ja, sowas aber was nicht. Erwartest du da? Weißt du, wie oft? Sag doch nichts. Deswegen sage ich dir, jede Sicherheit, die vor der Klagemauer kommt, ist berechtigt. Aber jede andere Sicherheit, die für die Al-Aqsa-Moschee und die Qubbat al-Sakhra, also, weil es ist nicht nur die Al-Aqsa-Moschee, es ist auch die Qubbat al-Sakhra, weil jeder denkt auch, die Al-Aqsa-Moschee ist das gelb-runde Gebäude.
Nein, ist es nicht. Die Al-Aqsa-Moschee ist daneben. Das Hauptgebäude heißt Qubbat al-Sakhra. Deswegen, ich weiß, keiner wo das Hauptgebäude hat mir zu sagen, ist. Keiner, ich schwöre dir. Und wer mir, guck mal, ganz ehrlich, versteh mich nicht, Waldschwester, ja? Aber du brauchst dich doch nicht wundern, wenn jemand sich radikalisiert, wenn er nicht beten darf, an seinem heiligsten Ort. Das ist keine Selection, dass jemand da steht. Hamas, stell dir vor, Hamas wäre vor der Klagemauer und es gäbe Tage, wo Juden nicht zur Klagemauer gehen würde. Aber da, du verstehst gerade nicht, was in Jerusalem auch passiert. Es gibt einfach radikale Waffen und da gibt es keine Hamas. Es gibt radikale Moslems, die stehen da, die machen nur Scheiße. Die machen nur Scheiße, die schmeißen mit Steinen. Warum aber? Weil man denen verbietet, in die Moschee zu gehen. Und du hast doch auch, lass mich mal bitte ganz kurz was anhängen. Hast du nicht vorhin gesagt, am 7. Oktober haben die ach so, schlimme Hamas, Israel überfallen und mehrere Zivilisten getötet. Okay, stimme ich dir zu. Was ist mit Ramadan jedes Jahr? Ich war auch an Ramadan da. Soll ich dir mal erzählen, was die mit mir gemacht haben? Soll ich dir mal erzählen, meine Erfahrungen, was ich da hatte? Und ich hast eine Waffe! Du hast da gar nichts zu suchen. Ja, aber diese Leute interessiert es gar nicht, ob ich eine Waffe habe. Ja, weil du was sagst du dazu, dass Frauen komplett annektiert. Was willst du dazu sagen? Ich stehe da mit Uniform, ja, mit einer Waffe, mit zwei Waffen. Zwei Waffen stehe ich da und da kommen Frauen komplett von oben bis unten verkleidet und sagen und schubsen mich, bewerfen mich, bespucken mich. Was soll ich, was erwartest du denn bitte, dass die ich mache? Die erschießen. Ich erschieße die erstmal nicht. Aber was denkst du, warum die nicht anschauen? Nein, aber die kommen einfach und machen das ohne Grund. Wir müssen jetzt erstmal aufräumen, erstmal Show. Wo hast du diesen Hadith her, dass Mohammed einen jüdischen Nachbarn hatte mit dem Müll und so? Woher hast du das? Wie, woher hast du das? Das ist Maudu, das ist frei erfunden. Großer, ich rede mit dir nicht über den Islam. Ich rede mit dir nicht über den Islam. Ich sag dir auch warum. Unterbrich mich mal bitte nicht. Ich kann was drauf antworten. Er nimmt dich auseinander und du merkst es nicht. Du kannst nicht antworten. Na, auseinandernehmen, ey, ganz ehrlich. Ihr merkt alle nicht. Ich will jetzt nicht damit pushen, aber ihr merkt alle nicht. Ich halte dieses Gespräch hier am Laufen. Ich habe hier die Fakten und sage euch, wie man Frieden haben könnte morgen. Und ihr kommt mir mit... Das hat ihr uns nicht gesagt. Nein, nein, nein. Du hast mir nicht gesagt, wie wir Frieden morgen haben. Doch, sage ich dir. Wie? Ich guck mal, jetzt, Leute, wie das Frieden ist krass hier. Ich würde gerne echt etwas sagen. Hört mir zu. Guck mal, wir sind aber alle... Wir versuchen uns alle in eine gleiche Richtung zu bewegen. Nur haben wir ein Artikulations- und Kommunikationsproblem hier. Diese Schwester versucht gerade auch irgendwas zu verstehen. Und da kommt der... Wie heißt der? Samantha, guck mal, Samantha, ich kann dir eine Quelle geben, okay, von Timitri, wo der Prophet Sallam sagt, wer einen Christen und Juden Unrecht antut, so werde ich am jüngsten Tagesgericht 7 Tage gegen ihn sprechen. Verstehst du das? Also ich will dir sagen, guck mal, du hast Überlieferungen gewisse und ich habe auch gesagt, dass im Islam Spaltungen. Vielen. Ich kann dir gerne auch sagen, es widerspricht vielen. Es gab zum Beispiel eine Jüdin, eine blinde Jüdin, die hat Mohammed beleidigt. So, ihr Sohn hat sie daraufhin niedergestochen und er ist zu Mohammed gegangen. Und er hat gefragt, ja, muss ich dafür Wiedervergeltung zahlen? Mohammed hat gesagt, nein, für ihr Blut ist keine Wiedervergeltung mehr. Ey, Großer, weißt du, wen ich für dich brauche? Für dich müsste ich jetzt meinen Onkel hier reinholen. Bruder, du willst hier über Islam reden, aber wir haben hier nicht einen einzigen, der den Islam studiert hat. Seid ihr eigentlich alle behindert? Aber guck mal, der hat recht. Ich kann ja auch nicht einfach... Lass mich doch mal... Der ist weg. Ja, auf jeden Fall, guck mal, meine Schwester, ich will dir nur eins sagen, guck mal, ich verstehe das, dass du viele Fragen hast, ne, so auch generell, wieso, weshalb, warum, guck mal, du musst eins verstehen, auf dieser Erde gibt es viele Arten von Menschen, von einer Gruppe, von einem Volk, von einer Rasse und jeder bewegt sich nicht gleich, weißt du, jeder Mensch ist individuell, der eine ist wirklich schwach, der eine ist einfach dumm, der eine ist extrem schlau und du übermittelst mir, dass du eine gewisse Intelligenz besitzt, verstehst du, aber du darfst dich auch nicht so krass in diese Sache mein Tipp an dich, frage nicht in dieser Ansicht, mit dieser Ideologie, wieso machen die das und wieso machen nicht, guck mal, es gibt viele Sachen, warum sind denn Pädophile und machen einen Schaden, tun anrichten kleine Kinder.
Warum gibt es im Netz so viele Kriminelle? Es gibt immer viele Muslime, die verhalten sich korrekt und das ist die Minderheit. Und es gibt Muslime, die handeln nach Emotion. Man sollte nicht nach Emotion handeln, denn... Ja, aber das rechtfertigt nicht. Mensch ist, nach dem man handeln soll. So, jetzt lese ich dir mal was aus Sahih Muslim vor. 523a. Abu Huraira berichtete, dass der Gesandte Allahs sagte, ich bin den anderen Propheten in 6 Punkten überlegen. Mir wurden Worte gegeben, die knapp aber in ihrer Bedeutung sind. Mir wurde durch Terror in die Herzen der Feinde geholfen. Lüge. Heute wurde mir erlaubt, lest laut vor, ich weiß nicht, was du da erzählst. Im Islam gibt es ein Wort mit Terror. Ja. 523a Sahih Muslim, kannst du gerade selber nachschauen. Ich bin den anderen Propheten in 6 Punkten überlegen. Mir Samantha, lass mal die Hadithe weg, das Thema sind nicht Hadithe. Also ich weiß nicht, was Samantha für eine Ansichtsweise hat. Wenn du irgendwie debattieren willst, dann geh in Islam-Chats rein, wo da Gelehrte drin sind. Samantha, nicht, keine Hadithe. Das Thema hier ist nicht Hadithe, Thema ist Politik. Wenn du anfängst zu lesen, dann fange ich auch an zu lesen und dann kommen wir nicht weiter. Ja? So sage ich dir, warum Jesus sagt in der Bibel. Und das ist das. Guck mal, Löwenherz, guck mal. Du sagst, dass du ein Löwenherz bist. Guck mal, verzeih mir bitte. Guck mal, der Mann hat recht. Ich kann auch Sachen aus der Bibel rausholen, wo drin steht, abschlachten, dies, das, etc. Sucht sie, was weiß ich was, nimmt ihre Frauen, vergewaltigt sie und dann heiratet sie. Guck mal, das spielt gar nicht zur Debatte. Das spielt doch gar nicht zur Debatte. Fakt ist einfach nur, hier sterben Menschen. Leute, hier sterben Menschen. Hier ist ein ganz anderes Bild. Diese Wahrheit geht unter durch die Heuchler. Und dann ist so wie eine Schwester gerade da und versteht das alles nicht und versucht die Antworten in der Handlung rauszuholen. Die Heuchler sind diejenigen, die nicht auf dem Weg Allahs kämpfen. Das sind die Heuchler. Die Heuchler sind diejenigen, die... Guck mal, mein Lieber, geh echt in einem Islam-Chat rein, da kannst du viel mehr bewirken vielleicht. Verstehst du? Vielleicht bist auch dieser Hass in dir weg. Weil guck mal, ich habe keinen Hass gegen dich und ich verurteile dich auch nicht und ich werde nicht auch auf dein Niveau herabsenken. Du bist für mich einfach. Warte mal. Das sind Quellen. Dann musst du dich auf Mohammeds Niveau herabsenken. Löwenherz. Nicht auf mein. Löwenherz. Kann ich einmal kurz was sagen, dann gehe ich wieder runter. Ja, bitte. Guck mal, es ist doch immer der gleiche Film. Immer die gleiche Politik, was die hier machen wollen. Du zitierst irgendwas aus dem Koran oder Hadithe, dann kommt der Film. Das hat nichts damit zu tun. Dann kommt der Film, ich kann aus der Bibel vorlesen. Dann kommt der Film, dann gehen die irgendwo Russland-Ukraine-Krieg. Die lenken immer wieder von dem Thema ab. Und schon schaffen die das, dass wieder ein anderes Thema kommt. Er liest euch was vor und dann sagst du, ich muss meinen Onkel reinholen. Du brauchst deinen Onkel nicht reinholen. Wir brauchen auch keine Imame sein. Wir brauchen keine Gelernte sein. Sondern er liest dir was vor aus einer Quelle, aus eurer Religion. Und geht mal bitte auch darauf ein, was er vorliest. Und sagt nicht so und so und wir sind nicht alle so. Sondern die Hamas. Das ist gerade das Problem. Und sie nimmt diese Wörter genau so, wie sie da stehen. Und das ist das Problem. Wenn du das nicht so siehst, ist das ja schön. Wenn viele andere Muslime das nicht sehen, ist das sogar noch schöner. Aber es gibt halt diesen Teil, der genau nach diesen Worten geht. Und das ist Fakt. Und da brauchen wir deinen Onkel nicht für oder einen Pierre Vogel nicht für, sondern wir müssen jetzt mal darauf eingehen, was er dir vorliest und sag nicht, die Religion hat nichts mit zu tun. Geht bitte auch mal auf dieses Thema ein und hört auf mit eurem Filme. Ihr macht immer die gleichen Filme abzulenken. Überall, wo ich gucke, wird das versucht abzulenken. Patrick, so, guck das wollte ich nur einmal sagen. Korrekt, danke sehr, auf jeden Fall. Cool. Auf jeden Fall, Patrick. Leute, man kann es schwer machen. Man kann generell die Situation immer schwerer machen. Was bringt denn uns etwas, wo wir uns doch gegenseitig wieder fertig machen? Guck mal, Leute. Du lenkst wieder ab. Es geht nicht um fertig machen. Um Fakten. An Hamas wendet es an, die Taliban wenden es an. Wir haben wie viele Anwendungsfälle und im Christentum haben wir diese Anwendungsfälle eben nicht, weil man sich nicht darauf berufen kann. Im politischen Islam kannst du dich in 100-fachen Fällen darauf berufen. Und du musst doch mal bei der Quelle bleiben. Also, wir bleiben mal dabei und du sagst mir meinetwegen, wie man das nicht zitieren kann. Also, Sahih Muslim 523a. Ich bin den anderen Propheten in 6 Punkten überlegen. Mir wurden Worte gegeben, die knapp aber umfassend in ihrer Bedeutung sind. Mir wurde durch Schrecken, Terror in die Herze der Feinde geholfen. Beute wurde mir erlaubt, die Erde wurde für mich rein und zu einem Ort der Anbetung gemacht. Die Erde wurde rein von schlechten Dingen gemacht. Du weißt genau, was damit gemeint ist. Ich wurde zu allen Menschen gesandt und die Linie der Propheten ist mit mir abgeschlossen. So, wir können jetzt einzeln auf alle Punkte eingehen, meinetwegen. Also,
Fangen wir an. Mir wurde durch Schrecken Terror in die Herzen der Feinde geholfen. Wie kannst du das interpretieren? Wie ist es richtig zu interpretieren? Okay, ich habe eine Frage. Ich bin genauso ein bisschen gerade, was du da gerade gesagt hast, wie du. Sag du mir, wie interpretierst du das denn? Warum muss ich das interpretieren? Weil du das ja raushaust. Ich hau das ja nicht raus. Ich habe jetzt sowas rausgehauen. Mohammed ist Vorbild. Du hast gesagt, Mohammed ist Vorbild. Mohammed ist der beste Mensch, der jemals gelebt hat. Was sagt man also, wenn der beste Mensch, der jemals gelebt hat, mir wurde durch Terror in die Herzen der Feinde geholfen? Guck mal, ich sag dir ehrlich, du redest mit einem Unwissenden, was das angeht, okay? Such dir einen Gelehrten, wo du deine Antwort herbekommst. Ich kann nicht mit keinem Wissen in die Sache, in die Thematik reingehen und dann einen noch größeren Schaden anrichten, als sonst, wie du das Produkt gerade auch bist. Verstehst du? Du bist das originale Produkt, welches irgendwas auffasst, aufnimmt, liest, ohne irgendeinen Kontext. Und ich kann dir dazu nicht antworten. Verzeih mir bitte, ich bin nicht so gebildet in der Materie, dass ich dir darauf antworten kann. Okay? Haben wir verstanden? Hauptthema ist Israel bombardiert, was in Koranversen und alles steht. Hör mal auf, du Anaboliker, Typ da unten, da Patrick oder wer. Geh, spritz dir noch ein bisschen Testo und dann kannst du wieder hier reden. Ich vermisst. Also guck mal, mir geht's lediglich nur darum, dass diese eine Schwester aus Israel, ja, dass die wirklich Klarheiten bekommt. Weil nicht jeder ist so wie ich oder wie er oder wie ein Hamas. Versteht ihr? Und nicht jeder Jude, guck mal, Leute, Jude generell auf der Welt allgemein, in Deutschland aufgewachsen. Alle deutsche Freunde von mir hatten Judenhass. Alle Deutschen, die, wenn du nicht etwas geteilt hast, du Jude. Wenn du nicht etwas, du Jude, sei doch kein Jude. Guck mal, Leute, ich bin unter so welchen Umständen und unter so welchen Bedingungen aufgewachsen. Guck mal, was ich heute bin. Versteht ihr das? Das ist einfach nur Intelligenz einsetzen oder nicht einsetzen. Das ist zu unterscheiden, wer ist korrekt und wer ist nicht korrekt. Wer verhaltet sich richtig, wer verhaltet sich richtig. Und darum geht es. Diese zwei Konflikte, diese Länder, die haben einen Konflikt. Die haben ein Problem. Und da sterben Menschen. Und wer verhaltet sich richtig und wer nicht. Selbst wenn einer einen Schlag ausholt, heißt das denn noch, dass der andere zurückschlagen muss, auf den Boden treten muss, auf seinen Kopf eintreten muss, sein Genick brechen, heißt, ist das recht? Es geht nicht auf. Guck mal, wir verurteilen keinen Juden. Wirklich, bei Allah, solange ich lebe und mein Name Abdullah heißt und ich an Gott glaube, werde ich niemals einen Juden einen Schaden oder einen Schaden anfügen. Bitte, ist es okay, dass du es machst? Aber du kannst nicht für alle reden, bitte. Du kannst nicht für alle reden, für dich selber oder für Leute, die du kennst, die hier sind, aber nicht für alle, weil es ist nicht so. Nein, wenn man über richtigen Islam redet, guck mal, eine Übersetzung, gesagt, dass ich ein Fürsprecher bin für alle. Guck mal, ich rede individuell. Jeder Mensch hat seine eigene Meinung, oder? Aber ihr, guck mal, dein Handeln und dein Denken ist verallgemeinert. Meine Aussage ist nicht für alle. Weil, hör mir mal zu, was würdest du dazu sagen? Die Hamad selber sagt, der Tag des Gerichts wird erst kommen, wenn die Muslime gegen die Juden kämpfen, die Juden töten und der Jude hinter einem Stein oder den Bäumen verstecken wird. Die Steine und die Bäume werden sagen, oh Muslim, diene Allahs, hinter mir ist ein Jude, komm und töte ihn. Das ist auch ein... Darf ich auch was sagen? Junge, du bist ein Lügner. Du hast mehrfach schon hier Lügen behauptet und hast nichts davon belegen können. Was willst du mir erzählen? Meinst du mich gerade? Ich rede von Show. Du hast mehrere Sachen eben behauptet, die du nicht belegen konntest. Was denn? Einmal mit dem Vers gesagt, Mohammed hatte einen Juden als Nachbar, der Müll da drauf geschickt, auf sein Gelände guck getan mal, ihr hat. Ihr versteht diese Hadisse, was ihr lesen tut, ne? Das, was du da gelesen hast, das stimmt, das steht. Aber der Koran berichtet, was passieren wird. Und das, was jetzt passiert, haben auch statt 75 Jahre die Israelisch angefangen. Und wenn es so weitergeht, sagt der Gott, es wird der Tag kommen, dass die Juden so bestraft werden, die Juden aber, die das wirklich, die das machen. Es gibt auch gute Juden, die dagegen sind. Was jetzt gemacht wird, was ich hier raushöre, gerade bei Frauen bin ich total enttäuscht. Vielleicht sind das noch keine Mütter. Egal, was Hamas ist oder nicht, ja,
tut den Islam nicht hier rein. Ihr, keiner kann hier Arabisch, keiner kann das so verstehen. Auf Türkisch, auf Türkisch, auf Deutsch kann man auch nicht etwas vernünftig sehen, weil die Wörter es nicht gibt. Ja, ihr seht den Fernsehen übersetzt so falsch und versteht das auch so falsch. Und kein Moslem hat bis jetzt Juden umgebracht. Das, was in Deutschland passiert ist, hat mit Türken zu tun oder mit Islam zu tun gehabt oder mit Palästina zu tun gehabt. Die Juden, die wurden nicht von Moslems verjagt und vergast. Was jetzt gemacht wird, Deutschland hat das mit Juden gemacht und jetzt verbünden sie sich mit Juden und haben vielleicht mit Hitler gearbeitet. Sag mir, wer hat mit Hitler gearbeitet? Armin al-Husseini, der Großmufti von Palästina, der 3000 jüdische Kinder stimmt in nicht, das stimmt hat. Nicht. Er hat ihn nach Hilfe gefragt. Er war in Deutschland, hat ihn nach Hilfe gefragt, weil Armin die Einwanderung nach war der Großmufti von Palästina, der mehrere ideologische Zusammenschlüsse im politischen Islam und lass der nationalsozialistischen Ideologie gesehen hat. Du redest die ganze Zeit, Bro. Dankeschön. Jetzt hast ganz du kurz, gestorben. Ganz kurz. Ich muss gehen. Danke für euch. Ich bin heute Abend... Schwester, pass auf dich auf und glaube mir, egal was du hörst, ich empfehle dir nur eine Sache. Bitte, bitte, bitte. Wenn du, anstatt nächstes Mal hier mit so vielen Leuten reinzukommen und über die ganzen Tafsirs zu reden und so weiter und so fort... Ich weiß, der Bruder hat mich gerade beleidigt, als ich nicht drin war und gesagt, dann brauchst du nicht deinen Onkel haben, holen eben doch... Wieso studiert man denn die Scheiße? Wieso gibt's Islamwissenschaft? Scheiße, Mann, ich habe jetzt... Moment, ich will mich verabschieden. Moment. Ich komme später noch mal rein, wenn der Löwenherz noch Lust hat. Ich habe dir gefolgt. Wir können gerne irgendwann anders. Ja, treffen. Wenn du später Zeit hast, komm noch mal hoch. Der andere auch, wenn er noch da ist oder war. Wir können ja, ich gerne später, euch, da hast du mehr Zeit. Dann können wir noch mal reden. Assalamu alaikum, meine Lieben. Und danke für alles und ja, bis später. Wir haben nochmal die Frage. Ist gerade Katastrophe hier. Dem Mufti, was der Bruder unten gesagt hat, der hier in Deutschland war und mit Hitler geredet hat, vergisst nicht. Und ey, bitte. Jeder hier in den 240 Leuten, die hier drin sind, wenn ihr, ich hoffe, dass einer von euch das weiß und ihr mir auch jetzt zustimmt. Die Juden wurden, beziehungsweise Hitler wurde von den amerikanischen Rothschild unterstützt und finanziert. Und das ja, und ich, die Muslime, die Palästinenser haben mit ihnen gearbeitet, mein Bruder. Na, hey, ich sag ja, grad, genau, ja. Lass mich ablenken vom Thema, aber jetzt lenkst du selber ab vom Thema. Lass mich mal bitte ausreden. Ey, ich war dort bei meinem Sohn, ey. Schöne Zeit verbracht, ich komme zurück, sage ich, wir sind immer alle noch hier. Über das Gleiche am Sprechen, ey. Seit keine Ahnung wie lange, ey. Verstehst du? Dings, ich nehme doch locker, ey. Schau mal, der andere schreibt hier Kalima TV, der größte. Null Ahnung, wieder locker, und null Ahnung. Deswegen, der Mufti, der in Deutschland war, um nach in der Zeit von Hitler aus Palästina. Kam, genau, ja, es gibt Videos, ja. Ja, ich weiß, ich kenne die Videos, ich kenne meine Geschichte. Er kam nach Deutschland, weil, und ich zitiere, er Angst hat vor Theodor Herzl, ja, der ihn, nicht Theodor Herzl, der Zionist, der den Zionismus erfunden hat und gesagt hat, wir brauchen ganz Palästina als jüdischen Staat. Er hat ihnen gesagt, ich habe Angst, dass die mir Palästina klauen. Kannst du mir helfen, weil ich weiß nicht, wie ich mit denen umgehen soll. Ich verstehe, ist nicht das Beste, aber vergessen wir nicht, wir haben in der Geschichte alle Fehler gemacht. Was haben die Amerikaner ja. gemacht in Irak? Ja, aber warte, nur eine Ergänzung noch. Bitte, eine bitte, Ergänzung bitte, bitte. Noch Kai, wie kann man heute noch überhaupt Amerika ein Wort geben, beziehungsweise ein Recht geben, mitzureden an der Welt, in der Welt? Und jeder weiß, dass Deutschland auch besetzt ist von Amerika und dass Deutschland nicht selbst entscheidet. Und jeder, wirklich alle wissen, dass Muslime noch nie einen Weltkrieg angezettelt haben. Kommt mir nicht mit kleinen Kriegen, vergleicht nicht ISIS. Oder nur eine Ergänzung dazu. Das mit dem Muslim. Das ist erstmal gerade vorlesen. Das ist nämlich. Bro, du willst mir die ganze Zeit was vorlesen? Lass uns mal reden, ich habe hier nichts zum Vorlesen. Von Armin al-Husseini. Zitat: Armin al-Husseini. Ihr müsst die Juden töten, ehe sie das Feuer auf euch eröffnen. Und tötet die Juden, die euer Vermögen an sich gerissen haben und einen Anschlag auf eure Sicherheit planen. Araber Syriens, des Irak und Palästina, worauf wartet ihr? Die Juden haben vor, eure Frauen zu schänden.
eure Kinder umzubringen und euch zu vernichten. Nach der muslimischen Religion. Was läuft jetzt hier? Ich mache schon Propaganda. Für was jetzt? Was läuft hier? Das mit dem Muslim. Zu was rufst du hier? Zur Vernichtung der Juden oder was? Ja, Armin hat Muslimen ja das gesagt. Männer, was? Also wer hat das gesagt? Al-Husseini hat das gesagt. Das ist ein Zitat von Armin Al-Husseini. Ah, okay. Das war ja, aber ich habe gedacht, du rufst hier zu Gewalt auf. Hey, krass. Was läuft hier? Also wenn du sagst, er kam da der irgendwie zu Hilfe oder so. Er hat wie viele tausend jüdische Kinder nach Auschwitz geschickt, dieser Mann. Und er wusste davon. Er hat sich mehrfach mit dem... Welcher Mann? Armin Al-Husseini, der Großmufti von Palästina. Das stimmt gar nicht, Bruder, das stimmt nicht. Lies es nach. Am 7. Juli 1942 in seiner strahlte sein Berliner Sender Stimme der Arabertums. Lies es nach und dann kommt wieder. Ja, das stimmt. Ich stimme dir 100% zu. Das habe ich auch gelesen, alles drum und dran. Aber diese Husseini-Bewegung, das ist ja das Problem, was ja viele, sage ich mal, nicht berücksichtigen. Diese Leute, also dieser Mufti auch vor allem, der ist ja von den Briten gewählt worden, quasi unterstützt worden für die arabische Welt. Da darf man nicht vergessen, dass die Araber in der Zeit, und das hat nichts mit der muslimischen Gemeinschaft zu tun, die haben dort das muslimische, das offiziell muslimisch anerkannte Reich, also das Osmanische Reich, komplett verraten und niedergestürzt. Das war ja Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja, weil der Mufti hat in der Türkei auch gelebt, Bruder. Ganz kurz. Diesen Mufti, den unterstützt keiner. Dieser Mufti hat ganz andere dreckige Interessen. Auch mit dem Juden vergasen, Juden töten, alles drum und dran. Das unterstützt der Islam definitiv nicht. Also er ist kein Moslem gewesen. Du sprichst dem Großmufti von Palästina ab, Armin Al-Husseini, kein Moslem gewesen zu sein. Ja, ich sagte gerade, den Akt, den er vollzogen hat und was er unterstützt hat, ist definitiv nicht muslimisch. Definitiv. Ob er letztendlich am Tag... Aber warum beruft er sich dann, guck mal, Armin Al-Husseini selber. Wir haben das genauso wie bei der Hamas. Das ist eins zu eins dasselbe. Aus der Charta der Hamas, Artikel 7. Der Tag des Gerichts wird erst kommen, wenn die Muslime gegen die Juden kämpfen, die Juden töten und der Jude sich hinter einem Stein oder Baum versteckt. Der Stein wird sagen, und Muslim Dina Allahs hinter mir ist der Jude. Ich antworte darauf. Allah meint bei uns, und das steht nicht nur in einem Tafsir, das steht sogar im Koran geschrieben. Und ich sage nochmal, ich erkenne kein Tafsir an, ist mir scheißegal, was die Gelehrten sagen. Das ist ein Hadith. Das musst du annehmen, das ist ein Hadith. Bist du aber kein Moslem, dann bist du kein Moslem. Wenn du die Sunna nicht anerkennst, bist du kein Moslem. Das stimmt nicht. Aber eine Frage, das, was du vorgelesen hast. Ganz kurz, darf ich mal was sagen, was du vorgelesen hast? Du sagst ja selbst, da steht, es geht um einen Kriegsfall. In einem Kriegsfall soll man das machen. Und wo ist das Problem? Okay, der Prophet Mohammed hat gesagt, ich wurde gesandt, um die Menschen zu bekämpfen, bis sie sagen, La ilaha illallah. Das stimmt. Mohammed Rasulullah. Wer das sagt, ist sein Leben und sein Besitz sicher vor ihm. Lüge ich, muss ich den Hadith aufmachen, müssen wir da. Natürlich ist das Lüge. Ich meine, wie kann das sein, wenn während des Prophetenzeiten Juden und Christen gelebt haben? Ich zeige dir den Hadith, kein Problem. Das Ding ist ganz kurz. Es gibt eine Ayah im Koran. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie wir alle wissen, der lebte ja komplett nach dem Koran. Ja oder nein? Teilweise. Nee, er muss ja nach dem Koran leben, sonst damals gab es noch den Hadith. Ganz kurz. Die Hadithe werden ja. Das ist in Sunan Ibn Majah 72, Sunan Anasai 3966, 3967, Abi Dawud 2641. Ganz kurz, guck mal. Ich habe das nicht gesagt. Ich sag das gar nicht. Auf jeden Fall. Steht jetzt drin oder nicht? Bitte? Der Prophet sagte, mir wurde befohlen, mit den Menschen zu kämpfen, bis sie bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Mohammed sein Diener und sein Gesandter ist. Dass sie
zu unserer Kibla, Gebetsrichtung schauen, dass sie essen, was wir schlachten und dass sie, wie wir leben. Wenn sie das tun, sind ihre Leben und ihre Besitz für uns unrechtmäßig. Außerdem, was ihnen zusteht. Sie haben die gleichen Rechte wie die Muslime und die gleichen Pflichten wie die Muslime. Okay. So, dann fassen wir ganz kurz zusammen, beziehungsweise... Wenn ich stehen würde, würden wir uns umgehen. Abida Wut 2641. Man kann mich groß machen, wenn man will, ich zeige. Ganz kurz bitte. Ganz kurz Zeit. Die Geschenke muss nicht sein, Bruder. Auf jeden Fall, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn ein Mensch oder wenn generell ein Muslim nicht komplett an den Koran glaubt, ne, also wie gesagt, Wort für Wort, was... sage ich mal, in Botschaft offenbart wurde, ist kein Muslim. Das widerspricht dem Islam. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der geht ja komplett nach dem Koran. Das Ding ist, es gibt auch viele Verse, wie zum Beispiel einen Vers, den habe ich gerade wirklich auf Arabisch vergessen. Ich schicke euch inshallah die Quelle. Auf jeden Fall steht da ganz dick drin, es gibt keinen Zwang im Islam. Wir wissen das auch anhand sehr vieler anderen Quellen. Weil und so der wahre Glauben ohnehin erkennbar ist. Das hast du vergessen. Es gibt keinen Zwang im Islam, weil der wahre Glauben ohnehin erkennbar ist. Richtig, der wahre Glauben ist ohnehin erkennbar, ja. Das sagt auch Allah im Koran. Warte, ganz kurz. Das sagt auch, wie gesagt, gib mir nur ganz kurz ein bisschen Zeit, bitte. Also, Sura 9, Vers 5, sagt der Tafsir-Gelehrte, denn bekämpft die Muschrik, wo immer ihr sie findet, bedeutet auf der Erde im Allgemein, mit Ausnahme des heiligen Bereichs, denn Allah sagte und kämpft nicht mit ihnen in Al-Masjid, Al-Haram, es sei denn, sie kämpfen dort gegen dich. Aber hier steht ganz klar, Sura 9, Vers 5, wie ich ja bekannt, Schwertfest genannt, und steht, die Ungläubigen zu bekämpfen auf der gesamten Erde. Der Islam ist allgemein. Hier hat keiner was reingeschrieben, das finde ich sehr interessant. Weißt du, was passiert laut Mohammed, wenn du die Religion verlässt? Bitte? Weißt du, was passiert, wenn du den Islam verlässt, laut Aussage von Mohammed? Das Problem ist in der Hinsicht, wie gesagt, da habe ich für mich selber persönlich kein hundertprozentiges Wissen, was genau mir passiert. Aber ich sehe das ja selber. Wer die Religion verlässt, den tötet, hat Mohammed selber gesagt. Das heißt, wo hat er das gesagt? Ich sehe das selber bei den Leuten. Nassai 4059, sondern an Nassai 4061, sondern Abida Wut 4059. Also wieder Hadith, okay. Und da hier Al-Bukhari. Nein, ich habe Koranverse genannt vorher. Ich habe ja auch Koranverse genannt. Also wieder Hadith, alles klar, wieder Hadith. Sura 9, Vers 5 habe ich vorher genannt. Und dann habe ich die Erklärung von der Gelehrten Ibn Kathir zitiert, der ganz klar sagt, und bekämpft die Muschrikin, wo immer sie findet, bedeutet auf der Erde in allgemein. Nein, das ist nicht ein Kriegsfall, das stimmt nicht, sonst würden wir nicht genug Dschihadisten haben, die auf der ganzen Welt angreifen. Auf der ganzen Welt. Deutschland wurde angegriffen, Spanien wurde angegriffen, andere Länder wurden angegriffen. Okay, wieder. Ist das so? Wieder. Wann sind tausende Soldaten einmarschiert? In Deutschland, islamische, in Amerika, in Europa. Also du sprichst von tausenden Soldaten und ich spreche davon, dass eine Organisation Boko Haram, IS, Angriff auf die ganze Welt. Nein. Du Dschihadisten. Dschihadisten. Ruhig jetzt. Die Opfer von IS und alle anderen Islamisten, die größten Opfer sind Muslime selber. Lüge. Die Menschen, die Opfer, die du sagst, das waren Muslime, wurde so ungläubig erklärt von diesen Dschihadisten. Das waren zum Beispiel Schias, von dem die meisten Sunniten sie verfluchen. Das waren andere Leute dort unten, wie Kurden und alles mögliche, Jesiden. Okay, das waren die Opfer des IS. Sie haben Tick 4, sie für ungläubig erklärt, sie haben wegen alles Mögliche.
Okay, ich sage ja, es gibt eine Gruppierung, die Krieg auf der ganzen Welt macht. Okay, wieder Sendepause. Eine Frage, du sagst es, die hatte eine Zeit lang 50.000 Männer an der Waffe, sogar mehr mit der Zivilbevölkerung. Die waren in Irak und Syrien, an der Grenze zu Israel. Warum hat der IS keine einzige Kugel Richtung Israel geschossen? Sie haben bis heute genug Anhänger mit dieser Ideologie. Guck mal, antworte. Okay. Warum hat IS keine einzige Kugel Richtung Israel geschossen? Das sagst du, das behauptest du. Das ist deine Aussage. Wo ist Fakt? Zeige mir eine Quelle. Zeige mir irgendetwas, die das beweist, was du sagst. Ich spreche über die Sache, die in deinen Büchern stehen. Ich spreche über die Sache, die in deinen Büchern stehen. Du laberst mir hier irgendetwas wegen. Ich rede von tausenden Jahren, ich rede von Sachen von heute. Was von tausend Jahren, das ist heute. Ist der Koran für damals? Da kannst du sagen, okay, dann brauchen wir diese Religion nicht mehr. Weil der Koran ist ja nur für damals. Ist das Wort Gottes gültig im Allgemeinen? Bis heute ist das Wort Gottes heute noch gültig für dich? Immer gültig. Also, dann kannst du nicht sagen damals. Jetzt zum Beispiel. Aber du hast Hadithe vorgelesen. Natürlich. Jetzt werden die Muslime angegriffen. Sorry, tut mir leid, die Kreuzzüge, ey, die drei Kreuzzüge. Ey, jetzt werden sieben Kreuzzüge gegenüber 700 offiziellen Dschihad bis nach Europa. Meinst du das ernst? Sieben Kreuzzüge, eine Befreiung von den muslimischen Invasoren, die freigemacht wurde bis nach Jerusalem. Eine Befreiung, über 700 offensive Dschihad von Mekka bis nach Europa. Spanien, Dschihad, Portugal, überall in Europa. Das ist aber die Tatsache. Du hast Kreuzritter angesprochen. Okay. Ich habe gesagt, das war Rückeröberung. Reconquista zum Beispiel bedeutet Rückeröberung. Darf ich darauf antworten? So. Antwort. Okay. Die Muslime haben ja nicht aus Spaß. Medo, du darfst antworten, warte kurz. Also, ich will nur kurz an alle sagen, auch an Wieder, danke, gesprochen werden Löwe, sehr gut, Bruder, aber... Gesprochen wie eine Katze. Ganz kurz. Ich bin eine Katze, Jesus Christus ist der Herr für mich, verstehst also, du? Ich spreche von mir aus, Jesus Christus ist der Herr. Ich liebe Jesus mehr, als du jemals lieben würdest. Das stimmt nicht. Du folgst einer Sekte. Das stimmt. Ein falscher Jesus folge dir, ich folge dem falschen Jesus. Ein Fake Jesus folge dir. Nein. Du kennst nicht einmal deinen Koran, Mann. Wie machen wir das jetzt? Wieder. Moment, nein, Muslim, ich rede jetzt erst. So, ganz kurz, ihr dürft sofort alle noch was sagen, aber in 10 Minuten gehen wir erstmal in die Mittagspause, weil mein Kopf explodiert, unsere alle Köpfe explodieren. Okay. Wir können hier nicht 20 Stunden Geschreie, das hält kein Mensch aus, wenn wir in der Psychiatrie. Also, Mido, okay. Du bist jetzt dran, dann sind die anderen noch dran und dann machen wir erstmal Mittagspause und kommen heute Nachmittag, heute Abend wieder. So, bitte. Okay, nur ganz kurz so wieder, weil er meinte, die Dschihadisten Züge gegen Europa, die Kämpfe übernahme. Das ist erst passiert, nachdem die Christen, die Kreuzzüge, wie du weißt, ja, angegriffen haben, Nahen Osten, Palästin, Syrien, Irak, alles etc. erobert haben. Wie wir die Geschichte kennen, kam Salah ad-Din Ayyubi, ja, ein Kurde, mit seinen Kämpfern, hat alles wieder befreit, hat sogar die Christen, er meinte, ihr könnt alle wieder zurück nach Europa, keiner krümmt euch ein Haar, obwohl die Christen jeden Muslim abgeschlachtet haben. Das ist Faktgeschichte, das ist keine Lüge von mir oder keine Geschichte von mir. Er hat die alle gehen lassen, 12. und 13. Jahrhundert, 800 Jahre, alles Liebe, alles Friede, Freude, Eierkuchen, die Christen und Juden haben unter Muslimen gelebt wie Könige, ja. Die mussten eine Steuer zahlen, wie hier, wie aktuell die Deutschen, die Christen in Europa zahlen auch Kirchensteuer, normal, machen die Muslime auch. Und dort mussten auch die Christen und Juden eine Art Steuer zahlen, aber die durften leben. Der Rabbiner wurde bereits hier zitiert von meinem, weiß nicht wer das war, war super zitiert, wo der Rabbiner sagte, ein bekannter Rabbiner aus Deutschland, der meinte, in keiner Zeit haben die Juden so gut und sicher gelebt wie in der islamischen Zeit, unter den Muslimen. Das sind Fakten. Sogar unter dem Osmanischen Reich danach. Haben die gut gelebt. Maimonidin zitiert. Der hat das zitiert. Also. Er hat nicht nur zitiert, er war perfekt. Er hat sogar seinen Akzent zitiert. Das war Weltklasse.
So. Hat Maimonides gelebt? So, und wie gesagt... Wann hat Maimonides gelebt? Wann hat Maimonides gelebt? Wer? Maimonides, er zitiert einen Hochgelehrter vom Judentum, der irgendetwas behauptet irgendetwas. Zeig mir irgendeine Aussage von ihm, die von ihm so kommt. Schau mal. Wo ist Rabbiner? Ja, komm, man, hier kann... Ja. Ich weiß, ich verstehe dich nicht ganz, also tut mir leid. Ja, du labest hier irgendetwas, Mann, komm. Nichts. Das ist Geschichte. Geschichte ist über 700 offensive Dschihad von den Muslimen, von Mekka bis nach Europa. Darum kamen ja die Kreuzritter. Deswegen kamen die Kreuzritter. Wegen die offensive Dschihad, die Eroberung der Muslime, Frauen, Kinder, Länder, alles wurde erobert. Alles wurde erobert. Lüge hier nicht, Mann. Bis nach Europa. Okay? Wann war der erste Kreuzzug 1995. Du bist ein Lügner, ein Lügner. Es in 1095. 1095. Ja. Mal, warte mal, wieder. Darf ich das gerade mal untermauern? Also, ich möchte gerne zitieren aus dem Koran, Sure 9, Vers 38 bis 41 dazu. O ihr Gläubigen, warum zögert ihr und lasst den Kopf hängen, wenn euch gesagt wird, rückt aus zum Kampf für Gottes Sache? Seid ihr mit dem Leben auf Erden anstatt mit dem Leben im Jenseits zufrieden? Der Genuss des Lebens auf Erden verglichen mit dem des Jenseits ist bei weitem geringer. Wenn ihr nicht zum Kampf ausrückt, wird er euch schwer bestrafen und euch durch ein anderes Volk ersetzen. Ihr schadet... Richtig! Richtig, doch richtig! Es ist ein Kampf, es ist ein Kriegsfall, ja! Kriegsfall, ja! Und? Ja, aber ist doch richtig. Was der Unterschied ist, wir haben aktuell das Dar al-Harb, das Haus des Krieges, und das Dar al-Islam, das Haus des Islames. Das heißt, jedes Gebiet, was nicht islamisch ist, ist das Gebiet des Schlechten, wo der Unglauben herrscht und wo nicht der Islam das Rechte gebietet und das Unrechte verbietet. Das heißt, Mohammed selber hatte gesagt, mir wurde befohlen, gegen die Menschen zu kämpfen, bis sie sagen, la ilala ilala. Erst das dann stimmt doch nicht. Das stimmt gar nicht. Komm, hör auf, ey. Und damit ist die Kombination, dass der politische Islam auf der kompletten Welt herrschen muss. Politischer Islam, politischer Islam. Ich sag dir mal was. Ich habe mitgehört, auch in den Medien, diese Heuchlermedien in den Deutschen, wird gerne das Wort Judenhass genommen. Ne? Ihr hattet ja das Thema vorhin gehabt. Judenhass hier, Judenhass da, Antisemitismus etc. etc. Was, wenn ich dir sage, im Islam gibt es gar keinen Judenhass, auch bei den Muslimen? Das geht einfach logisch nicht, weil wenn man genauer nimmt, ich bin jetzt kein Islamexperte, ja, ich sag mal so von mir aus so. Wenn man genauer nimmt, sind Muslime praktisch halbe Juden. Ich meine, wir haben denselben Prophetenstamm. Wir haben dieselben Gebote, dieselben Gott. Wir gehören zu den drei heiligen Büchern. Wir glauben doch dieselben an Abraham, an Josef, an David, Noah, Moses. Die Muslime lieben doch diese Propheten. Also erstmal. Ist Jesus Christus gestorben für dich? Du glaubst schon gar nichts, Mann. Ich glaube nicht an die Torah, ich glaube nicht an das Injil, ich glaube gar nicht. Ein Lüge nach der anderen, die ganze Zeit, komm, wach auf. Warte doch. Ich sag nochmal, die Muslime glauben ja an diese Propheten, Prophetenstamm. Also wie kann also ein Jude... Glaubt ihr an das Injil? Glaubst du das? Nein, glaubst du nicht. Warum lügst du? Ich will dir erzählen. Hör doch zu. Du glaubst an eine Geschichte, die jemand abgeschrieben hat von den Toren, von das Injil. Muslime glauben nicht an Abraham. Ich glaube an ein abgeschriebenes Buch, die verändert hat, die Bibel. Ihr habt unsere Bibel verfälscht, ganz klar. Ja genau, wir gehen Mittagspause, meine Güte. Unfassbar. Gottes Segen euch und eurer Familie. Wieder Luca, ganz kurz. Danke, dass du hier drin warst, dass du das ausgehalten hast, dass du hier mitgemacht hast. Sehr, sehr stark. Ich danke dir. Wir sehen uns, wenn ihr wollt, wieder Luca, Moritz sowieso, später heute Abend. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Pause, weil unsere Köpfe, die explodieren ja. Das ist ja wirklich, irgendwann müssen wir ein bisschen Luft holen. Das kann man ja nicht aushalten. Wir machen jetzt ein bisschen Mittagspause und später sehen wir uns wieder. Wieder Luca, danke dir, dass du da warst.
Danke, nein. Ich wünsche euch und eurer Familie Gottes Segen, egal ob Muslim oder was auch immer. Leider kann unsere muslimische Brüder uns nicht Shalom wünschen, Shalom Aleichem. Sie machen, aber sie wissen gar nicht. Der Prophet hat ihnen verboten, uns sogar zu grüßen mit dem Salam. Okay, das ist es hier. Und immer so, ihr Takir, ah nein, ist nicht so, ah komm. Ja, ja, sie lügen, sie relativieren, ja, sie lenken ich ab, glaube an die Bibel immer. Und gleichzeitig glaube ich nicht. Und ich glaube an das, aber gleichzeitig glaube ich nicht. Immer nur so hin und her. Ah, Gottes Segen euch und eure Familie. Jo, wieder Luca, ciao, ciao, bis später. So, Moritz, abschließende Worte von dir. Ja, also da hat man gerade wieder gesehen, alles geleugnet, nichts auf gar nichts in dem Sinn im Detail eingegangen. Also es steht drin, es wird angewendet, es ist ewig gültig, das haben sie mehrfach gesagt. Also selbst, wie gesagt, es steht, es ist im Kriegsfall. Aber wir haben entscheidend den Unterschied zwischen dem Haus des Islams und dem Haus des Friedens. Und dem Haus des Krieges. So, das sind die Unterschiede. Und Mohammed selber hat gesagt, mir wurde befohlen, gegen die Menschen zu bekämpfen, bis sie sagen, la ilaha la ilaha. So, und damit ist eigentlich die Botschaft klar, womit Mohammed gesandt wurde im politischen Islam, nämlich mit Krieg, mit dem Schwert. Und da können wir so viele verschiedene Hadith- und Koranverse noch mit reinbringen. Also der politische Islam selber ist eine totalitäre Ideologie, die auch hier in Deutschland leider schon Wurzeln geschlagen hat. Aber dagegen muss die Politik auch mal was machen, dass diese Ideologie hier in Deutschland nicht irgendwann das Gesetz angibt. Ja, Moritz, ich danke dir. Wir atmen jetzt ein paar Stunden durch und sind heute Abend wieder mit mehr Energie da. Ja, ciao, ciao.